Okay, alles klar. Genau. Harald, Stream läuft. Oder? Moment. Jetzt lädt. Ja, mit Chat. Willkommen beim Wissen. Gut, 2 Minuten. Mein Name ist Karamba Djabi und ich begrüße Sie und euch sehr herzlich hier aus der Händelhalle in Halle an der Saale. Vom Ostkonvent wird heute eine eindeutige Botschaft ausgehen. Die SPD steht für Respekt in jeder Hinsicht. Und das bedeutet, die Lebensleistung von Menschen in Ost und West zu würdigen. Die SPD kämpft für den Osten und dafür, dass wir eine innere Einheit im Land erreichen. Respekt, Anerkennung und Zusammenhalt. Dafür treten wir am 6. Juni bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und am 26. September bei der Bundestagswahl an. Mit unserem Zukunftsprogramm haben wir gute Ideen und um die noch vorhandene Ungleichheiten in Deutschland bei Wirtschaft, Löhnen und Renten zu überwinden. Damit vollenden wir die deutsche Einheit und sorgen für Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. In diesem Sinne freue ich mich auf einen erfolgreichen Ostkonvent und heiße euch alle herzlich willkommen in der Kulturhauptstadt des Landes Sachsen-Anhalt. Ich übergebe somit das Wort an Ilona Buschig, unsere Moderatorin. Ja, danke dir. Mein Name ist Ilona Buschig. Ich führe Sie heute durch diese Veranstaltung. Und mache es auch ganz kurz, weil nachdem wir Karamba Djabi gehört haben, der hier in Sachsen-Anhalt auf dem Listenplatz 1 steht. Sachsen-Anhalt, wie Sie alle wissen, wählt in einer Woche. Spannende Wahl am 6. Juni. Wobei Karamba Djabi steht auf dem Listenplatz für die Bundestagswahl, aber er zittert natürlich trotzdem für Sachsen-Anhalt mit. Also, wir haben Karamba Djabi gehört, der diese Veranstaltung eröffnet hat. Und der zweite auf der Liste ist Norbert Walter Borjans. Er ist seit 1,5 Jahren Parteivorsitzender, einer von 2 Parteivorsitzenden, kann heute nicht hier sein, ist aus dem Willy Brandt-Haus zugeschaltet, tourt aber zusammen mit seiner Co-Vorsitzenden durch Sachsen-Anhalt und auch durch Sachsen. Norbert Walter Borjans. Danke, Karamba Djabi.
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Freundinnen und Freunde der Sozialdemokratie, ich bin zwar nur vom Willy-Brandt-Haus aus zugeschaltet, aber das sind die Fairnisse, die wir im Augenblick mit Corona haben. Wir haben einen Ostkonvent, der in vielem besonders ist. Und das ist schon das eine Besondere. Er ist diesmal hybrid, also so, dass an einigen Stellen einige von uns zusammen sind, andere über den Bildschirm zugeschaltet sind. Er ist aber natürlich auch ein ganz besonderer, weil wir vor Wahlen stehen. Nicht nur vor der und der ganz besonderen am nächsten Sonntag in Sachsen-Anhalt und deshalb auch in der Händelhalle heute das Treffen für den Ostkonvent. Da wird Katja Pähle als Spitzenkandidatin, die einen super Wahlkampf gemacht hat und noch eine Woche lang auch noch mit meiner Beteiligung unterwegs sein wird im Land, ein gutes Ergebnis erzielen. Das ist wichtig für das Land Sachsen-Anhalt, das ist wichtig für Ostdeutschland. Es ist eine von vier Landtagswahlen. Es kommt noch dazu Berlin, es kommt noch dazu Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Und auch die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten aus diesen Ländern der SPD sind heute anwesend. Für Mecklenburg-Vorpommern in Vertretung für Manuela Schwesig, Bettina Martin als Bildung- und Wissenschaftsministerin, aber Georg Mayer für Thüringen, Franziska Giffey für Berlin und dann natürlich Olaf Scholz als der Kanzlerkandidat für die SPD für die Bundestagswahl im September dieses Jahres. Ja, der Ostkonvent ist keine Wahlkampfveranstaltung. Der Ostkonvent findet regelmäßig statt und uns ist das Thema der Angleichung der Lebensverhältnisse zwischen Ost und West nach über 30 Jahren deutscher Einheit ein ganz wichtiges Anliegen. Und wir haben ja auch schon sehr viel erreicht. Wenn wir uns mal angucken, dass Impulse, die vom Ostkonvent ausgegangen sind, dazu geführt haben, dass wir einen Mindestlohn haben, dass wir eine Grundrente haben, die ganz besonders Menschen in Ostdeutschland zugutekommen, dann sind viele Leistungen eben auch durch Anstöße durch Ostkonvent und durch die Arbeit der SPD im Osten Deutschlands entstanden. Aber dass das so ist, hat ja auch einen Hintergrund. Noch immer, auch 31 Jahre nach der deutschen Einheit, sind die Löhne viel schlechter als im Westen, sind die Renten viel schlechter als im Westen. Und wenn da Unterschiede von 10-15% bei den Renten oder sogar bis zu 40-50% für die gleiche Arbeit da sind, dann ist das eine Beleidigung für die Menschen, die genauso viel leisten wie ihre Kolleginnen und Kollegen in anderen Teilen des Landes. Und deswegen geht es ganz klar darum, dass wir in diesem Bereich aufholen. Aber es geht auch nicht bloß ums Aufholen und Nachholen, sondern wenn wir gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland haben wollen, wie das Grundgesetz sie vorschreibt, dann wird das immer so sein, dass es in einigen Regionen Vorsprünge gibt, auch weiterhin in Regionen des Westens. Aber das bedeutet dann auch, dass wir Vorsprünge in Regionen des Ostens brauchen. Und dafür sind hervorragende Bedingungen in den Ländern da. Die Wasserstofftechnologie, gerade mit dem Wasserstoffkraftwerk beispielsweise in Rostock-Lage, die E-Mobilität, wie in Grünheide in Brandenburg. Aber auch das, was an alternativen Energien in der chemischen Industrie, im Maschinenbau entsteht. Was ganz wichtig ist, wenn wir uns angucken, dass in der Lausitz in 30 Jahren über 180.000 Arbeitsplätze auch weggefallen sind, dann ist das ein Riesenauftrag an uns. Und ich freue mich immer wieder darüber, dass ich in einem engen Kontakt, regelmäßigen Kontakt mit den Wirtschaftsministern der SPD in den ostdeutschen Ländern über Ideen nachdenken kann, was man tun könnte. Und das sind Martin Dulich, das sind Jörg Steinbach, Armin Wiedingmann, Wolfgang Tiefensee, Christian Pegel aus den Ländern, in denen eben auch Transformation, Nachholbedarf, Aufholbedarf, aber auch der Bedarf, Vorsprünge herauszuarbeiten, da ist. Und ich glaube, was man natürlich überhaupt nicht weglassen darf, ist, wie wichtig es ist, dass wir zukunftsorientierte Infrastruktur bekommen. Wenn es so ist, dass eine gute Geschäftsidee das Schlechteste ist, was einem jungen Menschen in Ostdeutschland passieren kann, weil er dann seine Heimat verlassen muss, weil die Datenanbindung zu schlecht ist, die Mobilfunkabdeckung miserabel ist, dann ist das ein Nachteil für die Region, aus der er weggeht. Und es ist ein Nachteil für die Regionen, in denen sich alles bald die Mieten in die Höhe schießen. Wir brauchen ausgeglichene, ausgewogene Entwicklungen und ausgewogene Lebensverhältnisse. Und was da auch zugehört, wenn wir uns angucken, wie viel ja auch schon da ist, das zeigt sich beispielsweise in großem und wachsendem Fachkräftemangel, dann bedeutet das auch, dass Abschottung überhaupt kein Rezept ist, sondern dass wir Offenheit brauchen.
dass wir für den wirtschaftlichen Wohlstand und für das Zusammenleben darauf achten müssen, dass wir Ja sagen zur Demokratie, dass wir Ja sagen zu Neuem und Anderem, dass wir Menschen anziehen, aber auch selber Ziele in anderen Regionen haben. Und das ist eine ganz wichtige Größe. Und deswegen war ich etwas entsetzt darüber, dass der Ostbeauftragte der Bundesregierung sagt, da ist eine ganze Generation oder Teile einer ganzen Generation sind verloren. Wir müssen auf die nächste Generation setzen. Das wäre ein fataler Fehler. Dann ist der Rückstand noch größer, den wir aufholen müssen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, attraktiv zu sein für Investoren, attraktiv für Touristen, attraktiv für Besucher, Austausch gut finden, Austausch nutzen für den Zusammenhalt. Darüber wollen wir reden. Darauf freue ich mich heute und wünsche viel Erfolg, vor allen Dingen natürlich am nächsten Sonntag für Katja Pehle in Sachsen-Anhalt. Ja, danke bei Norbert Walter-Borjans. Und wo man jetzt normalerweise natürlich mittelmäßig donnernden Applaus hört, hört man in Corona-Zeiten leider gar nichts. Das Wort Corona werden wir wahrscheinlich noch 2-3 Mal an diesem Tag in den Mund nehmen, auch wenn es Ihnen wahrscheinlich genauso geht wie mir. Man kann es ja nicht mehr hören und es wird ja auch besser. So, jetzt stellen sich eben auch die Vertreter der Landesverbände. Der Landesverbände, in denen in diesem Jahr, Norbert Walter-Borjans sprach es an, noch Wahlen sind, aber natürlich auch die anderen Ostlandesverbände vor. Corona-bedingt, ich glaube, ich habe so ein Schweinchen jetzt so langsam neben mir, Corona-bedingt können die nicht hier auf die Bühne kommen. Das hätte auch der große Saal hier in der Händelhalle dann nicht mehr mit den Vorschriften, die wir ja alle befolgen müssen, hergegeben. Also gibt es kleine Einspielfilme. Und Sie werden sehen, diese Einspielfilme sind so unterschiedlich, wie die Landesverbände eben sitzen. Und der erste ist so ein Doppelwopper aus den beiden Landesverbänden Berlin und der hier, wo wir hier sind, aus Sachsen-Anhalt. Nicht nur Ostdeutschland, unsere gesamte Republik, mehr noch Europa lebt einen tiefgreifenden Strukturwandel. Erderwärmung, Digitalisierung, auch die Pandemie und ihre Folgen verlangen von uns zu handeln. Wir müssen aufbrechen und neue Wege gehen. Wir Ostdeutschen haben einen solchen Transformationsprozess bereits erlebt. Die friedliche Revolution 1989 brachte Umwälzungen in allen Lebensbereichen mit sich. Es herrschte Aufbruch und Verlust, Befreiung und Sorge. Diese Zeit der Umorientierung und der Neuorganisation haben wir gemeistert. Wir haben sie gemeistert. Was damals aber zu kurz kam, Respekt vor der Lebensleistung der Ostdeutschen. Heute wollen wir den unausweichlichen Wandel gestalten. Machen wir unsere Erfahrung zunutze. Der internationale Wettbewerb der Zukunft ist ein Wettbewerb des Wissens und der Innovation. Strukturstärkung kann deswegen nur mit einer Stärkung von Forschung, von Wissenschaft und Bildung einhergehen. In Brandenburg wollen wir in der Lausitz unsere Ideenschmiede aus- und aufbauen. Hier in den Hochschulen und Forschungseinrichtungen schaffen wir die Grundlage und von hier kommen die Impulse für die Beschäftigung der Zukunft. Unsere Zukunft ist offen. Wir können sie gestalten. Der Erfolg des Wandels entscheidet sich in der Wahl der Menschen, die ihn steuern. Olaf Scholz bringt als Vizekanzler, als Bundesminister und ehemaliger erster Bürgermeister von Hamburg die notwendigen Erfahrungen mit. Und der Erfolg des Wandels entscheidet sich in der Wahl des richtigen Moments. Der Moment für Ostdeutschlands Zukunft ist jetzt gekommen. Mit Olaf Scholz. Nicht nur Ostdeutschland, unsere gesamte Republik. Weil die Sozialdemokratie die richtigen Antworten für die entscheidenden Fragen hat und damit die Weichen stellen wird für eine gute Zukunft für alle. Wir für Zusammenhalt stehen und für Gemeinsinn und das ist das, was diese Gesellschaft gerade braucht. Hier kann ich alles verwirklichen, was ich denke. Meine Vision von einer gerechten Welt. Dank der SPD konnte ich studieren und habe die Chancengleichheit, für die wir stehen, miterlebt. Ich glaube, dass die SPD die Partei ist, die auf die Zukunft eine gute Antwort hat und die Partei ist, die in ihrer Geschichte ihren Namen nicht ändern musste. Weil wir die Besten sind. Ich bin Arbeiterkind und von daher wurde mir das in die Wiege gelegt, für die eigenen Rechte zu kämpfen. Soziale Gerechtigkeit, wir leben sie. Sozialer Zusammenhalt in der Stadt, das ist wichtig. Die Ellenbogen dürfen sich nicht durchsetzen. Welche Partei sonst? Soziale Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit. In der SPD Sachsen-Anhalt bin ich aktiv, weil wir rund um uns herum viele Baustellen haben.
Ich möchte nicht tatenlos zuschauen, wie andere an meiner Zukunft bauen. Ich möchte stattdessen aktiv mitgestalten und deswegen bin ich in der SPD. Die SPD stand nach 1989 für eine langsame Wiedervereinigung beider deutscher Staaten. Geworden ist es am Ende der Weg der CDU. Eine Hauruck-Aktion, die insbesondere durch die Treuhand viele Probleme für die Menschen vor Ort geschaffen hat. Gerade wir als SPD müssen nun nicht nur dafür eintreten, dass die immer noch bestehenden Unterschiede beseitigt und die Versäumnisse der damaligen Zeit klar benannt werden, sondern auch dafür, dass die Menschen hier endlich die Entschuldigung für politische Fehler bekommen, die sie verdienen. In der politischen Debatte wurde der Begriff Spaltung in letzter Zeit nahezu inflationär verwendet. Und dabei geht die immense Bedeutung ein wenig verloren, denn Deutschland war tatsächlich, wie wir alle wissen, einmal wortwörtlich gespalten. Und es ist wichtig, als junge Menschen darüber zu reden, denn die Lasten tragen wir heute noch auf unseren Schultern. Sei es im Sinne von Vorurteilen oder eben in Lohnunterschieden. Und deshalb liegt es auch an unserer Generation, Generation X und Generation Y und Z, daran, an diesem Problem zu arbeiten, die Wunden und Lücken zu schließen und zeigen, dass wir gelernt haben und wir nur gemeinsam etwas erreichen und schaffen können. Immer noch wunderbar, dass diese jüngeren Leute jetzt schon daran erinnern müssen, dass dieses Land mal gespalten war. Das macht Hoffnung, dass es irgendwann nie vergessen, aber in den Geschichtsbüchern ist. Sie haben gesehen, das war jetzt kein Zweifach, sondern ein dreifach filmisches Vorstellen. Die Brandenburger haben sich da noch vorgedrängelt. Das war Manja Schüler, die 2017 ein Direktmandat in Brandenburg geholt hat. Und am Schluss, ne, aus guten Gründen, wie gesagt, am 6.6. in einer Woche sind hier Landtagswahlen, kam der Film aus Sachsen-Anhalt. Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Katja Pähle ist Spitzenkandidatin. Katja Pähle deckt in ihrer Biografie so große Teile des Landes ab. Sie kommt aus Hettstedt. Sie wohnt immer noch in Halle, hoffe ich. Sie nickt. Sie arbeitet da, wo die Politik in Sachsen-Anhalt ist, und in Magdeburg und, wie gesagt, tourt durch das Land. Katja Pähle ist dran. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, lieber Olaf Scholz, ich freue mich, dass ich euch hier in der Händehalle virtuell bei der Veranstaltung zu Hause in meiner Heimatstadt Halle beim Ostkonvent der SPD begrüßen kann. Ich freue mich aber auch schon jetzt darauf, dass diese Art von Veranstaltung vielleicht bald vorbei ist. Nicht nur der Fortschritt beim Impfen, sondern auch die Entwicklung der Infektionszahlen machen Hoffnung, dass persönliche Begegnungen, kulturelle Erlebnisse, gemeinsam verbrachte Freizeit und eben auch politische Versammlungen bald wieder zum Alltag gehören. Auch für Sachsen-Anhalt verläuft die Entwicklung so positiv, dass unsere beiden sozialdemokratischen Minister, unsere Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne und unser Wirtschaftsminister Armin Willingmann, gerade erst weitere Erleichterungen im Alltag vorgeschlagen haben, die schon in der kommenden Woche wirksam werden können. Darüber bin ich sehr froh. Und dass wir im Kampf gegen die Pandemie an diesem Punkt angekommen sind, zeigt doch vor allem eins: die Stärke des gesellschaftlichen Zusammenhalts, die Bedeutung von Respekt und Rücksichtsnahme oder, wie wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten es nennen, die Kraft der Solidarität. Liebe Genossinnen und Genossen, wir stehen in Sachsen-Anhalt vor der letzten Woche des Landtagswahlkampfes. Wir haben eine Wahlperiode hinter uns, die 2016 mit einer sehr schmerzhaften Wahlniederlage begonnen hat. Das Wahlergebnis verlangt uns damals eine umfassende Erneuerung ab, inhaltlich, personell und organisatorisch. Das Ergebnis hat uns aber keine Zeit gelassen, uns nur mit uns selbst zu befassen. Es stellte uns zugleich vor die Situation, dass ohne uns keine demokratische Regierungsmehrheit zustande gekommen wäre. Ja, dass es überhaupt nur eine einzige demokratische Mehrheit gegeben hat. Die bundesweit erste Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen. Die einzige Alternative hätte bedeutet, dass die AfD direkt oder indirekt Einfluss auf die Regierungspolitik bekommen hätte. Das konnte niemand verantworten. Wir haben die Entscheidung für diese schwierige Regierungsbildung verantwortungsvoll getroffen. Sie war richtig. Sie hat bei großen Schwierigkeiten 5 Jahre lang gehalten.
Und sie hat dafür gesorgt, dass die Rechtsextremisten im Landtag in Schach gehalten werden konnten. Aber am Ende dieser Wahlperiode müssen wir leider auch feststellen, wir haben in der praktischen Auseinandersetzung mit der AfD über die Bedrohung unserer Demokratie von rechts gelernt. Die CDU leider nicht. Und deshalb geht es bei dieser Landtagswahl um eine Frage, die größer ist als Sachsen-Anhalt. Es geht darum, ob 76 Jahre nach der Befreiung vom Nationalsozialismus alle demokratischen Parteien klare Kante gegen Rechtsextremismus zeigen. Oder ob in der CDU ernsthaft damit geliebäugelt wird, die AfD Teilhabe an der Regierungsmacht zu überlassen. Denn es stimmt zwar, die ablehnende Haltung, die Rainer Haseloff zur AfD bekundet, ist glaubhaft. Ich weiß von ihm, dass das seiner persönlichen Überzeugung entspringt. Das ändert aber leider nichts daran, dass die Haltung der CDU zur AfD schwankend, unzuverlässig und damit im Ergebnis weit offen nach rechts ist. Führen wir uns noch einmal vor Augen, dass Rainer Haseloff gerade einmal vor einem halben Jahr, im Dezember 2020, seinen Innenminister Holger Stahlknecht entlassen musste, weil der als CDU-Landesvorsitzender eine von der AfD tolerierte Minderheitsregierung propagiert hat. Erinnern wir uns daran, dass Haseloff kurz danach seinen eigenen Gesetzentwurf, es ging um die Rundfunkbeiträge, in letzter Minute zurückziehen musste, weil die CDU-Fraktion den sonst zusammen mit der AfD im Landtag abgelehnt hätte. Denken wir daran, dass die Autoren der Denkschrift, die das Soziale mit dem Nationalen versöhnen wollten, zum engsten Führungskreis der CDU-Fraktion gehören und auch bei dieser Wahl auf den vordersten Listenplätzen stehen. Das Ergebnis dieses Schaukelkurses ist, dass die CDU in den drei jüngsten Umfragen zweimal knapp vor der AfD war, aber einmal auch leider dahinter. Wer in dieser Situation CDU wählt, weiß nicht, was er bekommt. Brandmauer oder Brandbeschleuniger? Liebe Genossinnen und Genossen, diese Lage ist ein ganz wesentlicher Grund für uns, warum wir uns in den letzten Metern noch mal richtig ins Zeug werfen für eine starke SPD. Ich bin sehr dankbar dafür, dass in diesen Tagen eine ganz massive Präsenz aus der Bundespartei in allen Regionen Sachsen-Anhalts unterwegs ist. Saskia Esken und Lars Klingbeil waren gerade da. Norbert Walter-Borjans und Olaf Scholz sind nächste Woche gleich mehrmals bei uns unterwegs. Kevin Kühnert, Svenja Schulze und Manuela Schwesig unterstützen uns digital. Das tut richtig gut. Und ich freue mich, dass die ostdeutsche SPD mit diesem Konvent in Sachsen-Anhalt zusammenkommt und dass ich die Gelegenheit habe, euch vorzustellen, wofür wir in dieser Wahlauseinandersetzung stehen und was das alles mit Ostdeutschland und mit dem Zukunftsprogramm der SPD zu tun hat. Wir sind 2016 aus einer sehr schwierigen Ausgangslage gestartet, aber wir treten heute selbstbewusst und mit geradem Rücken vor die Wählerinnen und Wähler. Denn es kann sich wirklich sehen lassen, was wir aus dieser Lage heraus erreicht haben. Die Leistungen, die unsere Regierungsmitglieder mit einem klugen Management in der Pandemie erbracht haben, habe ich schon erwähnt. Aber auch unabhängig von Corona sind die von der SPD geführten Ressorts für Arbeit, Soziales und Integration, für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung die Innovationsmotoren der Landesregierung. Auf unser Konto geht eine umfassende Reform von Kinderbetreuung und frühkindlicher Bildung, die für Familien mit mehreren Kindern eine starke Kostenentlastung gebracht hat und für die Kommunen übrigens auch. Auf unser Konto geht die Rückkehr zu einer aktiven Ansiedlungspolitik, die über 6.000 neue Arbeitsplätze in Zukunftstechnologien gebracht hat und zugleich ein erfolgreiches Programm, das Menschen wieder in Beschäftigung bringt, die lange Zeit arbeitslos waren. Auf unser Konto geht die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge, die wir in enger Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen gegen alle Widerstände durchgesetzt haben.
auf unser Konto, im engen Schulterschluss mit dem DGB und unterstützt von Kammern und Unternehmen, geht das Azubi-Ticket, das viele Länder in Ostdeutschland schon vor uns eingeführt haben, das aber in Sachsen-Anhalt lange vom CDU-Verkehrsminister blockiert wurde. Auf unser Konto, schon seit der letzten Wahlperiode, geht ein Landesprogramm für Demokratie, Vielfalt und Weltoffenheit, das der als Schutzschirm für alle funktioniert, die sich in Sachsen-Anhalt gegen Hetze und Gewalt, gegen Rassismus und Antisemitismus stellen. Diese Tausenden von Menschen, die sich in Bündnissen und Initiativen, aber auch in Parteien, Gewerkschaften, Vereinen und kommunalen Vertretungen engagieren und dort täglich Demokratie leben, sind übrigens der allerbeste Beweis, wie irreführend und pauschal die Kritik von Herrn Wanderwitz ist. Das Problem ist nicht, dass die Ostdeutschen angeblich nicht in der Demokratie angekommen sind. Das Problem sind die, die unser Land gezielt aus der Demokratie herausführen wollen. Ich will aber an dieser Stelle auch ein parteiübergreifendes Projekt nennen, das uns in Zusammenarbeit mit CDU, Grünen und Linken gelungen ist, nämlich eine äußerst moderne Verfassungsreform. Mit dieser Reform haben wir den Begriff der Rasse aus der Verfassung gestrichen, Klimaschutz und Tierschutz zum Staatsziel erhoben, jede Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität verboten und nicht nur dem Staat, sondern auch allen Bürgerinnen und Bürgern auferlegt, sich nationalsozialistischen, rassistischen und antisemitischen Bemühungen entgegenzustellen. Wir haben immer schon gesagt, Sachsen-Anhalt kann mehr. Und an dieser Stelle haben das die demokratischen Parteien eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist eine durchwachsene Bilanz, die wir unter die Kenia-Jahre ziehen können. Denn den geschilderten Erfolgen stehen Stillstand auf anderen Politikfeldern entgegen. Dauerbaustelle der Landesregierung ist die Schulpolitik, aber eine Baustelle, auf der nichts voranging. Politischen Stillstand kann sich ein Land schon unter normalen Bedingungen nicht leisten. In der Krise jedoch wird Stillstand zur Gefahr. Wir sagen, nach der Pandemie muss die Politik alles dran setzen, wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklungen wieder in Gang zu bringen und zu unterstützen. Es ist die Stunde eines aktiven, gestaltenden Staates. Deshalb ist das Programm, das wir vertreten, ein Programm des Aufbruchs, ein Programm, das Türen öffnet für neue Chancen. Worum geht es dabei konkret? Erstens, wir wollen mit kraftvollen öffentlichen Investitionen wirtschaftliche Impulse setzen und den Wiederaufschwung unterstützen. Das bedeutet einerseits Hilfen für einen Neustart, zum Beispiel für Betriebe, die durch den Shutdown in Insolvenz geraten sind oder für einen Neubeginn investieren wollen. Das bedeutet zugleich viele öffentliche Aufträge, mit denen kleinere und mittelständische Betriebe unterstützt werden. Mit solchen Aufträgen über ein kommunales Investitionsprogramm stärken wir zugleich die Lebensqualität in den Städten und Gemeinden. Die CDU will das nicht. Sie will nach der Pandemie die Kosten gleich wieder einsparen. In einer wirtschaftlichen Ausnahmesituation, in der die Aussetzung der Schuldenbremse ausdrücklich vorgesehen ist. Mit so einer Strategie würde das Land zum Treiber der nächsten Krise. Wir haben diese Problematik gerade in einer Veranstaltung mit Norbert Walter Borjans ausführlich erörtert. Die SPD zieht hier in Bund und Land an einem Strang in die gleiche Richtung. Eine Konsolidierungspolitik zur Unzeit nach dem Motto »Spare in der Not, dann hast du nach dem Tod« wird es mit uns nicht geben. Zweitens, wenn die Pandemie uns eins gelehrt hat, dann dieses. Gesundheitsversorgung muss öffentliche Aufgabe sein und sie muss allen zur Verfügung stehen. Ohne flächende Krankenhausinfrastruktur funktioniert das nicht. Auch das Krankenhaus im ländlichen Raum muss solide finanziert sein. Ein wichtiges Thema, gerade in Ostdeutschland. Ich habe mich deshalb gemeinsam mit Saskia Esken dafür stark gemacht, dass wir ein verändertes Finanzierungssystem für die Krankenhäuser im ländlichen Raum in unserem Zukunftsprogramm der Bundes-SPD aufnehmen.
mit höherer Sockelfinanzierung, mit neuen Kooperationsmöglichkeiten für stationäre und ambulante Versorgung und mit einer Herausnahme der Kinder- und Jugendmedizin und der Geburtsstationen aus dem System der Fallpauschalen. Kinder bekommen und Kinder gesund erhalten, das ist Grundversorgung. Das ist nichts, was Wirtschaftlichkeitsberechnungen zum Opfer fallen darf. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen in den letzten Jahren sagen wir, wir schließen weitere Privatisierungen an profitorientierte Konzerne aus. Krankenhäuser gehören in öffentliche oder gemeinnützige Hand. Das sagen wir gerade auch deshalb, weil wir teilweise selbst die Weichen in der Vergangenheit anders gestellt haben. In den Fällen, in denen ein privater Betreiber den Versorgungsauftrag nicht mehr wahrnehmen kann oder will, muss auch die Rücknahme in öffentliche Verantwortung möglich gemacht werden. Auf unseren Wahlplakaten steht: Mit unserer Gesundheit zockt man nicht. Man zockt allerdings auch nicht mit den Löhnen und mit den Arbeitsplätzen von Menschen und Mitarbeitern. Saskia hat im vergangenen Jahr bereits in Magdeburg zu den streikenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Ameos gesprochen. Ein Jahr später ist der Tarifvertrag immer noch nicht unter Dach und Fach. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Olaf mit mir zusammen am Donnerstag auf Einladung von Verdi gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen in Haldensleben diskutieren wird. Wir haben schon vor der Pandemie eng an der Seite der Beschäftigten im Gesundheitswesen gestanden. Das gilt jetzt erst recht. Respekt zeigen bedeutet hier Partei ergreifen. Dienst an der Gemeinschaft muss fair und anständig bezahlt werden. Drittens, Sachsen-Anhalt muss endgültig weg vom Konzept des Billiglohnlandes. Vieles hat sich schon verändert. Verlängerte Werkbank, das war einmal. Hochqualifizierte Industriearbeitsplätze und innovative Start-ups prägen auch bei uns vielerorts das Bild. Mit unserer Ansiedlungs- und Hochschulpolitik fördern wir diese Entwicklung. Und trotzdem, die Löhne in Sachsen-Anhalt halten mit der Entwicklung im Westen nicht Schritt, wie im Osten insgesamt. Die Vorstellung, dass dieses Gefälle ausgeglichen wird durch unterschiedliche Lebenshaltungskosten, ist absurd. Der Lohnunterschied, das ist die wichtigste und entscheidende Defizit im Vergleich von West und Ost. Und natürlich das daraus resultierende Gefälle, das auch bei den Renten immer wieder deutlich wird. Diese Unterschiede stehen dem Verfassungsauftrag, gleichwertige Lebensverhältnisse herzustellen, absolut entgegen. Der Staat kann das nicht ändern, zumindest nicht allein. Er kann aber mit gutem Beispiel vorangehen. Deshalb steht im Mittelpunkt unserer Wahlkampagne auch das Projekt, das in dieser Wahlperiode mit der CDU noch nicht umsetzbar war, nämlich ein Tariftreue- und Vergabegesetz. Mit diesem Gesetz wollen und werden wir dafür sorgen, dass nur tarifgebundene Unternehmen öffentliche Aufträge bekommen oder Betriebe, die sich verpflichten, Tariflohn zu zahlen. Und wenn gar kein Vertrag herangezogen werden kann, soll ein erhöhter Vergabemindestlohn von 13 Euro gezahlt werden. Viertens, an den Schulen muss der Schalter umgelegt werden, ganz konsequent. An den Schulen herrscht durch unzureichende Neueinstellungen, Stundenkürzungen und fehlende Ausstattung schon vor der Pandemie äußerst angespannte Bedingungen. Corona hat dies noch einmal unter ein Brennglas gepackt. Corona hat uns vor allem verdeutlicht, wie unterschiedlich die Voraussetzungen für gutes Lernen unserer Kinder in den jeweiligen Familien sind. Wir wollen alle Anstrengungen dafür unternehmen, dass unser Bildungssystem den Kindern und Jugendlichen gleiche Bildungschancen eröffnet. Unsere Antwort auf diese Herausforderung heißt Gemeinschaftsschule. Deshalb werden wir alle Regelungen aufheben, die aktuell die Entwicklung der Gemeinschaftsschulen einengt und flächendeckend für die Einführung von Gemeinschaftsschulen werben und dies ermöglichen. Die Lehrkräfteversorgung unseres Landes hat sich 2016 dramatisch verschlechtert. Vor allem an den Sekundar- und Gemeinschaftsschulen steht mehr als 20% weniger Personal zur Verfügung als vor 5 Jahren. Die Weichen müssen deshalb völlig neu gestellt werden.
Das Lehrereinstellungsmanagementsystem muss professionalisiert und beschleunigt werden. Nicht besetzte Stellen wollen wir als Budget an die Schulen geben, um vor Ort zu entscheiden und unbürokratisch mehr Personal einzustellen. Qualifizierte Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger sind willkommen. Die Anerkennung ihrer Hochschulabschlüsse muss entbürokratisiert und vereinfacht werden. Corona hat auch die Defizite beim digitalen Unterricht aufgezeigt. Wir werden nicht zuletzt durch die Hilfe des Bundes, nämlich durch intensive Nutzung der Digitalpaktmittel, für die Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte mit einem modernen und guten arbeitsfähigen Endgerät unterstützen und dafür sorgen. Wir wollen eine landeseinheitliche und für alle Schulen verfügbare Lernplattform. Und schließlich, fünftens, Klimaschutz in Sachsen-Anhalt muss einhergehen mit der Gestaltung des Strukturwandels. Sachsen-Anhalt bringt durch die starke Rolle der erneuerbaren Energien bereits einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz. Wir haben daher das Potenzial, zur Erreichung der Klimaschutzziele konsequent beizutragen. Dafür brauchen wir Klimaschutzkonzepte, bei denen alle mitwirken können. Deshalb wollen wir einen Klimaschutzkonvent einberufen, der alle Akteure zusammenbringt: Kommunen, Wohnungsunternehmen, Kommunalwirtschaft, Energieversorger, Verkehrsunternehmer, Netzbetreiber, Wissenschaft, Industrie und viele mehr, die alle gemeinsam für das Ziel eines klimaneutralen Lebens zusammenwirken müssen. Und wir wollen das Ziel des Klimaschutzes verbinden mit der Gestaltung des Strukturwandels im mitteldeutschen Revier und den umliegenden Regionen. Was nach dem Braunkohleausstieg kommt, das ist mir von Anfang an besonders wichtig gewesen. Denn ich bin aufgewachsen im Mansfelder Land, mit seiner traditionellen Struktur von Bergbau und Metallindustrie. Auch dort war die friedliche Revolution der Aufbruch in eine neue Freiheit und die deutsche Einheit bot lang ersehnte Möglichkeiten. Aber sie war gleichzeitig die Vorbotin eines harten Strukturumbruchs, der praktisch eine ganze Industrieregion zum Erliegen gebracht hat. Die Erfahrung, wie Eltern von Freunden und Nachbarn arbeitslos wurden und in der Region keine Perspektive mehr fanden, hat mich als Jugendliche geprägt und tut es heute noch. Deshalb sind für mich die maßgeblich von der SPD und der IGBCE erreichten Regelungen zum Kohleausstieg eine große Errungenschaft, auf die wir stolz sein können. Die SPD in Sachsen-Anhalt, in Ostdeutschland und im Bund. Jetzt müssen sie so mit Leben erfüllt werden, dass neue, nachhaltige, hochwertige Industriearbeitsplätze entstehen können. Der Süden Sachsen-Anhalts ist traditionell ein Land der erneuerbaren Energien und der Energieproduktion. Die jetzt schon vorangehende Wasserstoffnetzwerke bieten den Ansatzpunkt dafür, dass diese Tradition Anschluss findet und einen wichtigen Beitrag für die Energieproduktion des 21. Jahrhunderts zu leisten. Wasserstoff ist ein Treibstoff für die Zukunft Sachsen-Anhalts. Er bietet eine Perspektive für CO2-neutrale Produktion und Mobilität. Und er kann die Grundlage für Produktion und nachhaltige Industriestrukturen mit anspruchsvollen Arbeitsplätzen und hoher Wertschöpfung sein. Die Landesregierung hat gerade ihre neue Wasserstoffstrategie. Es wäre gut, wenn auch der Bund bei der Förderung der Wasserstofftechnologie gerade in Ostdeutschland stärker einsteigen würde. Liebe Genossinnen und Genossen, unser Wahltermin ist noch 7 Tage hin. Für die Medien ist das jetzt die Stunde der dicht aufeinanderfolgenden Prognosen und Umfragen und hemmungsloser Koalitionsarithmetik, für uns aber nicht. Und zwar aus 2 Gründen. Zum einen sagt die Hälfte der Befragten, ihre Wahlentscheidung sei noch nicht sicher. Das ist also noch einiges zu tun, um diese Menschen für uns zu gewinnen und von uns zu überzeugen. Und wir bleiben dran bis zur letzten Minute. Und zweitens, wir wissen aus Erfahrung, dass es für eine Koalition nicht bloß Prozente braucht, sondern auch Inhalte. Und für unsere Inhalte wollen wir vor und nach der Wahl Rückhalt gewinnen. Wir haben ein klares Ziel. Wir wollen mit neuer Stärke in den Landtag einziehen und wir wollen bestimmende Kraft einer neuen Landesregierung werden.
eine deutliche sozialdemokratische Stimme aus Sachsen-Anhalt. Das ist gut für den Osten insgesamt und auf dem Weg zur Bundestagswahl. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Glück auf. Ich weiß nicht, ob Sie den Applaus gehört haben, und dass er so mager wirkte, ist der Tatsache geschuldet, dass, wenn wir mal die Medienvertreter abrechnen, hier vielleicht 20, 30 Menschen, die ein SPD-Herz in sich fühlen, klatschen konnten. So, danke Katja Pele, die aber gleich wieder dran ist. Vorher kommt ein Einspieler, den der Landesverband in Sachsen produziert hat. Und Sie werden sehen, das weist schon auf die nächste Runde hin, dass es dort Menschen natürlich gemacht haben, dass diese Menschen aber alle weiblich sind. Sowas wäre früher ja ein Erstaunen gewesen, ganz furchtbar, wenn es um Politik und Macht geht, nur Frauen. Inzwischen, Gott sei Dank, ist das häufiger der Fall, und die Frauen aus Sachsen werden Ihnen sagen, dass sie alle einen sehr persönlichen, sehr spezifischen Zugang zur Politik, zur SPD haben. Am meisten empowert hat mich meine Zeit in Freiberg, als ich Integrationsbeauftragte war, weil ich da gemerkt habe, wie wichtig es ist, dass wir als Gesellschaft zusammenarbeiten. Ja, weil ich glaube, dass es nicht reicht, von außen zuzugucken und zu sagen, was alles nicht gut funktioniert, sondern die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und ich bin ein Typ, der genau weiß, was sie will. Und insofern glaube ich, dass Politik gestalten und machen das Schönste ist. Ich mache Politik, weil ich den Menschen helfen will tatsächlich. Ganz großes Thema sind für mich immer wieder Kinder, Familien, aber auch Frauen, wie sie Familie und Beruf miteinander vereinbaren können. Auch jungen Familien, wie sie einen tollen Kita-Platz bekommen, ohne groß Beiträge zu zahlen. Das ist für mich ein Thema, warum ich Politik mache. Die SPD ist für mich die Partei, die von Krankenschwester über Auszubildenden bis hin zur Lehrerin alle Menschen mitnimmt und für sie das Leben ermöglicht, was sie sich vorstellen. Sie ist für mich die einzige Partei, die Gerechtigkeit will und sie aber nicht nur haben will, sondern auch wirklich ganz konkret im Konkreten was dafür tut und sich manchmal auch ein bisschen die Finger dabei schmutzig macht. Ich komme ja aus der Gewerkschaftsrichtung, das heißt, ich habe mich schon viele, viele Jahre für gewerkschaftliche Themen engagiert. Und da geht es nur mit der SPD zusammen, weil die sind die einzige Partei, die Arbeitnehmerrechte verteidigen können, die den sozialen Gedanken mit reinbringen. Also das ist für mich wirklich völlig normal. Mein Name ist Rasha Nasser, ich mache Kommunalpolitik bei der SPD Dresden und sitze im Stadtbezirksbeirat Altstadt. Ich bin Petra Köpping, sächsische Ministerin für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt in Sachsen. Mein Name ist Juliane Pfeil, ich bin seit 18 Jahren Mitglied der SPD, seit 12 Jahren bin ich in der Kommunalpolitik aktiv. Ich bin die Fraktionsvorsitzende unserer Fraktion im Plauener Stadtrat und ich bin Kreisrätin. Ich bin Sophie Koch und ich bin Vorsitzende der Jusos in Sachsen. Hallo, ich bin Daniela Kolbe aus Leipzig, Bundestagsabgeordnete und außerdem stellvertretende Vorsitzende der Friedrich-Ebert-Stiftung. Mein Name ist Katrin Michel. Ich bin seit vielen Jahren Gewerkschafterin der IGBCE und ich leite den Ortsverein Kamenz und Umgebung für die SPD. Ja, gut, dass da stand, sei wie Katrin und nicht sei Katrin, denn eine Katrin haben wir jetzt hier nicht im Angebot. Katja Pele haben Sie eben schon gesehen, ich erinnere noch mal daran, in einer Woche Landtagswahlen, hingehen in jedem Fall. Dann haben wir Franziska Giffey, die meisten von Ihnen kennen werden, aus Berlin. Und dann, ich habe ihr schon angedroht, dass ich jetzt uncharmanterweise sage, in Vertretung von Manuela Schwesig, Daniela Martin aus Mecklenburg-Vorpommern. Mit den dreien werden wir reden. Und es gibt aber von Frau Schwesig, die verhindert ist, noch eine kleine Videobotschaft. Dann los. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, vor allem liebe Katja Pele, herzliche Grüße von Schwerin nach Halle. Herzliche Grüße an das ganze schöne Land Sachsen-Anhalt. Ich habe in Sachsen-Anhalt familiäre Wurzeln. Mein Vater kommt aus Hüttenrode und deshalb liegt mir dieses schöne Land besonders am Herzen. Und am 6. Juni haben dort alle Bürgerinnen und Bürger die Wahl,
sich für Demokraten zu entscheiden, für Sozialdemokraten und gegen die Demokratiefeinde. Und deshalb wünsche ich dir, liebe Katja, von Herzen, dir und deiner SPD viel Erfolg. Wir erleben gleich ein Panel mit dir, Franziska Giffey und Bettina Martin. Drei starke Frauen für Ostdeutschland. Du, liebe Katja, stehst vor allem für das Thema faire Löhne und sichere Gesundheitsversorgung in Stadt und Land. Franziska engagiert sich für das wichtige Thema bezahlbares Wohnen. Und mit Bettina arbeiten wir gemeinsam in Mecklenburg-Vorpommern nicht nur an der kostenfreien Betreuung in Kitas und Schulen, sondern auch an einer qualitativ hochwertigen. Diese Themen stehen für uns, für die Sozialdemokraten, für gute Wirtschaft, gute Arbeitsplätze, soziale Gerechtigkeit und auch ökologische Vernunft. Und deshalb bin ich froh, dass Olaf Scholz unser Kanzlerkandidat ist. Er hat bewiesen, dass er alle drei Themen zusammenbringen kann. In seiner vielen verschiedenen Regierungserfahrung. Und er arbeitet gemeinsam mit uns für Ostdeutschland. Ich habe nicht vergessen, dass er es war, der uns geholfen hat, die Grundrente auf den Weg zu bringen. Und deshalb brauchen wir starke Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für Ostdeutschland. Nicht zuallererst für Wahlen, sondern für die Menschen, für gute soziale und demokratische Politik. Das ist unser Signal vom Ostkonvent heute an die Menschen in allen Bundesländern in Ostdeutschland. Wir sind für sie da. Sozial, demokratisch und engagiert. Ja, Bettina heißt sie, ist Bildungsministerin in Mecklenburg-Vorpommern und wie gesagt in Vertretung von Frau Schwesig jetzt hier. In Vorbereitung dieser Runde habe ich mir noch gedacht, ob eventuell eine von Ihnen da an einem extrem guten Timing gedreht hat. Denn vor zwei Tagen gab es ja im Bund den Beschluss, dass jetzt nicht nur in den Aufsichtsräten, sondern auch in den Vorständen von großen Unternehmen eine bestimmte Menge Frauen jetzt sitzen muss. Sie waren da nicht mit Schuld im positiven Drehsinne, Frau Giffey? Naja, ich habe das Gesetz verantwortet und gemeinsam mit der Justizministerin Christine Lambrecht durchs Kabinett gebracht. Und ich bin sehr, sehr froh, dass es jetzt im parlamentarischen Verfahren eine Einigung gegeben hat, dass wir eben sagen, in großen Vorständen von großen deutschen Unternehmen, die mehr als 4 Menschen im Vorstand haben, muss mindestens eine Frau sein. Und das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass wir eben nicht wollen, dass über 90% der Chefetagen der deutschen Wirtschaft nur mit Männern besetzt sind. Es kann nicht am Talent und an der Begabung. Da muss mehr dahinter stecken und wir wollen gerne auf Vielfalt, auf gemischte Teams setzen, weil die sind erfolgreicher. Und dafür steht die SPD auch, für Gleichberechtigung von Frauen und Männern und für den Erfolg von Vielfalt. Das kann man sich inzwischen in vielen Themenbereichen angucken, dass es nicht so ist, wenn Frauen einrücken, dass das irgendwie schwieriger wird, sondern, wie Sie sagen, dass es in aller Regel so gemischte Teams erfolgreicher sind. So, dieses Team ist also nicht gemischt und das heißt ja auch so schön Frauenrunde. Aber im Vorfeld habe ich mir gedacht, Sie sind ja hier jetzt nicht, weil Sie Frau sind, sondern Sie sind hier, weil Sie Menschen sind, die entweder schon Macht haben und Macht als Gestaltungsfähigkeit positiv definieren oder sie haben wollen. Und deswegen fangen wir mit einem Punkt in der Runde auch an, nämlich wie Sie sich in dieser Rolle erleben. Also definieren Sie ja Macht, ist ja für manche auch so ein bisschen so ein schlimmes Wort, definieren Sie das anders und was ist an den Stellen, wo Sie sind oder nach den Landtagswahlen, wo Sie hinwollen. Was ist da so Ihr Gefühl, wie Sie ja, das, was Sie machen wollen, dann auf die Platte bringen können? Da Katja Pähle ja gerade erst dran war, Frau Giffey jetzt auch schon, mache ich mit Ihnen weiter, Frau Martin. Ja, vielen Dank. Erstmal hallo in die Runde. Es ist schon ein Unterschied, ob man Frau oder Mann ist. Also da möchte ich schon mal sagen, da greift man
als Frau auch zu, wenn die Macht da ist. Und nicht, weil die Macht um ihrer Macht willen, sondern ich habe schon den Anspruch, als Politikerin Dinge voranzubringen in meinem Ressort, aber auch in der Partei, die uns Frauen auch wichtig sind. Und da gibt es Themen, die einfach wirklich auf der Agenda stehen. Ich bin Bildungsministerin, ich bin Wissenschaftsministerin. Wissenschaft ist wirklich fast noch schlimmer dran als die Wirtschaft, wenn es um die Repräsentation von Frauen ganz oben angeht. Da ist noch viel zu tun. Wir müssen uns unbedingt darum kümmern, dass die Berufe, wo vor allen Dingen Frauen arbeiten, besser bezahlt werden. Und natürlich Kita, Schule. Das sind Themen, nicht weil das spezifische Frauenthemen sind, sondern weil wir als Frauen sehr stark darauf angewiesen sind, dass wir unsere Kinder gut aufgehoben haben, dass es eben nicht die Frau ist, die zu Hause bleibt, sondern dass wir gute Kita haben, dass wir auch, und das finde ich wirklich toll, dass das die SPD hier in Sachsen-Anhalt ja sich auf die Fahne geschrieben hat, Kita beitragsfrei zu machen. Das haben wir in Mecklenburg-Vorpommern in dieser Legislaturperiode geschafft. Bei uns sind alle Kitas, alle Horte, alle Krippen beitragsfrei. Und das ist natürlich eine Riesenlohnerhöhung, sagt man, für alle Familien. Aber das ist natürlich auch der Garant dafür, dass Familien berufstätig sein können, und zwar Männer und Frauen. Und darum geht es uns. Und natürlich greife ich zu, wenn ich Gestaltungswillen habe, wenn da Macht ist. Und das ist nichts Anrüchiges oder Ekliges, sondern wir brauchen Gestaltungsmacht als Frauen, und wir haben sie und können gestalten. Und deswegen ist es gut, dass hier eine Frau an der Spitze steht in Sachsen-Anhalt. Und ich hoffe, dann auch zugreifen kann. Genau, es ist kein schmuddeliges Wort, aber wenn Sie sagen, das ist für mich auch selbstverständlich, dass ich zugreife, das ist eine Entwicklung, die im Osten, in dem, was man jetzt so Ostdeutschland nennt, leichter ist ein Stück weit als in den alten Ländern. Irgendwann muss man da mal neue Namen finden, ne? Alte, neue Länder. Ist es leichter hier? Eventuell, weil Frauen tradierterweise das kennen, die Mütter waren auch schon alle berufstätig. Oder ist das egal, Frau Giffey? Naja, also es ist ganz klar, dass es eine andere Tradition im Osten Deutschlands gibt. Und ich habe das auch in den letzten Jahren sehr stark gesehen. Es gibt eben nach wie vor zwischen Ost und West große Unterschiede, was Kinderbetreuungsmöglichkeiten angeht. Und da ist der Osten wirklich vorne, traditionell. Und ja, Menschen, die in unserem Alter sind, die haben das erlebt. Beide Eltern waren berufstätig. Das war ganz normal. Und es gab natürlich Kita-Plätze für alle und für alle auch Hort. Wenn ich jetzt überlege, wie wir gekämpft haben als Sozialdemokraten, auch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder durchzubringen. Ja, jetzt ist es ja gelungen, dass er im Kabinett beschlossen wurde, aber es ist so, dass wir da immer noch eine Situation hatten, wo die Ostdeutschen gesagt haben, ja, wieso Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, das ist doch bei uns gelebte Praxis, ja, was wollt ihr denn da jetzt noch machen? Und im Westen wird uns dann entgegengehalten, das geht ja gar nicht, und 2026 starten ist viel zu früh, da kriegen einige Schnappatmung, ja, weil sie sagen, das schaffen wir nicht. Im Osten ist das längst da. Und das muss man, glaube ich, auch mal deutlich machen. Und natürlich hängt das damit zusammen, ob Kinderbetreuungsmöglichkeiten gut da sind, ob Vereinbarkeit gewährleistet ist, wie Frauen ihre eigene berufliche Laufbahn auch gestalten können und wie Männer und Frauen, Bettina Martin hat es gesagt, eben das beides zusammenbringen können. Und unsere Idee von einer modernen Gesellschaft ist nun mal, dass eben beides möglich sein muss, und zwar für beide Eltern, dass sie auswählen können, dass sie wirklich die Chance haben, Erwerbs- und Sorgearbeit gut miteinander zu vereinbaren. Und dafür müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen. Und die SPD steht wie keine andere Partei für das Thema Vereinbarkeit, Partnerschaftlichkeit, für eine Familienfreundlichkeit, die wirklich sagt, wir ermöglichen, dass eben das volle Potenzial in unserem Land ausgeschöpft werden kann. Bei Männern und bei Frauen, bei Vätern und Müttern gleichermaßen. Und das ist ganz entscheidend auch für mehr Frauen in Führung. Ich habe auch so das Gefühl, dass bei den jüngeren Männern, die Älteren mögen mir verzeihen, bei den jüngeren Männern das auch nicht mehr so der Gegensatz ist, sondern dass so dieses partnerschaftliche Moment sicherlich bei allen Schwierigkeiten im Haus aushandeln auch mitgedacht wird. Also es gibt ja jetzt die Väter, die freiwillig 1-2 Jahre zu Hause bleiben. Da wurden sie dummerweise vor einiger Zeit auch noch von den Chefs ein bisschen schräg angeguckt, ne? Du als Mann willst so lange zu Hause bleiben, das ändert sich. Katja Pähle, Sie haben ja auch schon in der Rede gesagt, dass das nochmal ein Schwerpunkt hier im Land sein wird. Aber nochmal, wie gesagt, der erste Punkt ist ja auch so ein bisschen am Persönlichen. Die beiden anderen haben es gesagt.
Das ist doch irgendwo schwierig. Auf der einen Seite wehrt man sich als Frau doch dagegen, auf die typischen Frauenthemen reduziert zu werden. Auf der anderen Seite, verdammte Hacke, betreffen sie uns halt eben sehr direkt. Wir können nicht ausweichen. Wie erleben Sie das? Oder ist das auch gar kein Problem mehr in Sachsen-Anhalt? Werden Sie für Wirtschaft genauso eingeladen wie für eben Kitas und Co.? Na, die erste Frage ist, woher kommt denn diese Zuschreibung von typischen Frauenthemen? Eigentlich ist das, was Bettina genauso wie Franziska angesagt hat, ist ja ein Familien- und ein Gesellschaftsthema. Und es betrifft alle. Es ist sicherlich so, dass viele Politikerinnen, auch in der SPD, vielleicht eher sagen, na ja, ich mache doch auch Sozialpolitik. Aber woher kommt das? Weil natürlich da auch ein großer Bedarf ist. Und weil man gesehen hat, bei einer nicht paritätischen Besetzung der Landtage, dann braucht es die starken Frauen, die sich für diese Themen auch stark machen. In der Vergangenheit zumindest waren es nicht immer die Männer, die da das Schwert auch für Kinderbetreuung geschwungen haben. Aber ich glaube, auch da bewegt sich ganz, ganz viel. Und Sachsen-Anhalt, wir als SPD hier, haben das große Glück, dass wir in vielen, vielen Bereichen aktive und engagierte Frauen haben, die Politik gestalten wollen. Auch so ein ganz klassischer Bereich, den ich zumindest so empfinde, der hier eher von Männern bedient wird, ist der Bereich Landwirtschaft. Bei den Kandidatinnen auf unserer Landesliste haben wir ganz viele, die sagen, da will ich mich drum kümmern, weil ländlicher Raum so wichtig ist. Sachsen-Anhalt besteht neben Halle und Magdeburg hauptsächlich aus ländlichen Räumen. Und wenn wir an dieser Stelle auch etwas tun wollen, dann braucht es auch Frauen, die auf diesem Bereich schauen, welche Möglichkeiten gibt es für die Betriebe, gutes Einkommen zu erzielen, auch mit unseren Böden vernünftig umzugehen, insbesondere beim Thema, wem gehören die Böden. Und deswegen unterstütze ich da auch ganz viele Genossinnen, die sagen, erstens, ich will mich einbringen. Ich will auch ein Thema wählen, das nicht so ganz klassisch den Frauen zugeschrieben wird. Weil Ziel muss es sein, in allen Bereichen und für alle Themen auch eine paritätische Besetzung hinzubekommen, damit beide Seiten in Vielfalt auf ein Thema schauen können und es jeweils so nach vorne entwickeln können, dass es für die Menschen besser wird. Und ich glaube, das kriegen wir hier ganz gut hin. Corona hatte ja bekanntermaßen zumindest eine Delle verursacht, was so Gleichstellung Frauenleben betrifft. Ne? Wenn einer mehr verdient, und das ist oft noch einer, der Mann, dann steckt eher sie zurück. Und was man ja in jeder Zeitung, in jedem Filmbericht sehen konnte, wenn es um Homeschooling geht, wer hält es aus, ist die Last mehr bei den Frauen. Aber wo Sie das gerade sagen, dass Frauen ja auch aus eigenem Antrieb sich Sozialthemen gewählt haben, erleben wir da unter Umständen, ich versuche jetzt was Positives an Corona zu finden, erleben wir da eventuell auch eine Umwertung, dass das Soziale eine neue Wertigkeit bekommt, dass das Soziale eben auch als systemrelevant gesehen wird. Frau Giffey nickt, dann kriegt sie das Wort. Ja, also auf jeden Fall, ich sag mal, wir haben das gesehen im letzten Jahr, wie wesentlich gute Kinderbetreuung ist, damit das Gesamtsystem funktioniert. Wir haben gesehen, wie wesentlich ein funktionierendes und gut ausgestattetes Gesundheitssystem ist, mit Fachkräften, die krisenhafte Situationen bewältigen können. Und der Einsatz für die Aufwertung der sozialen Berufe, immerhin sind ja über 5,7 Millionen Menschen in Deutschland in den sozialen Berufen tätig. 80% sind Frauen. So, und die sind eben strukturell schlechter bezahlt als viele Männer in typisch männlichen Berufen, wenn man das jetzt mal so benennen will. Und es ist ganz klar, dass es hier eine Aufwertung geben muss. Die SPD macht sich dafür stark. Wir haben ja in dieser Legislatur es geschafft, dass tatsächlich auch überall in Deutschland, in der Pflege beispielsweise, die Ausbildungsvergütung flächendeckend eingeführt wurde und das Schulgeld endlich abgeschafft wurde. Also niemand in Deutschland muss sich mehr fragen, kann ich mir das eigentlich leisten, Pflegefachkraft zu werden? Und genau das brauchen wir auch in anderen Berufen. Wir haben immer noch die Situation, dass noch nicht alle, die den Erzieherinnenberuf zum Beispiel ergreifen wollen, auch klar haben, sie bekommen eine Ausbildungsvergütung. Es gibt jetzt, das ist geschafft worden, das BAföG, das nicht mehr zurückgezahlt werden muss für Erzieherinnen und Erzieher, ist eine Riesenhilfe. Aber da müssen wir auch noch weiter vorankommen. Und das Gute ist, was wir sehen, dass im letzten Jahr durch diese mehr Wertschätzung, mehr Wahrnehmung der sozialen Berufe, wir tatsächlich in den Ausbildungszahlen einen Anstieg sehen, der zwischen 5 bis 10% liegt. Und da ist Sachsen-Anhalt zum Beispiel ein Land, was sich deutlich steigern konnte bei den Pflegefachkräften. Also ihr habt schon die 10% nämlich geknackt. Ihr seid führend dabei beim Thema, wie kriegt man eigentlich mehr junge Leute dazu, auch sich für den Pflege
Pflegeberuf zu entscheiden. Und das hat was mit Wertschätzung und Anerkennung zu tun und mit Aufwertung der sozialen Berufe im Hinblick auf Bezahlung und im Hinblick auf Arbeitsbedingungen. Und das sind die Kernfragen. Und da finde ich wichtig, dass die Sozialdemokraten auch da ganz klar sagen, wir sind diejenigen, die sich genau dafür auch stark machen. Ja, es ist ja eine absurde Situation, ne? Dass bis vor kurzem Mangelberufe auch deswegen Mangelberufe waren, weil man nicht ein Azubi-Gehalt bekam, sondern für eine schulische Ausbildung was blechen musste, auf gut Deutsch. Ne? So, jetzt frage ich Frau Martin und dann Frau Pähle. Da bestimmte Dinge, die jetzt zumindest in die richtige Richtung geschoben worden sind, auf Bundesebene entschieden. Kann man und wenn ja, was auf Landesebene machen, damit diese sozialen Themen raus aus der weichen und hin in die systemrelevante Ecke kommen, wo sie ja hingehören? Und dass die Frauen dann, die in den Berufen die Mehrheit stellen, noch etwas davon hätten, ist ja sozusagen ein ausgesprochen angenehmer Beifang. Also was kann man da auf Landesebene tun? Franziska Giffey hat es ja gerade gesagt, es fängt vor allen Dingen damit an, mit einer Wertschätzung dieser Berufe und der Personen, die in diesen Berufen arbeiten. Ich bin übrigens auch ein absoluter Fan dafür zu werben, dass Männer sich auch in diesen Berufen, ich sage jetzt mal in diesen Mangelberufen auch tummeln. Das schaffen wir, indem wir es aufwerten und wir müssen da wirklich vor Ort werben. Wir müssen gute Arbeitsbedingungen vor Ort schaffen. Das ist die Aufgabe der Länder, das ist die Aufgabe der Kommunen, Kitas gut auszustatten. Wir müssen vor Ort auch das Gesundheitssystem gut ausstatten miteinander, damit das auch attraktive Arbeitsplätze sind. Und dafür werben, dass das wichtige Arbeitsplätze sind, rein auch Wertschätzung. Und ich glaube, da müssen Bund, Länder und Kommunen gemeinsam ran, das weiter auszubauen. Ich hoffe mir sehr, dass wir das nicht vergessen, was jetzt in den letzten 14 Monaten passiert ist, dass wir gemeinsam da auch arbeiten. Das hat auch was mit Geld zu tun und mit Aufrichtigkeit. Wir müssen auch da Geld in die Hand nehmen gemeinsam und da ist ja viel jetzt angestoßen worden. Ich glaube aber, das müssen wir auch ehrlich sagen, es reicht nicht nur Wertschätzung, wir müssen die Strukturen auch anpassen und das geht nur gemeinsam und dafür werben, weil wir werden sonst Engpässe haben. Katja Pehl hat es gerade angesprochen, wir wollen einen Rechtsanspruch auf Kita-Betreuung haben, Ganztagsbetreuung in der Kita. Rechtsanspruch haben wir schon. Wir wollen Ganztagsschule haben. Wir wollen wirklich viel entwickeln. Dafür brauchen wir die Arbeitskräfte. Gut qualifizierte Arbeitsplätze. Ich als Schulministerin, als Bildungsministerin weiß, was das bedeutet, Lehrkräfte in unsere Schulen im ländlichen Raum anzuwerben. Wir brauchen qualifizierte Seiteneinsteiger. All das gehört dazu. Und da müssen wir gemeinsam ran, auch Geld in die Hand nehmen und werben. Ja, das ist ein Punkt, dass das, was jetzt bei uns allen ganz weit vorne ist und wo wir alle denken, das haben wir gelernt, dass das nicht wieder wegrutscht. Es wurde angesprochen, Sachsen-Anhalt hat sich gesteigert, hat also mehr Menschen, die diese wichtigen Berufe auch machen wollen. Sehen Sie Schwierigkeiten dabei, das zu stabilisieren oder was kann man da über das, was Sie in Ihrer Rede angesprochen haben, hinaus noch tun? Ja, es gibt immer das Risiko, dass junge Menschen sich für einen anderen Beruf als für einen sozialen Beruf entscheiden. Was aber ganz klar ist, an allen Stellen fehlt uns im Land Hände und Köpfe. Das heißt, wir müssen tatsächlich dafür sorgen, dass erstens, wir haben eine viel zu hohe Anzahl von jungen Menschen, die Schule verlassen ohne Schulabschluss. Das muss geändert werden, weil ohne Schulabschluss eine Ausbildung zu starten, ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ich brauche eine Seiten- oder eine zusätzliche Schleife über ein Berufsvorbereitungsjahr, all diese Sachen. Da müssen wir ansetzen, der erste Punkt. Zweitens, da hat Franziska im Bund ja quasi uns den Weg auch geebnet über das Gute-Kita-Gesetz beim Thema Erzieherinnenausbildung. Wir haben einen Anteil von Erzieherstellen geschaffen, die tatsächlich in der Ausbildung schon eine Vergütung bekommen. Da wollen wir fortsetzen. Dieser Anteil muss gesteigert werden, weil tatsächlich noch Geld mitzubringen, um einen überall auch als wichtig dargestellten Beruf zu erlernen, das versteht niemand. Und deshalb ist es gut, an der Stelle weiterzumachen. Und wir setzen auch darauf, und ich weiß auch, dass das bei der SPD in guten Händen ist im Bund, die Leistungen des Gute-Kita-Gesetzes ja auch zu stabilisieren, weiter fortzusetzen, um hier weiterzukommen. Und das ist wichtig. Genauso beim Thema Pflegekräfte.
Die Altenpflegehilfe ist jetzt mittlerweile beitragsfrei, was Schulgeld anbetrifft. Das war ein wichtiger Punkt, da hat der Bund uns geholfen. Und auch die generalisierte Pflegeausbildung hat es geschafft, junge Menschen eher für diesen Beruf zu begeistern und ihnen dann auch die Möglichkeit zu geben, für welchen Bereich entscheide ich mich. Was aber wichtig ist, wenn wir gerade über die Altenpflege reden, ist, wir brauchen einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag für die Altenpflege. Die Menschen, die in der Pflege, in den Altenheimen unterwegs sind, verdienen viel zu wenig. Es gibt keine tariflichen Regelungen. Und hier müssen wir ansetzen. Und deshalb ist es für mich sehr, sehr beschämend, dass, obwohl Hubertus Heil da sehr weit schon war und da wirklich gut vorgearbeitet hat, dieser nicht zustande gekommen ist. Aber das wäre ein wichtiger Ansatz. Und wir im Land, wir müssen natürlich schauen, dass wir auch im alltäglichen Handeln, auch in der Politikgestaltung, jetzt zeigen, wie viel Respekt wir für den Menschen haben, die sich für diese Berufe entscheiden, dafür auch werben und auch klar machen, dass es bei jungen Menschen nicht darauf ankommt, dass alle denken, sie werden Herzchirurg oder Atomphysiker, sondern dass es auch Respekt und hohe Anerkennung für die sozialen Berufe gibt, wir die auch brauchen und dass die an vielen, vielen Stellen auch unsere Gesellschaft mit zusammenhalten. Frau Martin. Ich wollte auch noch mal ein konkretes Beispiel dafür geben, was ein Land tun kann, um auch zu werben und noch mehr Menschen, jetzt mal an meinem Beispiel Schule, in den Lehrerberuf zu kriegen und auch bei uns im Land zu halten, nicht nur auszubilden, sondern auch bei uns im Land in die ländlichen Räume, also in die ländlichen Räume, wo man denkt, ach, das wird schwierig. Wir haben jetzt erstmal für die Grundschullehrerinnen und Lehrer das Gehalt die Vergütung hochgehoben, nämlich gemeinsam mit Gymnasiallehrern, Regionalschullehrern. Bei uns kriegen jetzt alle Lehrkräfte dieselbe Vergütung. Und das ist ein Anreiz. Das ist auch eine Wertschätzung, aber es ist natürlich auch ein finanzieller Anreiz. Und wir arbeiten gerade ein Zulagesystem für Referendarinnen und Referendare für Schulen im ländlichen Raum. Also es ist auch, ja, es geht auch um finanzielle Anerkennung, nicht nur auch um Respekt, aber das spiegelt sich natürlich auch in der finanziellen Lage. Und ich finde auch, wenn wir wollen ja hier über Frauen reden, ist der soziale Bereich sehr wichtig, weil so viele Leute sich darin tummeln, aber also so viele Frauen. Ich würde aber auch gerne nochmal dafür werben, dass wir auch Frauen in andere Bereiche kriegen und dafür Männer in den sozialen Bereich. Das ist mir ganz wichtig, an der Stelle auch mal zu sagen. Nicht nur zu sagen, wie können wir dafür sorgen, dass den Frauen es irgendwie besser geht in dem Bereich, sondern wie können wir das so attraktiv machen, dass auch Männer reinkommen und wie können kommen und wie können wir bei Frauen auch dafür sorgen, dass die auch in die Männerdomänen stärker noch Eingang finden, weil da auch hochattraktive Berufe sind. Und ich sage da nur mal MINT. Ja, MINT-Erziehung, Naturwissenschaften. Warum haben wir so wenig Mädchen, die sich dann auch für so ein Studium entscheiden und dann in diese hochattraktiven, innovativen Berufsbereiche hineingehen? Das sollten wir auch diskutieren und nicht nur den sozialen Bereich. Also in beide Richtungen. Ne? Es ist nicht unanständig, bei der Berufsentscheidung sich zu überlegen, dass man vielleicht auch etwas mehr Geld verdienen möchte, als freiwillig etwas weniger. Ne? Und wenn man den Mechatroniker, den Chemikanten auch als Kindergärtner will, dann zahlt es sich eben auch, früher hatte man gesagt, in Mark und Pfennig, in Euro und Cent aus. Die MINT-Berufe, ich weiß nicht, ob eine von Ihnen beiden dazu was sagen kann. Da gibt es ja schon seit relativ langem die Feststellung, dass die Frauen da stark unterdurchschnittlich reingehen. Und dann gibt es auch die Meinung, ja, das wollen die Mädels ja einfach nicht. Da können wir machen, was wir wollen, die wollen nicht. Wie sieht das in den Ostländern aus und kann man da von außen noch was tun? Ja, also dieses Argument, die wollen ja nicht, das habe ich x-mal gehört, als wir über das Frauen in Führungspositionen-Gesetz verhandelt haben. Ja, also das müssen wir mal verstehen, wir sind hier ein technisches Unternehmen, wir haben keine guten Frauen. Dann habe ich immer gesagt, wo sind die denn alle hin? Also im Abitur, im Studium waren sie ja noch da und haben sehr häufig besser abgeschnitten sogar als ihre männlichen Kollegen. Das heißt, da muss irgendwas anderes sein. Und das allererste, womit wir anfangen müssen, ist letztendlich auch eine klischeefreie Bildung. Ja, das fängt in der Kita an, das fängt mit dem Wimmelbuch an, wo auch mal vielleicht die Baggerfahrerin was macht, ja, oder die Dachdeckerin etwas macht und der Krankenpfleger pflegt, ja. Und die Vorbilder und Rollen, mit denen Kinder groß werden, sind dabei ganz wichtig. Und es ist offensichtlich, also wir sehen es überall, wo die praxisintegrierte, vergütete Ausbildung da ist, hast du mehr Männer, die sagen, ich mach das, ja. Also 1:1 kann man das sehen.
wenn wir diese Erkenntnis haben, dann ist völlig klar, also Frauen sind da idealistischer, die sagen, ich möchte gerne diesen Beruf machen und dann nehme ich auch in Kauf, dass ich nicht so viel Geld bekomme. Männer sind da häufig sehr viel stärker orientiert auf das Budget. Das kann aber nicht dazu führen, dass man sagt, naja, dann müssen wir halt die Frauen mehr in die Männerberufe bringen, damit die auch mal was verdienen. Finde ich einerseits auch richtig, aber es muss genauso sein, dass eben diese eher typischen Frauenberufe genauso gut bezahlt sind wie die typischen Männerberufe. Und darum geht es. Und für die Frage, wie kriegen wir mehr Frauen in die MINT-Berufe, klischeefreie Bildung und Erziehung, Berufsorientierung, Girls Day, Boys Day sind ja die klassischen Formate, die bundesweit jedes Jahr da laufen. Aber auch das ganze Thema Berufsorientierung, wirklich ermutigen junge Frauen, ihre Talente und Potenziale auch zu nutzen, das zu machen, was sie wirklich gerne wollen und können und auch dafür sorgen, dass wir gute und starke Vorbilder haben. Denn davon lebt das Ganze auch, dass es eben auch Frauen gibt, die schon in diesen Berufen arbeiten und die sagen, kommt, ich zeige euch das, das ist eine tolle Sache, wäre das nicht auch was für dich? Und dann können wir da auch einen Wandel, glaube ich, gut hinbekommen. Aber das ist Arbeit und Aufwand und das ist ein bisschen auch entgegenwirken dem Klischee. Und da muss man sagen, wenn ich mir so alte Bücher angucke mit Fotografien der ostdeutschen Industriearbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, da waren die Frauen, das war gang und gäbe, dass die in diesen Berufen da waren, ja, egal ob im Handwerk oder in der Industrie. Das war selbstverständlich. Und ich finde, da sieht man auch in diesen Bildern, die mehr als 30 Jahre mittlerweile alt sind, so, so starke Frauen. Und die auch mal nach vorne zu bringen. Das sind ja heute Menschen, die längst in Rente sind, aber die wertzuschätzen in ihrer Leistung, die sie erbracht haben, in dieser Stärke, Beruf und Familie zusammenzubringen, das finde ich total wichtig, auch für die Menschen, die heute in Sachsen-Anhalt leben, vielleicht in Ruhestand schon sind, auf ihr Leben zurückgucken und sagen, sag mal, wo sind wir denn eigentlich in der öffentlichen Wahrnehmung? Und das müssen wir doch zeigen, dass es da Frauen gab, die waren so modern, wie das im Westteil des Landes teilweise heute noch nicht so ist. Und ich finde, da können die Frauen hier in Ostdeutschland, und wenn man mal sich anguckt, wer auch leider weggegangen ist, ja, nach dem Fall der Mauer, das waren vielfach die Frauen, das waren die sehr gut qualifizierten Frauen. Ich kenne aber auch viele, die mittlerweile zurückgekommen sind und die hier richtig was machen. Und dieses Zurückkommen nach Hause, hier wieder etwas zu machen mit der Erfahrung, die man gesammelt hat, anderswo, das sind ganz große Chancen. Und da gibt es in Sachsen-Anhalt auch Beispiele. Und ich finde, die muss man nach vorne stellen. Genau, also auf diese Rückkehrer und die Rolle, die die Frauen da spielen. Ne? Lange Jahre dachte man ja immer, also die Frauen, die hier weggehen, die heiraten im Westen, die kriegen 2,5 Kinder und sind dann hier für den Osten immer verloren. Das ändert sich, Gott sei Dank. Aber mit diesen ja, Müttern, Großmüttern, ja noch sind es die Großmütter, ne? Die ja ganz andere Vorbilder lange Zeit gelebt haben. Sind die weggerutscht, Katja Pähle, oder wie kann man da als Politik überhaupt was dran tun? Kann man daran erinnern, die nach vorne stellen? Also man darf ja eins nicht vergessen, als 1990, 91 im Osten unglaublich viel weggebrochen ist, da waren es oftmals die Frauen, die auch nach Hause geschickt wurden. Auch aus der Überlegung heraus, gerade bei Familien, den Mann vielleicht hoffentlich noch in Arbeit zu halten, aber es wurden hauptsächlich die Frauen nach Hause geschickt. Und das tragen die Frauen auch noch mit sich. Die Männer, die nach Hause geschickt wurden, aber genauso. Die einfach diese Situation, dass auch da unglaublich viel weggebrochen ist, was auch quasi Lebensleistung war. Aber trotz alledem schwingt das in den Familien, glaube ich, immer noch mit, was du, Franziska, gerade auch beschrieben hast, als die starken Frauen, die das als Selbstverständlichkeit empfunden haben. Und das setzt sich ja auch fort. Ich habe in Halle studiert und hatte da einen relativ großen Kreis von Kommilitoninnen und befreundeten Menschen um mich drumherum. Und bei einem befreundeten Paar war es so, sie war in Magdeburg geboren und hatte jetzt während des Studiums jemanden kennengelernt, der aus den westdeutschen Bundesländern kam. Und sie ist zum ersten Mal mit ihrem Freund nach Nordrhein-Westfalen gefahren. Und die ganze Familie fragte sie, naja, du studierst jetzt und so, aber wenn ihr jetzt zusammenbleibt und so, was machst du dann? Und sie sagte mit einer Selbstverständlichkeit, na, ich gehe arbeiten. Und ich glaube, das ist jetzt so eine Entwicklung, die jetzt mittlerweile ja auch in den westdeutschen Bundesländern angekommen ist, dass quasi eine hohe Ausbildung bei den jungen Frauen auch dafür sorgt, dass sie mit einer Selbstverständlichkeit sagen, natürlich will ich arbeiten gehen. Das, was ich gelernt habe, will ich auch anwenden. Und
Wir als SPD haben an vielen, vielen Stellen dafür gesorgt, dass es durch Ganztagsanspruch auch möglich ist. Es gab ja tatsächlich eine Situation, dass gerade in den westdeutschen Bundesländern auch den jungen, gut ausgebildeten jungen Frauen mit Kindern es gar nicht die Möglichkeit gab, voll arbeiten zu gehen, weil die Betreuung nämlich nicht sichergestellt war. Genauso wie im Grundschulalter. Mit anderen Worten, Politik kann da etwas tun. Junge Frauen oder insgesamt Frauen in ihrem Wunsch, Familie, Beruf zu verbinden, auch zu unterstützen, indem die Infrastruktur von Kinderbetreuung da ist. Und auch das ist richtig, wir müssen insgesamt als Gesellschaft schauen, wie wir unsere Kinder prägen, die Mädchen wie die Jungs. Es ist genauso absurd zu glauben, dass Jungs alle in die MINT-Berufe wollen. Wollen die nämlich auch nicht. Und es ist ganz wichtig, da insgesamt im Kindergarten, in Schule, junge Menschen einfach darin zu bekräftigen, eigene Entscheidungen zu treffen und nicht sich in ein bestimmtes Muster hineinzubegeben, sondern tatsächlich aufgrund von Talenten und Interessen sich für einen Beruf, egal ob ein Ausbildungsberuf oder ein Studium, zu entscheiden. Und die nächste Klippe, die dahinter steht, da müssen wir nochmal schauen. Wie kriegen wir es zum Beispiel hin, auch in den MINT-Studiengängen? Was passiert dann, wenn die junge Frau den Abschluss in der Tasche hat? Wo ist das Unternehmen, das sie einstellt? Wo sind die Strukturen, in denen sie auch Karriere machen kann, wo sie aufsteigen kann? Und auch gleichberechtigt mit ihrem Partner Beruf, Familie irgendwie auch zusammenbekommt. Aber ich glaube, wie gesagt, gerade in den letzten Jahren ist da im Bund dank Franziska ganz viel auf den Weg gebracht worden. In den Ländern ist ganz viel unterwegs und die SPD steht auch dafür, diesen Weg weiter zu gehen und voranzutreiben, damit tatsächlich partnerschaftliche Entscheidungen gemeinsam getroffen werden können und es nicht abhängig davon ist, wer hat die besseren Karrierechancen oder wer verdient mehr Geld. Mich interessiert noch, was aus der Beziehung geworden ist. Die sind verheiratet. Und sie arbeitet. Und sie arbeitet. Und die Eltern überleben es. Ich weiß jetzt nicht, wie der Schock da reingeschlagen ist, aber ich glaube, es haben alle überstanden. Was Sie ansprachen, es gibt auch, und da denken sich die Menschen nichts dabei, so eine Formulierung, dass man von einem bestimmten Gehalt ja seine Familie ernähren müsste. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich denke da immer drüber nach und denke, nö. Also von zwei Gehältern sollte man eine Familie gut ernähren müssen, aber doch nicht unbedingt von einem. Das schleift sich immer noch so durch. Aber haben Frauen auch Schwierigkeiten oder dann wieder natürlich, da was ja hier mit drei Politikern zu tun hat, kann man ihnen helfen, zu sagen, ich mache eben auch mal die Alleinverdienernummer. Denn wenn ich mit Kindern in die Verantwortung gehe, kann ich Glück haben und ich habe eine sehr gute Kinderversorgung. Wenn es dann allerdings so in verantwortliche Jobs, ich nehme mal an in der Politik, wo man zum Beispiel wie heute am Wochenende nicht zu Hause ist, braucht man noch sowas wie Familie und Freunde, damit man das gebacken kriegt, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Also gehen Frauen auch unter Umständen in die Verantwortung, wenn es heißt, ich muss da mal eine Weile lang mehr verdienen, ich muss die Alleinverdienerin sein und das ist mir eben auch möglich. Erleben Sie das, dass das... Naja, ich meine, wir reden jetzt hier über Vater, Mutter, Kind, aber das ist ja nicht das einzige Familienmodell. Es gibt ja ganz viele Frauen, übrigens auch Männer, die allein sich selbst und die Kinder ernähren müssen und können. Also das ist ja nicht, sind ja nicht immer zwei Verdienerinnen und Verdiener in einer Familie. So. Aber Sie haben gerade gesagt, können wir den Frauen helfen? Ich glaube gar nicht, dass wir ihnen helfen müssen. Ich glaube, sie brauchen die richtigen Rahmenbedingungen. Familien brauchen vernünftige Rahmenbedingungen, dass Beruf und Familie zusammengeht und dass das ganz selbstverständlich ist. Und ich habe auf dem Weg hierher, weil ich dachte, ich wollte mal gucken, gibt es denn da eigentlich noch einen Unterschied? Sie hatten gefragt, wie ist denn das mit den Frauen, den Ostdeutschen, da die Rentnergeneration, die waren stark und ist das denn, gibt es da immer noch einen Unterschied? Ja, es gibt eine ganz spannende Studie aus dem letzten Jahr, Oktober 2020 vom IAB, super spannend, dass immer noch ostdeutsche Frauen 7 Jahre nachdem ihr Kind geboren ist, viel besser, also im Vergleich viel besser verdienen als ihre westdeutschen Kolleginnen, sage ich. Also eine Mutter, die geht in Ostdeutschland schneller wieder zurück in den Beruf, schneller wieder auf Vollzeit und verdient dann natürlich nach ein paar Jahren auch mehr Geld. Und das ist
in einem, also da reden wir über 70% zu 45% des Gehalts vor der Geburt. Da ist immer noch ein Riesenunterschied. Und wir haben auch gelernt, dass wir, wenn ostdeutsche Frauen nach Westdeutschland gehen, um dort zu arbeiten, die westdeutschen Frauen richtig was lernen. Das kann man richtig beweisen und belegen, dass sich da auch was tut im Betrieb, wenn eine Ostdeutsche kommt und sagt, klar, ich arbeite und ich hole mein Kind eben um 5 aus dem Hort. Alles klar. Und nicht dieses Rabenmütter-Syndrom, was die westdeutschen Frauen haben. Also ich glaube, hier können ostdeutsche Frauen und übrigens auch die Generation, die nach dem Mauerfall geboren ist, mit ganz viel Stolz auch durchs Leben gehen und sagen, wir haben da wirklich was Besonderes und haben Westdeutschland verändert. Und es ist noch nicht angeglichen, Franziska Giffey hat es gerade gesagt, es gibt noch Bundesländer, wo es nicht selbstverständlich ist, dass ich irgendwie mein Kind ganztags betreut habe. Das ist dann ein 6er im Lotto, immer noch in vielen Bundesländern oder in einigen jedenfalls. Insofern, da können wir, glaube ich, als Ostdeutsche wirklich stolz sein und wir nehmen das so als selbstverständlich, aber wenn man mal nach ganz Deutschland guckt, ist es nicht. Das fand ich auch spannend in Vorbereitung dieser Veranstaltung, dass ich gelesen habe, dass Westfrauen, die in den Osten ziehen, sich, was dieses betrifft, den Ost-Usancen angleichen. Die gehen auch relativ schnell wieder in den Beruf. Und was hatte ich, die Westfrauen, also gleichen sich den Ostfrauen an, während die Ostfrauen, die in den Westen gehen, gleichen sich nicht den Westverhältnissen an, sondern leben weiter das Modell, was sie aus ihrer Jugend von ihrer Mutter kennen und sind relativ schnell wieder berufstätig. So, da sie aber im Westen, das scheint so zu sein, immer noch dann diese berühmte gläserne Decke erleben, also die Ostfrauen, die in den Westen gegangen sind und da einen guten Job gefunden haben, kommen sie jetzt wieder zurück. Sie hatten es auch angesprochen. Kann man auf die bauen? Befördern die sozusagen einmal über Bande ein Frauenmodell, was dann eher ein gesamtdeutsches so langsam werden könnte? Also ich glaube, man kann auf die bauen, aber ich finde auch wichtig, dass wir jetzt nicht immer dieses Die- und Wir-Denken machen. Also ich sag mal, da hat sich ja viel auch entwickelt gemeinsam und ich finde, Politik hat auch nicht die Aufgabe, Menschen vorzuschreiben, wie sie leben sollen, ja, sondern Politik hat die Aufgabe, gute Rahmenbedingungen zu schaffen. Was meine ich damit? Ich war vor 1,5 Jahren mal zu Besuch bei einem Familienbündnis im Münsterland. Es gibt ja überall in Deutschland über 600 Familienbündnisse, wo vor Ort viele verschiedene Akteure, die für Familienfreundlichkeit sich einsetzen, sich zusammentun und dann Angebote für die Familien machen. Und da begegnete ich einer Mutter, die hatte ihr Baby auf dem Arm und dann sagte sie, wissen Sie, Frau Giffey, wie Sie die Kita-Krise ganz leicht lösen können, also im Sinne von, es gibt nicht genug Plätze. Ich sage, na sagen Sie mal, bin ich jetzt gespannt. Und dann sagt sie, Sie bezahlen mir einfach, dass ich die ersten 3 bis 10 Jahre mit meinem Kind zu Hause bleiben kann und dann ist doch alles gut. Das war doch früher auch so schön. Da hat mein Vater, der hat auch alleine gearbeitet und 3 Kinder zu Hause und das hat doch gereicht und mit dem einen Einkommen und so, das wäre doch die Lösung. Und da muss ich Ihnen sagen, da ist eine Grenze dessen, was wir als politische Lösung gestalten wollen. Nicht, dass ich sage, jemand soll nicht 3 bis 10 Jahre mit seinem Kind zu Hause bleiben, aber die Frage ist, was wir politisch anreizen. Und der politische Anreiz, der zielt auf Partnerschaftlichkeit und darauf, dass wir sagen, gute Rahmenbedingungen, gute Kinderbetreuung, dass die Leute sich entscheiden können, aber nicht, dass wir sagen, wir zahlen sozusagen Geld dafür, dass eine Hälfte der Bevölkerung nicht ihr volles Potenzial ausschöpft. Und die Erfahrung auch in den Jugendschulen, in der Shell-Jugendschule und so weiter, ist ja, dass viele junge Leute eben beides wollen. Das sieht man auch. Wir haben einen großen gesellschaftlichen Wandel. Sie haben die Väter ja angesprochen. Vor über 10 Jahren ist das Elterngeld eingeführt worden. Da hatten wir 3% der Väter, die das Erziehungsgeld in Anspruch nahmen. Also bevor es das Elterngeld gab, 3% nur. Wir sind heute bei über 40% der Väter, die sagen, ich bleibe in den ersten Monaten, im ersten Lebensjahr meines Kindes auch einen Teil zu Hause. Noch nicht so viel wie die Mütter. Es ist so zwischen 3 und 4 Monaten, die Väter im Schnitt nehmen. Die Mütter nehmen schon den größeren Teil. Aber dass sie es überhaupt tun, zu fast der Hälfte, ist ein ganz großer gesellschaftlicher Wandel. Und das, finde ich, ist etwas, worauf man aufbauen kann. Und deshalb gab es ja die Elterngeldreform, deshalb gab es die Erleichterung beim Partnerschaftsbonus nochmal, damit eben die Rahmenbedingungen für bessere Vereinbarkeit und Partnerschaftlichkeit auch tatsächlich nochmal erleichtert werden und damit die Familien sich dafür entscheiden. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, und wenn ihr euch für ein anderes Modell entscheidet, ist es auch in Ordnung. Nur es wird nicht 10 Jahre vom Staat gefördert, obwohl wir ja ganz viel auch tun.
Stichwort Kindergeld, Stichwort Kinderzuschlag, Stichwort Kinderbonus, Stichwort Kinder- und Jugendhilfe und all die Zahlungen, die es gegeben hat. Deutschland ist da ziemlich einzigartig weltweit, das darf man auch nicht vergessen, was die familienpolitischen Leistungen anbetrifft und die finanzielle Unterstützung, die Familien auch bekommen. Das haben wir jetzt auch in der Krise gesehen. Viele Familien haben gesagt, wir leiden unter der Perspektivlosigkeit und unter den Kontaktbeschränkungen. Aber finanziell sind wir abgesichert durch Kurzarbeitergeld und durch all die zusätzlichen Sonder- und Entschädigungsleistungen, die ja in Milliardenhöhe geleistet worden sind. Nicht? Und das darf man nicht vergessen. Und deshalb ist eben wichtig, dass wir jetzt auch, wenn wir uns fragen, wie geht es nach der Pandemie eigentlich weiter, ganz klar den Fokus darauf legen, Rückkehr zur Normalität so schnell wie möglich, das ist das, was sich Mütter und Väter gleichermaßen wünschen. Und deswegen sind ja auch erste Schritte, ihr habt es ja jetzt schon gemacht die Woche in Mecklenburg-Vorpommern, erste Schritte für weitere Schulöffnung, Regelbetrieb und so weiter. Ich finde das ganz wichtig. Das ist das, was die Familien im Moment am meisten sich wünschen, dass sie da eine Verlässlichkeit und Planbarkeit wieder bekommen. Also ich gebe Ihnen recht, Rahmenbedingungen verbessern oder Anreize setzen ist besser als helfen. Denn als erwachsener Mensch will man nicht geholfen bekommen. Ne? Aber man will, dass die Bedingungen so sind, dass man tun kann, was man halt eben tun möchte und was der Staat bei der Bildung der Frauen ja auch bezahlt hat in Deutschland. Ne? Das ist ja alles bei uns umsonst. Gibt es spezifische Punkte in Sachsen-Anhalt, was Rückkehrerinnen betrifft, wo Frauen in Rollen einrücken und eben nicht mehr gehen, sondern Sie sprachen den ländlichen Raum an, den eventuell auch wieder beleben. Also wenn wir uns darum bemühen, dass Menschen aus den westdeutschen Bundesländern wieder nach Sachsen-Anhalt kommen, dann richten wir die Bestrebungen auf Männer und Frauen. Möglichst gleich mit angeheiratetem Ehepartner, Ehepartnerin und Kindern. Weil wir natürlich wissen, dass Sachsen-Anhalt ein demografisches Problem hat. Und das schaffen wir nur, wenn mehr Menschen wieder nach Sachsen-Anhalt kommen, um hier zu leben, Familien zu gründen, zu investieren und zu arbeiten. Wir schauen aber tatsächlich, Bettina Martin hat vorhin geredet, auch über das Thema Hochschule. Wir wissen, dass ganz viele junge Menschen nach Sachsen-Anhalt kommen, um hier gut an unseren beiden Universitäten und an unseren Hochschulen für angewandte Wissenschaften zu studieren. Und das ist gut so. Und jetzt ist aber die große Aufgabe, wie schaffen wir es, diese jungen Menschen hier zu halten? Und da haben wir klare Ideen. Wir wollen unterstützen, tatsächlich auch mit innovativen Ideen leichter Start-ups gründen zu können, sich auszugründen aus den Hochschulen heraus, mit aber auch Rückendeckung der Hochschulen. Wir wollen Kapital zur Verfügung stellen, tatsächlich für Wagnisse, also nicht Risikokapital, sondern Wagniskapital, um zu sagen, wir schaffen eine neue Industrie, ein neues Klima auch für Unternehmensgründungen. Und wir wollen natürlich auch gerade beim Thema Lehramtsausbildung, gehen uns immer noch viel zu viele junge Menschen wieder aus Sachsen-Anhalt weg. Hier wollen wir tatsächlich richtig PS auf die Straße bringen, um uns um diese jungen Menschen zu bemühen, weil das ja natürlich dann auch für bessere Schulbildung sorgt und vielleicht dem einen der anderen auch Mut gibt, wieder nach Sachsen-Anhalt zurückzukommen. Insgesamt also haben wir da viele, viele Angebote in petto. Und wir wollen auch, dass wir als Sachsen-Anhalt ganz deutlich nach außen sagen, jeder, der hierher kommt, ist herzlich willkommen, egal ob er wiederkommt oder neu hier anfangen will. Herzlich willkommen und findet seinen Platz in unserer Gesellschaft. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr tun, um das auch quasi mit Ideen und Projekten umzusetzen. Aber wir haben in den letzten 5 Jahren das auch schon gut unterstützt und auch gut vorangetrieben. Und ich glaube, mit viel Sozialdemokratie im Parlament ist das so ein Bereich, den man wirklich nochmal voranstellen kann, eine wirkliche Willkommenskultur in Sachsen-Anhalt zu pflegen und die schon hier waren, am besten nicht wieder ziehen zu lassen, sondern ihnen attraktive Angebote zu geben für Familiengründung, aber vor allen Dingen halt auch für Arbeit. Also die Wessis, die hier zum Teil schon 25, 30 Jahre leben oder auch kommen, die sind willkommen. Da gibt es ja eine andere Partei, die Schlagzeilen damit gemacht hat, dass man das vielleicht nicht so sieht. Ich weiß gar nicht, wie weit das über Sachsen-Anhalt hinaus bekannt gewesen ist. Deswegen will ich da zwei Sätze dazu sagen. Die Partei Die Linke hatte bei ihrer Vorstellung der Wahlplakate ein Plakat im Hintergrund mit der Botschaft, nehmt den Wessis das Kommando. Und ich gebe zu, bei mir ist diese Botschaft gar nicht angekommen. Warum? Es gibt Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland
An denen müssen wir arbeiten. Wir müssen arbeiten beim Thema Löhne, beim Thema Rente. Das ist etwas, wo der Osten endlich in die Lage versetzt werden muss, genauso gut zu bezahlen wie in den westdeutschen Bundesländern. Aber wenn Menschen sich hier seit 30 Jahren zum Teil für dieses Land engagiert haben, indem sie Verantwortung übernommen haben in der Politik, in Unternehmen, in unseren Kommunen, denen jetzt zu sagen, weil du aber in Duisburg geboren bist, musst du das jetzt abgeben, finde ich ein absolut fatales Signal. Wir als Sachsen-Anhalt, wir wollen deutlich sagen, dass wir weltoffen sind und machen jetzt an dieser Stelle wieder eine Unterscheidung zwischen Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Thüringen und den restlichen Bundesländern. Mir persönlich ist es vollkommen egal, wenn jemand sich für Sachsen-Anhalt interessiert, hier gute Arbeit finden will, dieses Land entwickeln und unterstützen will, sich engagieren will, ob er in Bautzen geboren ist, in Bonn oder in Bratislava. Ist mir vollkommen egal. Hauptsache, er tut etwas für Sachsen-Anhalt und hilft mit, für Sachsen-Anhalt tatsächlich Zukunft zu gestalten. Und deshalb an der Stelle, das Plakat verstehe ich überhaupt nicht und die Intention dahinter erst recht nicht. Dass natürlich Menschen, die in Ostdeutschland geboren sind, in vernünftigen Verhältnissen auch in Führungspositionen kommen müssen, genau wie wir das eben bei Frauen besprochen haben, das ist ja ein ganz anderes Thema. Ich würde jetzt die berühmte letzte Frage stellen, weil im Zukunftsprogramm der SPD steht auch, ob das mutig ist oder nicht, will ich von Ihnen wissen, in 10 Jahren haben wir die volle Gleichberechtigung erreicht. Da wird irgendwie die Dekade der Gleichberechtigung ausgerufen. Schaffen wir das? Frau Martin. Naja, natürlich. Wenn wir uns anstrengen, wenn alle die richtige Partei wählen, nämlich die SPD, dann schaffen wir das, klar. Ja, jetzt hat sie Ihnen schon was weggenommen. Ich kann mich dem nur anschließen. Also ich sag mal, es ist immer die Frage des Wollens und das eine ist das, was auf dem Papier steht und das andere ist das, was wirklich gelebt wird. Ja? Und da müssen schon alle mitmachen. Ich glaube nicht, dass man in einem Programm festschreibt, das ist dann so und dann wird es so. Also das ist was, wo Sie können das auch nicht mit einem Gesetz festlegen, was die Leute wirklich leben. Ich glaube, es geht darum, einen gesellschaftlichen Wandel zu erzeugen, der sagt, was ist eigentlich eine moderne und gerechte Gesellschaft? Und eine moderne und gerechte Gesellschaft ist eine, die ihre Chancen und Potenziale voll nutzt und nicht sagt, ich gucke, woher woher kommt und dann mache ich da eine Unterscheidung oder ich schaue, ob das nun Männer oder Frauen oder sonst was ist. Also ich meine, das ist wirklich wichtig, dass wir darauf setzen, eine Gesellschaft zu bauen, die alle ihre Potenziale ausschöpft, egal woher jemand kommt, egal welches Geschlecht er hat, egal wie das Elternhaus aussieht. Und das ist ja auch ein Versprechen, das die SPD immer gegeben hat. Wichtig ist nicht, woher du kommst, sondern wer du sein willst. Und wir wollen Chancengerechtigkeit für jedes Kind, egal wo die Wiege der Eltern oder Großeltern stand. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Wichtiges, wenn wir uns überlegen, wie unser Land auch in 10 Jahren aussehen soll. Also in jedem Falle Mut fördern dazu, ne? Mut fördern, Engagement fördern und ich glaube, dafür ist die Runde auch gut, gerade auch jungen Frauen Signal zu geben, nicht sich entmutigen zu lassen, sondern sich auch Unterstützerinnen, auch Unterstützer zu suchen, wenn man etwas anschieben will, egal in welchem Bereich, egal ob in der Politik, in der Wirtschaft, in der Bildung. Gemeinsamkeit macht immer stärker, ist auch etwas, was die SPD unter Beweis stellt, Solidarität und gegenseitige Unterstützung und dann kriegt man auch die schwierigsten Aufgaben gelöst und ich glaube, in 10 Jahren sind wir auch beim Thema Gleichstellung, auch durch den gesellschaftlichen Wandel, sehr, sehr viel weiter als heute. Da bin ich optimistisch und da glaube ich, das kriegen wir auch hin. Und es kam so am Rande, aber vielleicht nicht in der Deutlichkeit, in der es gehört, auch alle bunten Modelle, ne, wie immer Familie gestaltet wird, Männer, Frauen zusammen und alle Menschen, die sich irgendwo dazwischen sehen. Manchmal habe ich so das Gefühl, dass die Debatte, die ja da manchmal als schwierig erlebt wird, über alles, ich nenne das mal bunt, aber durchaus in jedem Fall auch befördert, weil es Klischees überhaupt aufbricht, auch jenseits der Zielgruppe, die da gerade gemeint ist. Okay, also 10 Jahre sind ein Versprechen, es muss aber gefüllt werden. Aber ja, Rollenmodelle sind wichtig. Hier steht sozusagen alles, eines, also für alle jungen Frauen, nicht im Saal, aber die Millionen, die uns draußen zuschauen. Es ist nicht mehr so unüblich, Politikerin zu werden. Sowas kann man heute machen. So, ich bedanke mich bei den Dreien
und weiß jetzt nicht, welcher Film kommt, weil der Film, der auf meinem Papier steht, der ist schon, da kommt ein Film, wir werden sehen, welcher. Okay, danke. Nicht nur Ostdeutschland, unsere gesamte Republik, mehr noch Europa lebt einen tiefgreifenden Strukturwandel. Erderwärmung, Digitalisierung, auch die Pandemie und ihre Folgen verlangen von uns zu handeln. Wir müssen aufbrechen und neue Wege gehen. Wir Ostdeutschen haben einen solchen Transformationsprozess bereits erlebt. Die friedliche Revolution 1989 brachte Umwälzungen in allen Lebensbereichen mit sich. Es herrschte Aufbruch und Verlust. Befreiung und Sorge. Diese Zeit der Umorientierung und der Neuorganisation haben wir gemeistert. Wir haben sie gemeistert. Was damals aber zu kurz kam, Respekt vor der Lebensleistung der Ostdeutschen. Heute wollen wir den unausweichlichen Wandel gestalten. Machen wir unsere Erfahrung zunutze. Der internationale Wettbewerb der Zukunft ist ein Wettbewerb des Wissens und der Innovation. Strukturstärkung kann deswegen nur mit einer Stärkung von Forschung, von Wissenschaft und Bildung einhergehen. In Brandenburg wollen wir in der Lausitz unsere Ideenschmiede aus- und aufbauen. Hier in den Hochschulen und Forschungseinrichtungen schaffen wir die Grundlage und von hier kommen die Impulse für die Beschäftigung der Zukunft. Unsere Zukunft ist offen. Wir können sie gestalten. Der Erfolg des Wandels entscheidet sich in der Wahl der Menschen, die ihn steuern. Olaf Scholz bringt als Vizekanzler, als Bundesminister und ehemaliger erster Bürgermeister von Hamburg die notwendigen Erfahrungen mit. Und der Erfolg des Wandels entscheidet sich in der Wahl des richtigen Moments. Der Moment für Ostdeutschlands Zukunft ist jetzt gekommen. Mit Olaf Scholz. Nicht nur Ostdeutschland. Jetzt wieder jemand aus Berlin kommt. Da gibt es ja manchmal so ein kleines Konkurrenzverhältnis und sind deswegen zweimal dran gekommen. Jetzt kommt frisch aus dem Willy-Brandt-Haus, nehme ich an, Lars Klingbeil, Generalsekretär der SPD und auch mit netzpolitischen Themen unterwegs. Insofern der Mann, der sich hier in so einem hybriden Parteitag absolut wohlfühlen muss qua Amt. Lars Klingbeil. Ja, herzlichen Dank. Eine kleine Korrektur nur, nicht Berlin, sondern Niedersachsen, das ist mir immer ganz wichtig. Aber auch ansonsten von mir ein herzliches Willkommen heute zum Ostkonvent, eine Veranstaltung, die für uns im Willy-Brandt-Haus, für die gesamte Bundespartei sehr, sehr wichtig ist. Und ich bin allen dankbar, die mithelfen, dass wir hier heute diese Veranstaltung durchführen können. Liebe Genossinnen und Genossen, ich war diese Woche mit Katja Pehle in Sachsen-Anhalt unterwegs. Und liebe Katja, ich bin dir sehr dankbar für das Programm, das ihr organisiert habt. Wir waren in Dessau-Roßlau, wir waren in Wittenberg, wir waren in Bitterfeld, wir waren in Köthen und wir waren mittags in Coswig. Ich gebe zu, ein Ort, den ich bis dahin nicht kannte. 11.000 Menschen, die dort leben und wir waren mittags auf dem Sportplatz und haben uns dort mit 30 Bürgerinnen und Bürgern getroffen und haben mit denen diskutiert. Das tat gut, weil es seit langem mal wieder eine Veranstaltung war, wo wir mit Menschen zusammengekommen sind und es tat auch gut, weil es eine ehrliche Diskussion war. Und wir haben die Menschen gebeten, uns mal sehr unverblümt zu sagen, was sie von uns in der Bundespolitik oder in der Landespolitik erwarten. Und ein Satz, der hängen geblieben ist, war der Satz, nehmt uns ernst. Nehmt uns ernst mit unseren Sorgen, mit den Nöten, nehmt uns ernst mit den Biografien, mit den Geschichten, mit den Lebensrealitäten und mit den Herausforderungen, die wir hier vor Ort haben. Und das ist etwas, wo ich sehr stolz darauf bin, dass Olaf Scholz als unser Kanzlerkandidat sehr früh auf den Begriff Respekt gesetzt hat, der genau dieses Ernstnehmen zeigt. Und dass wir ein Zukunftsprogramm geschrieben haben, in dem wir 10 Monate zugehört haben, in dem wir Menschen haben zu Wort kommen lassen, viele Tausende und viele dieser Punkte aufgenommen haben. Da geht es um höhere Löhne, da geht es um bessere Renten, da geht es um Mobilität, um die Anbindung auch des ländlichen Raums und um die Frage von Lebensrealitäten und wie man Menschen stark machen kann. Aber alles immer geprägt davon, dass wir sagen, wir wollen nicht aus Berlin den Menschen sagen, wie sie sein sollen, sondern wir wollen etwas ermöglichen in diesem Land, dass wir gemeinsam besser werden. Und das zeigt unser Zukunftsprogramm und der Wahlkampf, den wir in den nächsten Monaten führen werden. Und liebe Katja, etwas Zweites ist mir auch an diesem Tag nochmal sehr deutlich geworden. Du hast die SPD in Sachsen-Anhalt gut aufgestellt. Ihr seid ein junges Team, es macht Spaß, euch zuzusehen, euch zu unterstützen. Ihr habt viele junge Kandidatinnen und Kandidaten und ihr führt einen zuversichtlichen Wahlkampf. Aber ihr habt auch eine klare Haltung. Ihr grenzt euch ab von der AfD.
Und jetzt habt ihr einen Ministerpräsidenten, dem man auch nicht das Gegenteil unterstellen kann. Aber der hat in der zweiten und dritten Reihe der Union Kräfte, die der AfD unterm Tisch die Hand reichen und die ganz unverblümt auch immer wieder davon reden, dass man zusammenarbeiten sollte mit der AfD. Und das ist etwas, wo es politische Kräfte wie euch braucht, die sich abgrenzen. Und ich bin mir sicher, das werden die Bürgerinnen und Bürger am nächsten Sonntag honorieren. Und aus aktuellem Anlass will ich das hier auch noch mal sagen, weil es für die gesamte Union ja gilt, dass man keine Kraft mehr hat, sich von der AfD abzugrenzen. Bei der Werteunion hat es jetzt den Putsch gegeben, der AfD-Treuen. Das ist eigentlich nur noch ein AfD-Fanclub, was wir dort bei der Werteunion erleben. Und wenn ich jetzt dann heute die krampfhaften Versuche von CDU-Mitgliedern, von Bundestagsabgeordneten der Union erlebe, die sagen, die gehören ja eigentlich gar nicht zu uns, dann sage ich euch, daran werden wir euch jetzt messen. Gibt es den Unvereinbarkeitsbeschluss? Gibt es die klare Ansage von Herrn Laschet und von Paul Ziemiak, dass diejenigen, die in der Werteunion sind und offen der AfD die Hand ausstrecken, dass die rausgeworfen werden aus der Union? Daran werden wir euch messen. Aber ich befürchte, es werden wieder nur schöne Worte ohne Konsequenz dann sein. Liebe Katja, ich habe es gerade gesagt, am nächsten Sonntag, ich bin mir sicher, für euch wird es ein gutes Ergebnis mit einem klaren Auftrag, in diesem Land weiter stark mitzuregieren. Und dann geht es weiter. Am 26. September wollen wir dafür kämpfen, dass Franziska Giffey Bürgermeisterin in Berlin wird. Franziska hat mit ihrer Klarheit, mit ihrer Gradlinigkeit, mit der Konsequenz, von der sich viele eine Scheibe abschneiden können, gerade immer wieder gezeigt, dass sie weiß, worauf es ankommt. Und ich bin mir sicher, sie wird mit einem guten Ergebnis ins Rote Rathaus kommen. Es geht um Manuela Schwesig, die wir auch als Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern halten wollen. Manuela hat in der Pandemie gezeigt, wie stark sie in der Lage ist, das Land zu führen. Und ich bin mir sicher, es wird ein fulminanter Sieg für Manuela Schwesig. Und es geht um Georg Mayer, der in Thüringen antritt als Spitzenkandidat, der gezeigt hat, dass er ein hervorragender Innenminister ist. Und ich sage euch, Georg kann auch Ministerpräsident. Und daran werden wir arbeiten und wir werden es schaffen, dass er Ministerpräsident wird. Also es sind drei starke Landtagswahlen, die wir am 26. September haben werden. Und natürlich die Wahl, auf die es ganz besonders ankommt, aus unserer Sicht, aus dem Willy Brandt-Haus, die Frage, wer folgt Angela Merkel ins Kanzleramt? Armin Laschet, Annalena Baerbock oder Olaf Scholz. Und dann schauen wir auf die Kandidaten. Armin Laschet, der keine Kraft hat, sich von Hans-Georg Maaßen abzugrenzen, der keine Kraft hat, sich von der Werteunion abzugrenzen, der keine Kraft hat, dieses Land voranzubringen. Wir schauen uns an, wie die Union blockiert beim Ausbau der erneuerbaren Energien, bei all dem, was innovativ ist. Eine Union, der wir jede soziale Errungenschaft hart abringen müssen, wie gerade im Bereich der Pflege oder Frauen in Führungspositionen. Eine Union, die also keine Kraft mehr hat, die auch keine Kraft mehr hat, sich abzugrenzen gegen Maskenskandale, gegen Aserbaidschan-Affären. Wir wollten eigentlich im Parlament noch was verändern, aber es gibt dort keine Kraft von Armin Laschet, etwas durchzusetzen. Und dass 63% der Bürgerinnen und Bürger NRWs sagen, der ist kein guter Ministerpräsident, das zeigt, wo Armin Laschet steht. Und dann steht da Annalena Baerbock. Die sind gut gestartet, das war gut inszeniert. Aber ich sage auch, liebe Grüne, Inszenierung reicht nicht. Wir werden euch messen an der Wirklichkeit. Und der Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit bei den Grünen, der ist fundamental. Die haben den Anspruch, den sozialen Wohnungsbau voranzutreiben. Die Wirklichkeit in 11 Ländern, wo man mitregiert, ist aber, dass sie dort bremsen. Die haben den Anspruch für eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Und die Wirklichkeit in den Ländern, wo sie mitregieren, ist, dass sie dort bremsen. Die haben den Anspruch, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Und die Wirklichkeit, gerade in Baden-Württemberg, wo sie den Ministerpräsidenten stellen, ist, dass sie dort bremsen. Und diese Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit, mit der werden wir euch konfrontieren im Wahlkampf. Aber was es bedeutet, wenn sie konkret werden, das haben wir in dieser Woche gesehen, als Herr Habeck sich als Außenminister in der Ukraine ausprobiert hat. Und man muss sich wirklich mal verdeutlichen, was dort passiert ist. Da fährt ein Parteivorsitzender hin und schwadroniert über Aufrüstung und schwadroniert darüber, ob man einen Konflikt mit Russland nicht militärisch vielleicht aufladen sollte, weil das heißt es ja in der Konsequenz. Liebe Genossinnen und Genossen, damit werden auch diplomatische Bemühungen torpediert. Damit macht man vieles kaputt. Außenpolitik braucht Seriosität und Substanz. Und ich habe Robert Habeck ja im Sommer dafür kritisiert, dass er sich unter Pferde gelegt hat und dort schöne Fotos inszeniert hat. Aber ich sage euch, ich habe in dieser Woche häufig gedacht, vielleicht war das mit den Pferden gar nicht so schlecht. Vielleicht lieber Pferdefotos als Außenpolitik. Das wäre sicherlich besser für dieses Land. Und wir werden nochmal die Grünen daran messen, wofür sie stehen, was sie sagen und was sie konkret wollen. Und ich sage euch, neue Politik als Formel, neue Politik als substanzlose Phrase, das wird nicht reichen. Und zwischen Laschet und Annalena Baerbock steht Olaf Scholz.
Und ich bin sehr froh, dass wir einen so starken Kanzlerkandidaten haben. Einen Kanzlerkandidaten mit einem starken Programm, mit einer Idee, wie man Deutschland voranbringt. Ein Kanzlerkandidat, der gezeigt hat, dass er regieren kann, dass er krisenfest ist, dass er auch im festen Sturm stehen bleibt und dass er weiß, wohin man dieses Land führt. Und es kommen schwierige Zeiten auf uns zu. Innenpolitisch wird es harte Entscheidungen nach der Corona-Pandemie geben und außenpolitisch, schaut euch an, wie die Welt sich neu sortiert. China wird stärker, Russland, Europa muss stark gemacht werden, die USA stellen sich auf und da kommt es drauf an, jemanden mit Substanz, mit Erfahrung und Krisen- und Entscheidungsfestigkeit im Kanzleramt zu haben. Und unsere Antwort darauf lautet Olaf Scholz. Und lieber Olaf, wir freuen uns jetzt, dass du uns deine Ideen für die Zukunft Deutschlands präsentieren wirst. Herzlich willkommen hier auf dem Ostkonvent. Wir freuen uns auf deine Rede. Lieber Lars, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, sehr oft hört man die Ansicht Ostdeutschland, das gibt es doch gar nicht. Ost und West gibt es doch gar nicht mehr als unterschiedliche Regionen in Deutschland. Liege die deutsche Teilung nicht schon seit 3 Jahrzehnten hinter uns? Hätten wir nicht gerade erst den 30. Jahrestag von Mauerfall und deutscher Einheit gefeiert? Sei es jetzt nach so vielen Jahren nicht langsam mal gut? Nein, es ist noch nicht gut in Ostdeutschland, jedenfalls nicht gut genug. Wir haben in Deutschland immer noch ein deutliches, ein dauerhaftes und vor allem ein strukturelles Ungleichgewicht zwischen Ost und West. Und zwar zu Lasten Ostdeutschlands. Heute noch, mehr als 30 Jahre nach dem Ende der Teilung, sagt mehr als die Hälfte aller Ostdeutschen in Umfragen, wir haben den Eindruck, dass wir immer noch als Bürger zweiter Klasse behandelt werden. Mehr als die Hälfte aller Ostdeutschen hat also das Gefühl, so richtig gehören wir in diesem vereinigten Deutschland immer noch nicht ganz dazu. Entscheidend ist jetzt erstmal nicht die Stimmung. Entscheidend ist, diese Wahrnehmung gibt es und sie ist verbreitet. Das ist kein guter Zustand für unsere Gesellschaft und zwar für Deutschland insgesamt. Darum sage ich mit aller Klarheit, es ist kein Zufall, dass ich bei dieser Bundestagswahl in einem Wahlkreis hier im Osten Deutschland in Brandenburg kandidiere. Ich bin, das weiß jeder, nicht in Ostdeutschland geboren. Brandenburg, Ostdeutschland und die Ostdeutschen liegen mir aber sehr am Herzen. Nicht erst neuerdings, sondern seit vielen, vielen Jahren. Darum kenne ich die Lage hier im Osten gut. Und ich weiß ganz genau, notwendig ist jetzt ein neuer Aufbruch. Notwendig ist jetzt ein präziser Plan für die Zukunft. Das gilt für Deutschland insgesamt. Aber das gilt für Ostdeutschland in ganz besonderer Weise. Das mutlose Weiter-so der vergangenen Jahre unter Führung der CDU ist einfach nicht genug. Wir müssen uns in Deutschland wieder etwas vornehmen. Wir müssen uns mutige Ziele setzen. Wir müssen in Gang kommen. Und das gilt gerade im Osten Deutschlands. Darum ist ganz klar, wenn ich Bundeskanzler bin, dann wird Ostdeutschland ganz oben auf der Tagesordnung der deutschen Politik stehen. Dann hat Deutschland zwar keine Regierungschefin mehr aus Ostdeutschland, dafür aber einen Kanzler, der sich mit aller Kraft um Ostdeutschland kümmert. Liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren, das ist für mich erstens eine Frage des Respekts. Des Respekts vor der Lebensleistung der Ostdeutschen, die ihre Region seit 1990 aufgebaut haben. Nicht viele wissen das, aber ich habe als junger Anwalt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gleich nach dem Ende der DDR, zum Beispiel bei dem Unternehmen TAKRAF, Betriebsräte unterstützt, um Arbeitsplätze zu unterhalten. Da habe ich miterlebt und verstanden, wie viel der radikale Umbruch aller Lebensverhältnisse den Bürgern und Bürgern im Osten abverlangte. Das hat mich sehr beeindruckt und tief geprägt. Viele Millionen von Ostdeutschen haben diesen Umbruch als Befreiung und als Neuanfang erlebt, und das war es auch. Aber für viele Millionen von Ostdeutschen war dieser Umbruch zugleich auch ein Zusammenbruch aller ihrer bisherigen Arbeits- und Lebensverhältnisse, eine Entwertung ihres Wissens und ihrer Erfahrung, Kurzarbeit null, Arbeitslosigkeit, Abwanderung, Umschulung und oft wieder Arbeitslosigkeit über etliche Jahre hinweg. Alles war neu, alles war anders.
Kein Stein blieb auf dem anderen. Das war die Realität in den 90er Jahren. Und vor allem, es waren immer erst einmal andere, die jetzt den Takt vorgaben, die meinten zu wissen, wie der Hase läuft. Obwohl es vernünftig gewesen wäre, manche Strukturen und Lösungen, ob nun Kitas oder Polikliniken, zu erhalten und als eigene Erfahrung in den gemeinsamen Staat einzubringen. Keine Frage, diese ostdeutsche Erfahrung allumfassender Veränderung und Transformation aller Verhältnisse über 10, 20 Jahre hinweg, wer das alles nicht am eigenen Leibe erlebt hat, kann das auch nicht völlig nachvollziehen. Aber ich habe sehr, sehr viele Gespräche mit Ostdeutschen geführt über eure Erlebnisse und Erfahrungen, über Scheitern und Neubeginn und das Leben mitten im Umbruch. Das sind Gespräche, die mich tief berührt haben. Gespräche, aus denen ich viel gelernt habe und die mir nicht mehr aus dem Kopf gehen. Die allermeisten im Osten Deutschlands haben sich längst erfolgreich ein neues Leben aufgebaut. Für Kinder und Enkel sind die Umbrucherfahrungen oft alte Geschichten. Aber ich weiß, da ist etwas zurückgeblieben. Ich weiß, das ist noch nicht erledigt. Da ist einerseits der vollkommen berechtigte Stolz, das alles geschafft zu haben. Aber da ist andererseits auch das Gefühl, mit dem Erreichten nicht wahrgenommen, nicht anerkannt zu werden. Wie kann es denn sein, wird gefragt, dass nach all den Jahren noch immer so wenige Ostdeutsche in den Führungsetagen von Wirtschaft und Gesellschaft vertreten sind. Darum sage ich, auf Respekt kommt es an. Respekt vor der Lebensleistung der Bürgerinnen und Bürger aus Ostdeutschland, die in diesem schwierigen Umbruch in den vergangenen 3 Jahrzehnten ihren Weg gegangen sind. Viele haben sich durch die schweren Jahre gekämpft und mit Erfolg eine neue Existenz aufgebaut. Das alles verdient Anerkennung und Respekt. Ich will an dieser Stelle sagen, ich bin Matthias Platzig und der gesamten überparteilichen Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit, die in den letzten beiden Jahren intensiv gearbeitet hat, sehr dankbar dafür, dass Sie präzise analysiert haben, was gut und was nicht so gut gelaufen ist in Deutschland. Dass Sie Vorschläge gemacht haben, wie wir die Erfahrung des Ostens für unser ganzes Land nutzen. Deshalb unterstütze ich auch ein ganz wichtiges Ergebnis der Kommission. Das ist die zentrale Idee eines Zukunftszentrums, das wir in Ostdeutschland errichten wollen. Ein Zentrum, wo darüber vor- und nachgedacht wird, wie man gesellschaftliche Transformation besser bewältigen kann. Wo Ostdeutschland und Ostdeutsche ihre Erfahrungen austauschen und andere an ihren Erfahrungen teilhaben lassen. Ich bin überzeugt, dieses Zukunftszentrum kann einen immens wichtigen Beitrag zur inneren Versöhnung unserer Gesellschaft leisten und das Vertrauen in unsere Demokratie stärken. Meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, Respekt ist wichtig. Respekt allein ist aber nicht genug. Ostdeutschland braucht auch Fortschritt, Fortschritt und gute Lebenschancen. Sehr handfesten, fassbaren Fortschritt, denn alle Bürgerinnen und Bürger müssen in ihrem Alltag diesen Fortschritt auch erleben können. Und Lebenschancen, die ihnen Sicherheit geben, hier in meiner Heimat, hier in meiner Stadt, hier in meinem Dorf, hier bei uns bleibt das Leben auch in der nächsten und übernächsten Generation lebenswert und sicher. In Vorpommern genauso wie in der Altmark, im Thüringer Wald genauso wie in der Lausitz. Na klar, wenn man sich an die Ausgangsbedingungen erinnert, dann ist der Aufbau Ost seit der deutschen Einheit 1990 ein riesiger Erfolg. Man kann heute fantastisch leben in allen ostdeutschen Ländern. Trotzdem sind die Lebensverhältnisse in Ostdeutschland strukturell noch immer nicht gleichwertig. Im Osten sind die Einkommen geringer, die Arbeitsstunden sind dafür aber länger. Die Vermögen sind niedriger und darum wird im Osten auch viel weniger vererbt und geerbt. Im Osten steht kaum eine Konzernzentrale, es fehlt an Forschungseinrichtungen, Ländern und Gemeinden haben mit weniger Steuereinnahmen zu kämpfen. Und hinzu kommt, die ostdeutschen Länder haben nur etwa ein Drittel der Bevölkerungsdichte der alten Länder mit all den Herausforderungen für Infrastruktur, Fachkräfte, Nachwuchs und Daseinsvorsorge, die das mit sich bringt. Das ist die Lage. Jetzt kann man natürlich sagen, so ist das eben strukturell kompliziert.
Da kann man nicht viel dran ändern. Aber genau diese mutlose Politik des Flechmas müssen wir jetzt hinter uns lassen. Der große schwedische Premierminister Olaf Palme hat einmal ganz schlicht gesagt, Politik ist Willen. Und das ist richtig. Politik ist Willen. Das heißt, wir müssen uns wieder etwas vornehmen, wir müssen uns wieder Ziele setzen. Aber wir brauchen dabei einen präzisen Plan für ganz Deutschland und erst recht für Ostdeutschland. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben diesen Plan. Ich habe diesen Plan. Andere, die kandidieren, haben keinen. Ich habe erklärt, wenn ich Bundeskanzler bin, dann sollen mich gerade die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland an einer Zielgröße messen. Wird unser Land im Jahrzehnt bis 2030 ein besseres Land geworden sein? Und dazu stehe ich. Und ich sage auch, wenn ich Bundeskanzler bin, dann sollen mich Bürgerinnen und Bürger in Ostdeutschland daran messen, ob es hier in ihrer Region vorangeht, ob sich ihr konkreter Lebensalltag verbessert mit guten Arbeitsplätzen und guten Zukunftschancen für ihre Kinder und Enkel. Wir sollten 2030 enger zusammengewachsen sein. Das ist möglich und das werden wir auch gemeinsam hinbekommen. Und die Betonung dabei liegt tatsächlich auf gemeinsam. Darum werde ich sehr gut zuhören. Auch das gehört zu meinem Plan. Die riesige Umbruchkompetenz der Ostdeutschen, ihr ganzes Wissen und ihre Transformationserfahrung aus den vergangenen 3 Jahrzehnten, das muss endlich als wertvolle Ressource für die kommenden Jahre und Jahrzehnte für uns alle in Deutschland begriffen werden. Der bisherige Aufbau Ost war im Wesentlichen ein Nachbau West. Das war für die 90er Jahre zunächst vielleicht noch in Ordnung. Aber wer immer nur nachbaut, kann niemals Erster werden. Denn Oberbayern bleibt ja auch nicht stehen, Hamburg bleibt nicht stehen, Niedersachsen bleibt nicht stehen. Der Abstand besteht dann immer weiter. Darum braucht Ostdeutschland endlich die faire Chance auch mal auf einen Vorsprung Ost. Die Gelegenheit dafür ist günstig, weil sich gerade so vieles ändert. Wie nie zuvor entstehen weltweit gerade neue Wirtschaftszweige und neue Wertschöpfungsketten bei der Digitalisierung der Energieversorgung der Zukunft, bei Wasserstofftechnologien und Mobilität. Genau hier setzen die großen Zukunftsmissionen an, die wir uns vornehmen müssen und die gerade auch für Ostdeutschland so entscheidend sind. Zukunftsmission Nummer 1, Mobilität. Wie wir uns von A nach B bewegen, das müssen wir in Zeiten von Klimawandel und Energiewende anders organisieren als bisher. Darum werden wir moderne Mobilitätskonzepte durchsetzen. Wir werden überall in Deutschland Schiene und öffentlichen Nahverkehr ausbauen und wir werden die Automobilindustrie des 21. Jahrhunderts aufbauen. Mit beherzten Strukturentscheidungen kann es gelingen, neue Technologien gerade auch in Ostdeutschland anzusiedeln und so der ganzen Region einen entscheidenden Vorsprung im globalen Wettbewerb zu geben. Die neue Tesla-Fabrik in Brandenburg zeigt, was möglich ist. Sie kann der Startschuss sein für Schlüsselkompetenz im Bereich von E-Mobilität und Batterieherstellung für die ganze Region weit über Brandenburg und Berlin hinaus. Denn da ist schon viel vorhanden im Osten Deutschlands. Die erste Autofabrik, die nur E-Autos herstellt in Zwickau, die große Batteriefabrik bei Erfurt. Und überall waren es Wirtschaftsminister der SPD, die diese Leitprojekte entscheidend vorangetrieben haben. Übrigens, Infrastruktur heißt natürlich nicht nur Verkehrsinfrastruktur. Wer gut in der eigenen Heimat leben will, braucht nicht nur Straße und öffentlichen Nahverkehr, sondern auch Bankautomaten, Post, Kneipen, Kultur- und Vereinsleben, Ärzte und soziale Treffpunkte. Davon wird Ostdeutschland ganz besonders profitieren und genau das ist auch so gewollt. Die zweite große Zukunftsmission ist die Klimamission. Auch hier gilt, es muss endlich Schluss sein mit Zaudern und Klein-Klein. Wir haben schon zu viel Zeit verloren. Darum wollen wir schneller werden. Wir wollen Klimaneutralität bis spätestens 2045 erreichen. Und das bedeutet neue Branchen, neue Unternehmen und vor allem gut bezahlte Arbeitsplätze für tüchtige Facharbeiter, Handwerkerinnen und Ingenieure. Gerade für Ostdeutschland ist das eine riesige strategische Chance.
Denn in der Wasserstoffwirtschaft, bei der Energiespeicherung, bei der Batterieproduktion entstehen gerade ganz neue Möglichkeiten. Hier muss sich die Bundesregierung strategisch engagieren und dafür werde ich sorgen. Damit gerade in Ostdeutschland auf allen diesen Gebieten neue Industrien und neue Arbeitsplätze entstehen können. Ich weiß, viele in Ostdeutschland beschäftigt die Zukunft der Kohleregion. Wir haben jetzt einen verabredeten Plan zum Ausstieg aus der Kohle. Das ist nicht nur in der Lausitz eine wirkliche große Herausforderung. Ich habe mit vielen Kohlekumpeln gesprochen. Ich weiß sehr genau, dass sie auf die Verlässlichkeit der Politik setzen. Hier geht es um Vertrauen. Es geht um Träume, um die Pläne und Perspektiven von tausenden Menschen und ihren Familien. Wir können nur dann schneller aussteigen, wenn auch der Strukturwandel schneller geht, wenn wir Bahnen, Straßen, Mobilfunkmasten und Windräder schneller gebaut bekommen. Für den Strukturwandel stehen in diesem und dem nächsten Jahrzehnt 40 Milliarden Euro an Hilfen bereit. Jetzt kommt es darauf an, sie sinnvoll zu investieren. Das liegt in Brandenburg bei Dietmar Woidke und seiner Regierung in guten Händen. Diesen Strukturwandel muss man nicht nur wollen, man muss ihn dann auch hinbekommen und ganz handfest durchsetzen. Ich fürchte, diesen entscheidenden Zusammenhang haben manche, und ich sage es auch gerade bei den Grünen, noch immer nicht so richtig verstanden. Die dritte große Zukunftsmission heißt Digitalisierung. Das bedeutet Breitband auf Weltall und für alle. Das bedeutet keine Funklöcher mehr für niemanden. Ob in der Prignitz, im Mansfelder Land, im Altenburger Land, im Vogtland oder an der Ostsee, das mobile Internet muss endlich überall ordentlich funktionieren. Das bedeutet, dass der Ausbau bei der neuen 5G-Mobilfunktechnik gerade auch in den neuen Ländern vorangehen muss und natürlich auch mit staatlicher Unterstützung. Das ist notwendig, um mit der Digitalisierung das Leben und Arbeiten in ländlichen Regionen besser und einfacher zu machen. Die vierte große Zukunftsmission ist die Mission Gesundheit. Auch das ist gerade in Ostdeutschland mit seinen ausgedehnten ländlichen Regionen so immens wichtig. Wir hoffen alle, dass wir eine Pandemie wie Corona nie wieder erleben. Aber hoffen alleine genügt nicht. Darum müssen wir unser Gesundheitssystem jetzt so organisieren, dass uns so eine Lage nie wieder überrollen kann. Wir brauchen mehr Forschung und mehr Entwicklung für mehr moderne Medizin und Kapazitäten für Medizinproduktion auch und gerade in Ostdeutschland. Wir brauchen eine viel bessere ambulante Versorgung. Und die nennen wir dann übrigens auch gerne Polikliniken. Das versteht jeder und das klingt auch viel besser als medizinische Versorgungszentren. Meine Damen und Herren, liebe Genossinnen und Genossen, vier große Zukunftsmissionen, das sind vier dicke Bretter, die gebohrt werden müssen. In Deutschland insgesamt und in Ostdeutschland ganz besonders. Aber dieser Aufbruch ist nicht nur nötig, er ist auch möglich. Manches kann ganz schnell gehen. Ich werde schon in meinem ersten Amtsjahr als Bundeslandkanzler dafür sorgen, dass der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht wird. Davon wird keine Region so sehr profitieren wie Ostdeutschland, wo viel zu viele Beschäftigte immer noch viel zu niedrige Löhne und danach viel zu niedrige Renten bekommen. Also die Sache mit dem Mindestlohn, die werden wir schnell lösen, wenn ich Bundeskanzler bin. Manches andere wird etwas länger dauern. Aber entscheidend ist, dass Ostdeutschland endlich wieder ganz oben auf der Tagesordnung stehen wird. Entscheidend ist, dass wir endlich wieder in Gang kommen. Entscheidend ist, dass es nicht bei guten Absichten bleibt. Gute Absichten haben viele. Aber gut gemeint ist meist das Gegenteil von gut gemacht. Jetzt muss es darauf ankommen, die Dinge gut zu machen. Jetzt kommt es darauf an, dass Ostdeutsche mit ihren reichhaltigen Erfahrungen in Sachen Transformation und Umbruch gehört, gesehen und ernst genommen werden. Wir brauchen diese Erfahrung in ganz Deutschland. Jetzt kommt es darauf an, mit einem klaren Plan in der Hand fest zuzupacken und eben die Dinge gut zu machen. Die Aufgaben, die jetzt vor uns liegen, sind groß und wichtig. Nicht nur in Ostdeutschland, aber gerade auch hier. Wir stehen auf den Schultern von Manfred Stolpe, von Reinhard Höppner, von Wolfgang Thierse und Regine Hildebrand. Manuela trägt die Fackel weiter. Es ist eindrucksvoll, was sie in Mecklenburg-Vorpommern leistet.
Sogar Donald Trump hat Manu erfolgreich die Stirn geboten. In einer Woche wählt Sachsen-Anhalt. Liebe Katja Pehle, alles Gute für den Schlussspurt. Wir sind an deiner Seite. In Mecklenburg-Vorpommern, wie gesagt, ist Manuela eine unangefochtene Landeschefin, die mit Fortune regiert. In Berlin hat Franziska Giffey unsere volle Unterstützung. Franziska ist immer geradlinig, klar und eindeutig. So eine regierende Bürgermeisterin braucht Berlin. Von Martin Dulich habe ich enorm viel über Ostdeutschland gelernt. Warum Respekt und Lebensleistung so wichtig sind, das kann man fast nirgendwo so gut begreifen wie an Martins Küchentisch. Liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren, was für ein Kontrast übrigens zur CDU. Gucken wir bloß mal nach Thüringen. Was für ein verantwortungsloses Spektakel ist da zu besichtigen. Angst vor den Wahlen, Angst vor den Wählerinnen und Wählern. Und dann stellen die auch noch den Herrn Maaßen auf. Ich sage euch im Ernst, so einer darf kein Vertreter Ostdeutschlands werden. Darum stellen wir mit Frank Ulrich den besseren Kandidaten auf. Frank ist Olympiasieger. Der weiß, wie man gewinnt. Und wir werden alles dafür tun, dass er gewinnt. Auch die Thüringer SPD mit Georg Mayer an der Spitze steht für die soziale Demokratie in Ostdeutschland. In diesem Wahljahr bin ich mehr denn je überzeugt. Ostdeutschland braucht uns, Ostdeutschland braucht die SPD. Wir sind die Partei der vernünftigen Mitte in Ostdeutschland. Guckt euch die politische Szenerie doch nur an. Da ist auf der einen Seite die CDU, die blinkt in Sachsen-Anhalt und Thüringen nach rechts zur AfD. Niemand weiß, was da alles noch passiert. Und da sind die Grünen und die Linken, die manches gut meinen, aber immer über das Ziel hinausschießen. Wir sind es, die für mehr Gerechtigkeit sorgen. Wir sind es, die für Verlässlichkeit stehen, für Recht und Ordnung, für gute Arbeitsplätze heute und morgen und übermorgen. Und was mich angeht, eine neue Welt, ein neues Ostdeutschland auf der grünen Wiese werde ich den Bürgerinnen und Bürgern nicht versprechen. Das überlasse ich anderen. Aber eines verspreche ich: harte, beharrliche, planmäßige Arbeit für Ostdeutschland aus Verantwortung für Deutschland insgesamt. Und jetzt lasst uns rausgehen, lasst uns mit den Leuten reden, dann werden wir sie auch überzeugen, dann werden wir gewinnen. Glück auf! Olaf Scholz bleibt gleich hier für die zweite und letzte Gesprächsrunde, die hier ansteht. Mir gefiel das Wort von der Umbruchkompetenz sehr gut. Und ich denke, die Pandemie hat uns auch allen klargemacht, dass Umbrüche kommen können, wenn wir gar nicht damit rechnen. Und dass es also die Kompetenz braucht, dass man mit unvorhergesehenen Situationen auch irgendwie umgehen muss. Vielleicht können das tatsächlich noch Ostdeutsche etwas besser. Umbruchkompetenzen brauchten auch die Bürger des Landes, dessen Einspieler jetzt folgt, in dem sich das Land Thüringen darstellt. Denn im letzten Jahr gab es da einen Politkrimi, in dem ein Kurzzeitministerpräsident sich von der AfD wählen ließ und das wurde dann aber auch wieder umgebrochen. Der Spitzenkandidat der SPD, den werden Sie hier gleich in der Gesprächsrunde sehen, aber jetzt auch in dem Einspieler des Landes Thüringen. Thüringen hat einiges zu bieten. Wunderbare Landschaften, aber auch viele historische Stätten. Wie zum Beispiel Erfurt mit der mittelalterlichen Altstadt. Nicht zu vergessen die Wartburg und Eisenach. Aber als Sozialdemokrat natürlich ganz wichtig, Gotha, eine der Geburtsstätten der Sozialdemokratie. In diesem Jahr macht die Bundesgartenschau in unserer Landeshauptstadt Erfurt Halt. Möglich gemacht hat das unser sozialdemokratischer Oberbürgermeister. Doch das ist nur einer von vielen Erfolgen, auf die die Thüringer SPD verweisen kann. Wir sind hier verwurzelt und seit 30 Jahren gestalten wir dieses Land mit. In diesen Zeiten braucht es eine klare Stimme, die mit klarem Kurs durch die Pandemie führt, damit wir gut durch die Krise kommen. Mit zunehmender Sorge sehen wir die Spaltung unserer Gesellschaft. Doch Hass und Hetze lösen kein einziges Problem.
Wir wollen ein Land, in dem niemand ausgegrenzt wird. Wir wollen ein Land, in dem es für gute Arbeit guten Lohn gibt. Wir wollen ein Land, in dem man sicher leben kann. Wir wollen ein Land, in dem man mit Optimismus in die Zukunft blickt. Mit Verstand für unser Land. SPD. Übergebe ich das Mikrofon an meinen Kollegen Lars Johansen. Und mich interessiert auch die Frage, ist denn überhaupt klar, ob in Thüringen gewählt wird? Immer noch nicht, oder? Immer noch nicht. Okay. Das hätte ich dann als erstes gefragt, aber so ist es schon gefragt und das machen wir dann noch. Erstmal von mir auch herzlich willkommen für Sie alle. Schön, dass Sie hier in Halle sind. Und ja, ich möchte ein bisschen versuchen, erst einmal die Menschen, die jetzt zugucken, ein bisschen in die Hand zu nehmen, an die Hand zu nehmen und ihnen zu sagen, wir haben WebEx-Events. Das bedeutet, man kann sich einmischen, einmengen, Fragen stellen. Das gibt jetzt erst eine Gesprächsrunde ohne diese Fragen. Danach kann man, ich signalisiere das dann, indem ich ein bisschen mehr schiele als sonst, dann sehen Sie, aha, jetzt können wir auch von zu Hause. Von zu Hause heißt, Sie können die Fragen in den sogenannten Chat eingeben. Oder es gibt ja so ein Meldezeichen dort, die das schon öfter gemacht haben, kennen das die anderen, bitte von Jüngeren und sehr viel Jüngeren erklären lassen oder von Älteren, die wissen das auch. Und dann wissen Sie, da können Sie sich dann melden und dann wird sozusagen die technische Moderation Sie rannehmen. Ich habe schon ein paar Fragen bekommen im Vorfeld von ZuschauerInnen und von daher freuen wir uns, dass schon einige dabei sind und auch schon jetzt Fragen sich überlegt haben. Es geht aber tatsächlich mit Fragen sozusagen weit von mir los. Und zwar würde mich ein bisschen interessieren, Thema Osten nach der Pandemie, Osten, bedeutet auch ein bisschen Ostbiografie und da würde ich ganz einfach beginnen wollen, weil sie die Spitzenkandidatin aus Sachsen-Anhalt ist und weil die Wahl einfach die drängendste ist, nämlich nächsten Sonntag, Katja Pähle, geboren in der Nähe von Hettstedt, Wippra, um präzise zu sein. Viele werden den Ort nicht kennen, er ist schöner, als der Name jetzt erstmal klingt und auch Hettstedt ist tatsächlich ein schöner Ort. Ostbiografie, es gibt ein Buch von Valerie Schönjahn, Ostbewusstsein. Sie ist 1990 geboren, fühlt sich auch immer noch, sagt sie immer mehr, je älter sie wird als Ostdeutsche. Das heißt, es ist irgendwie noch was da. Wie geht das Ihnen? Sie sind ein kleines bisschen älter als 1990 geboren, aber vielleicht auch eine ähnliche Erfahrung. Wie geht es Ihnen damit? Also um genau zu sein, ich bin 1977 geboren, das heißt, ich habe die Wende miterlebt. Und ich habe das vorhin schon gesagt, was mich geprägt hat, war tatsächlich dieser Umbruch, der 1990, 91 passiert ist. Und in Hettstedt, wunderschöne Stadt, hat es dazu geführt, dass die beiden größten Unternehmen Walzwerk und eine Hütte zugemacht haben. Arbeitslosigkeit im Mansfelder Land war über viele, viele Jahre hinweg bei 25%. Das macht was mit den Menschen und nicht nur in der Generation, sondern auch in den nachfolgenden. Viele junge Menschen sind weggegangen, weil den Eltern vollkommen klar war, wenn Tochter oder Sohn einen guten Beruf lernen soll, dann müssen die weggehen. Und ich habe noch Kontakt zu ehemaligen Schulkameradinnen und Schulkameraden. Die haben das erlebt, dass sie auf einmal wirklich nur noch ganz wenige waren da in Hettstedt. Da wandelt sich jetzt etwas, kommen auch wieder Menschen zurück. Aber das, was Olaf vorhin gesagt hat, wenn wir in die Zukunft schauen und das, was uns da bevorsteht, mit einer neuen industriellen Revolution Richtung Klimawandel, Richtung Klimaschutz vor allen Dingen, dann müssen wir aufpassen, dass wir diesen mit den Menschen organisieren und zwar auch mit einer klaren Perspektive, dass es uns nicht wieder so passiert, dass einfach nur zugemacht und abgeschlossen wird und wir einfach den Menschen keine Perspektive geben können. Deswegen ist es so wichtig, dass die SPD hier im Land wie auch im Bund ein klares Zukunftsprogramm vorlegt und auch klare Perspektiven zeigt, wie kann es weitergehen, wenn wir Klimaschutz auch wirklich ernst nehmen wollen in Deutschland. Ich wollte auch nicht nur zurückgehen, genau das ist, glaube ich, sehr wichtig und hochinteressant. Würdet diese Frage im Weitesten an Frau Giffey weitergeben wollen? Sie sind ja auch sozusagen, Sie haben ja den Umbruch auch von der Seite aus dem Osten heraus erlebt. Wie war es für Sie? Doch nochmal gefragt. Ja, ich habe eine ostdeutsche Anfangsbiografie, bin in Frankfurt an der Oder geboren und war 11 Jahre alt, als die Mauer fiel. Ich kann mich erinnern, dass es eine große Aufregung auch in meinem eigenen Elternhaus war, aber im gesamten Umfeld. Beide Eltern sind arbeitslos geworden, mussten sich komplett neu orientieren, die Betriebe sind abgewickelt worden. Also ich habe das alles sehr hautnah erlebt, auch in meinem ganzen persönlichen Umfeld. Und es ging eben darum, dass einfach
bei ganz vielen das Erleben war, das, was ich bisher gemacht, gelernt, auch wofür ich gestanden habe, ist nichts mehr wert. Ich muss komplett neu beginnen mit Umschulung, mit ABM-Maßnahmen und was es da alles damals gab. Und natürlich hat das einen großen Bruch bedeutet in vielen Biografien. Aber was ich immer wichtig finde dabei, ist klar zu sagen, sehr, sehr viele Menschen haben das hervorragend gemeistert. Die haben umgeschult, die haben in sehr kurzer Zeit, auch im Erwachsenenalter, nochmal komplett neu angefangen, viel gelernt, neue Ideen entwickelt, Unternehmen gegründet, haben sich auch neue Arbeitsstellen, neue berufliche Wege gesucht. Wenn ich mir das heute vorstelle, ja, mit irgendwie Mitte 40, wenn mir einer sagen würde, also alles, was du bisher gelernt, gemacht hast, alles, woran du bisher geglaubt hast, ist nichts mehr wert. Das muss man sich mal auch für sein eigenes Leben so vorstellen. Das ist schon eine sehr harte Geschichte für viele Menschen gewesen. Aber das Besondere ist eben, dass sehr, sehr viele es wirklich auch gut gemeistert haben. Und das ist das, was diese Umbruchkompetenz oder wie auch immer man das nennen will. Ja? Aber es ist einfach so, mit den vorhandenen Ressourcen, mit einer schwierigen Situation flexibel umgehen. Und das haben die Ostdeutschen in den letzten 30 Jahren bewiesen, dass sie das in herausragender Weise können. Und diesen Stolz, den glaube ich, muss man auch nach vorne bringen, bei aller Benennung von Schwierigkeiten. Ich danke Ihnen. Ich denke, das ist wirklich auch sehr wichtig. Ich würde weitermachen mit Bettina Martin. Sie sind in Berlin geboren. Zufälligerweise war es der Westteil. Das sind ja aber doch nur dann Meter, über die man fast reden muss, die den Unterschied ausmachen. Und man ist ja auch in Berlin anders aufgewachsen. Ich kenne das, meine Großmutter lebt in West-Berlin. Man schaut ja doch anders auf den Osten, der viel näher war, als er vielleicht sonst in Deutschland war. Wie war das für Sie auch 1990? In der Tat, so wir West-Berliner haben ja praktisch innerhalb der Mauer gewohnt und mussten ja auch wirklich durch die DDR fahren oder in die DDR fahren. Um uns rum war nicht Westdeutschland. Wir haben auch immer von den Westdeutschen geredet. Also das war schon eine andere Situation als sonst, sage ich, in Bayern oder Nordrhein-Westfalen. Ich habe die Wende so erlebt, dass ich direkt nach dem Mauerfall bei Christine Bergmann, damals Pressesprecherin war, die damals als Senatorin für Arbeit und Frauen den Umbruch, diesen unglaublichen, abrupten Strukturwandel, Umbruch in Berlin begleitet hat. ABM, wir haben es gerade gehört, Beschäftigungsgesellschaften, es ist alles zusammengebrochen. Ich habe das wirklich sehr hautnah als Berlinerin, aber auch beruflich erlebt, was das für unglaubliche Umbrüche waren und wie schwierig das zu begleiten war politisch, aber was das auch für die Menschen bedeutet hat. Ich habe da allerhöchsten Respekt für alle, die diesen Umbruch erlebt haben, im beruflichen, aber auch im privaten. Und das ist für mich eine der eindrücklichsten Erlebnisse meines Lebens gewesen und hat mich auch so maßgeblich geprägt, dass ich gesagt habe, ich will weiter Politik gestalten. Und dieser Wandel, den wir damals erlebt haben und der ja immer noch auch am Laufen ist und der so großartig von dem allergrößten Teil der Menschen ja auch bewältigt wurde, den erleben wir jetzt ja auch in ganz vielen anderen Bereichen. Und wir müssen, und das hat Katja Pehle gerade gesagt, aufpassen, dass diese Abstiegsängste, die ja gerade im Osten, diese Abstiegserfahrungen, die damals da waren, dass wir da den Ausgleich schaffen. Und deswegen bin ich bei den Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten engagiert, weil das haben wir im Blick. Und das war für mich, wie gesagt, damals der Mauerfall eine ganz eindrückliche Zeit. Dann leite ich einfach weiter in dem Fall zu Georg Meyer, der ja tatsächlich jetzt in Thüringen ist, aber das war ja schon mal, nämlich 1995, also relativ kurz, sage ich mal vorsichtig, ungeschützt nach der Wende. Wie ist es für Sie auch, das Dahinkommen wieder zu sagen, was ist in den 25 Jahren seitdem auch passiert? Ja, tatsächlich. Also ich habe mehrfach in meinem Leben den Lebensmittelpunkt verlagert, von Ost nach West, von West nach Ost und so weiter. Quasi einmal im Jahrzehnt bin ich jeweils auf die andere Seite, wobei ich möchte gar nicht von Seiten reden. Wissen Sie, ich bin, wenn man schon über Himmelsrichtung redet, ich bin im Süden geboren, am Bodensee. Ich wohne jetzt im Thüringer Wald und das ist genauso schön. Ja, und das ist so, deswegen, meine Kinder sind teilweise im Westen, teilweise im Osten geboren. Ich habe eine ostdeutsche Partnerin. Also ich würde mich jetzt, wie soll ich mich verorten? Ich stelle mal die Frage, was bin ich eigentlich? Ja, und ich habe tatsächlich in den frühen 90er Jahren diesen Aufbruch mitbekommen. Und das war schon eine ganz beeindruckende Sache, die mich geprägt hat. Auch gerade als Westdeutsch-Sozialisierter. Also es war alles in Frage gestellt. Viele mussten bei Null anfangen, aber viele haben auch zugepackt und was auf die Beine gestellt. Und genau diese Einstellung, ja, die tragen ja die Leute in sich.
Und das muss auch wieder ein bisschen rausgeholt werden. Und da möchte ich auch appellieren. Ja? Und ich möchte auch appellieren, also jeweils an die andere Seite, jetzt mal Richtung Westen, interessiert euch mal ein bisschen mehr über das, was hier so los ist und was gewesen ist. Und das hilft. Ja, das ist erstmal ein guter Anfang, vor allem zu wissen, dass ich fand es immer wirklich auch sehr spannend, dass sie eben hin und her gehoppt sind quasi immer zu. Und ich glaube, das macht auch immer mehr Deutsche aus. Mir geht's ja ähnlich mit dem Hüpfen. Also von daher kann ich das gut nachvollziehen. Und da wir beim Hüpfen sind, hüpfe ich jetzt einfach mal zu Olaf Scholz. Der ist in Osnabrück geboren. Osnabrück ist, wenn man Niedersachsen kennt, ein bisschen so wie Ostdeutschland, nur auch ein bisschen ärmlicher. Und von daher ist ja da so eine Grunderfahrung da, wie das ist, in einer abgehängten Region zur Welt zu kommen. Sie haben es richtig gemacht, schnell nach Hamburg gegangen, hätte jeder aus Osnabrück. Ich wollte dazu sagen, ich bin im dritten Lebensjahr nach Hamburg gegangen. Wir wollen es jetzt mit den biografischen Bezügen nicht übertreiben. Ich finde es aber eine schöne Entscheidung, schon sich mit 3 Jahren zu entscheiden, zu sagen, Osnabrück geht wirklich nicht. Nichts gegen Osnabrück, ist eine ganz tolle Stadt. Ich weiß das, aber man muss es sagen dürfen. Das bedeutet aber natürlich, Hamburg scheint erstmal weg zu sein, ist aber falsch. Sie leben seit einigen Jahren in Potsdam. Sie treten bei der Bundestagswahl auch in, ganz wichtig, in Brandenburg an und auch mit einem klaren Programm. Dann hat es ja auch schon gehört. Wie haben Sie denn auch damals für sich den Umbruch in den frühen 90ern oder Ende der 80er erlebt? Für mich war das eine der wichtigsten Erfahrungen meines Lebens, weil ich in der Tat sehr, sehr viel getan habe und tun konnte im Osten Deutschlands als Betriebsratsanwalt, als jemand, der Arbeitnehmer und Arbeitnehmer vertreten hat, bei vielen Unternehmen Sozialpläne verhandelt habe für die Beschäftigten und aus deren Perspektive versucht habe, auch die Übergänge zu organisieren mit den Beschäftigungsgesellschaften. Und mal abgesehen von dem ganzen Handwerk, bei dem man ja auch viele neue Dinge ausprobieren musste und wenn es irgendwie gut läuft, ging es auch darum, einfach zu sehen, was da los war. Da sind ja Männer und Frauen mit mir zugange gewesen, die wirklich viel konnten, die total engagiert waren, die auch alle für die Demokratie gekämpft hatten und sich dafür eingesetzt hatten, dass das funktioniert und die gleichzeitig um den Kampf um jeden einzelnen Arbeitsplatz aufnehmen mussten. Das ist eine sehr prägende Erfahrung, die ich nicht vergessen werde und die viel bei mir ausgelöst hat und sicherlich auch dazu beigetragen hat, dass ich in der politischen Haltung mich noch mal verändert habe und heute als sehr pragmatischer Politiker gelte. Weil wenn man sowas erlebt hat, dann geht es einfach schon ums Machen und wie man die Sachen gut hinkriegt und dass man da nicht allzu viele abstrakte Theorien drüber entwickelt. Aber gleichzeitig ist es so, dass das für mich natürlich ein Punkt ist, wo ich sage, das ist toll, dass ich jetzt die Gelegenheit habe, schon seit einigen Jahren in Brandenburg zu leben und da jetzt auch politisch zu kandidieren. Für mich ist das einfach etwas, das einen Kreis schließt, der begonnen hat in den 90er Jahren. Und ich fühle mich sehr gut damit aufgehoben, weil es ja auch einen Auftrag formuliert, nämlich das, was jetzt noch zu tun ist, ich habe darüber gesprochen, auch tatsächlich zu tun. Und nicht nur Reden zu halten, wenn Jahrestage sind. Sie waren ja gerade in den 90ern auch in Leipzig unterwegs. Wenn Sie jetzt sozusagen auch heute noch nach Leipzig kommen, da mal wieder hingucken, es ist ja nicht weit von Halle weg. Ich sage mal, Halle ist ja im weitesten Sinne ein Vorort von Leipzig, sagen die einen. Die anderen sagen, um Himmels Willen, ist umgekehrt. Aber wie man sieht, das Leipzig von heute unterscheidet sich natürlich von dem vor 25, 26 Jahren. Wie erleben Sie diese Unterschiede auch? Zunächst mal ist es eine wunderschöne Stadt, das will ich dazu sagen und war es übrigens auch zu der Zeit, das ist mir sofort sichtbar gewesen. Da gibt es ja doch ganz unterschiedliche Traditionen. Ich lebe jetzt ja in einer Stadt, die mehr so von den Königen gebaut worden ist und es gibt auch in Sachsen eine Residenzstadt, die sehr von dem Engagement der dortigen Herrscher jeweils geprägt ist in der baulichen Struktur, aber umgekehrt sieht man auch, was sich alles verändert und bewegt und voranentwickelt hat und dass die Sachen ja ganz anders kommen können. Denn das ist ja eine Stadt, die plötzlich ein Problem hat mit zu wenig Wohnung. Eine Stadt, die einen großen Zuzug hat, bei der die Frage, ist da eine Zukunft gar nicht in Frage steht. Und ich finde, das ist das, was wir für den ganzen Osten Deutschlands erreichen müssen. In der Realität, da ist es an der einen oder anderen Stelle mehr der Fall, als man das vor Ort wahrnimmt, aber natürlich auch in der Haltung, mit der das gesehen wird. Und wenn man beides hinkriegen kann, erstens wirklich ökonomisch handfest ablesbare Zukunftsperspektiven und emotional auch das sichere Gefühl, die Zukunft ist hier bei uns genauso wie anderswo, dann ist das, glaube ich, ein großer Fortschritt. Ich
versuche, ein bisschen so im Kreis zu bleiben, würde ich jetzt nochmal zu Katja Pähle kommen wollen. Wichtiges Thema ist, das ist ja auch das Thema unserer Diskussion, ein bisschen Osten nach der Pandemie, Wirtschaft wieder hochfahren. Ich meine, Sie haben in Sachsen-Anhalt, sage ich mal vorsichtig, auch ein bisschen Glück, weil der Wirtschaftsminister ist ja ein Sozialdemokrat und der macht das erstaunlich gut. Ich muss sagen, jahrelang war immer wieder das Wirtschaftsministerium in Sachsen-Anhalt in den nicht so positiven Schlagzeilen. Seitdem es der Willinger macht, hat sich das geändert, was ja ein gutes Zeichen ist. Darauf kann man ja aufsatteln. Wie wird unter anderem darauf dann aufgesattelt jetzt? Also erstens, Armin Willingmann ist der beste Beweis, Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten können Wirtschaft. Und das ist gut so, wenn wir Wirtschaft machen. Wie wollen wir nach der Pandemie Wirtschaft wieder ankurbeln? Wir wissen ganz einfach, dass in unseren Kommunen ein unglaublicher Investitionsstau herrscht. Und der wird im Besten abgebaut, wenn kleine und mittelständische Unternehmen kommunale Aufträge bekommen. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, ein kommunales Investitionsprogramm auf den Weg zu bringen, um tatsächlich der hiesigen Wirtschaft eine Perspektive zu geben, um die Leute schnellstmöglich aus der Kurzarbeit zurückzuholen, sie wieder gut zu beschäftigen und im günstigsten Fall sogar mehr Leute einzustellen. Und etwas Ähnliches wollen wir tun beim Thema Krankenhäuser. Auch hier hat sich über Jahre hinweg ein unglaublicher Investitionsstau aufgestaut. Und da hilft nur ein staatliches Programm. Investitionen sind wichtig, um Nachfrage zu organisieren. Und es ist auch genau der richtige Moment, denn wir haben von der Bundespolitik nicht nur unter Corona-Zeiten gelernt, dass man gelegentlich in solchen Krisensituationen die Bazooka rausholen muss. Sondern wir haben es auch in anderen Krisen erlebt. Ein starker, gestaltender Staat muss in der Lage sein, Nachfrage zu organisieren, damit Arbeitsplätze erhalten bleiben, Wirtschaftswachstum angeschoben wird. Wer in dieser Situation eher auf die schwarze Null schielt und alles zusammenhalten will und auch sparen will, insbesondere bei Sozialausgaben, das ist das, was die CDU aktuell sagt, am besten alles, was jetzt unter Corona-Bedingungen ausgegeben wurde, um das Leben am Laufen zu halten, das soll gleich wieder eingespart werden und am besten mit einem ganz straff zusammengekürzten Landeshaushalt, der riskiert Zukunft. Der schafft die nächste Krise und investiert nicht in die Bereiche, die so wichtig sind für die Perspektive. Digitalisierung, Schulen, Gesundheitsversorgung und insgesamt Investitionen in unser Land. Und deshalb hoffe ich sehr, dass die Menschen verstehen, dass jetzt aktuell der absolut falsche Moment ist, um zu sparen, sondern jetzt müssen wir Geld in die Hand nehmen und in Zukunft investieren. Frau Giffey, Sie haben sich entschieden, in Berlin die Spitzenkandidatur zu übernehmen, wo viele sagen, das aber mutig, weil Berlin ist tatsächlich eine schwere Stadt natürlich. Sie hat immer noch die Nachwirkungen dieser Teilung, ein bisschen ist es noch, aber immer weniger geteilt, Gott sei Dank, aber es ist trotzdem hart sozusagen und mutig. Was haben Sie vor, dort zu tun, damit Berlin noch größer, noch stärker, noch schöner wird? Schöner kann man noch ein bisschen arbeiten, wissen wir. Also erstmal ist Berlin nicht eine schwere Stadt, sondern eine der attraktivsten Städte Europas und der Welt. Ja, das halten wir mal fest. Wir haben keinen anderen Ort in Deutschland, in dem man so Geschichte in jedem Schritt und Tritt, den man geht, auch wirklich spüren und nacherleben kann. Und es ist einfach toll, in einer der tollsten Städte der Welt Politik machen zu können. Das will ich erstmal festhalten. Ja, so. Und ansonsten geht es natürlich darum, was Katja Pähle auch gesagt hat. Wir werden eine Zeit haben nach der krisenhaften Pandemie, wo wir darauf achten müssen, dass unsere Wirtschaft, unsere Bundesländer, das Land insgesamt wieder nach vorne kommt. Und wir haben in Berlin ja vor der Krise, das wissen viele gar nicht, aber wir hatten das stärkste Wirtschaftswachstum im bundesweiten Vergleich, weil Berlin geboomt hat. Ob Tourismus, Veranstaltung, Gastronomie, Hotellerie, das sind alles das Kongressgeschäft, das sind alles Dinge, die jetzt natürlich in der Krise ganz besonders stark betroffen sind auch. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dort ein Zukunftsprogramm für den Neustart entwickeln, das habe ich vor, damit wir eben wieder zu der Stärke vor der Krise zurückkommen und natürlich auch darüber hinaus uns weiterentwickeln. Und mein Programm ist ein ganz klares, die 5 Bs für Berlin, Bauen von Wohnungen und öffentlichen Nahverkehr, Bildung, natürlich mit Digitalisierung und allem, was es dazu braucht, Wissenschaftsstandort stärken. Das 3. B ist das beste Wirtschaft, da geht es um gute Arbeit, aber es geht auch um eine Partnerschaft,
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Berliner Wirtschaft. Viertes B, bürgernahe Verwaltung. Wichtig, bei allen Wünschen, die wir politisch haben. Wenn wir keine Verwaltung haben, die es hinkriegt, wird schwierig. Und das fünfte B ist Berlin in Sicherheit. Und damit ist soziale Sicherheit gemeint, aber auch innere Sicherheit. Denn das ist auch etwas, was zur lebenswerten Stadt dazugehört. Und jetzt werden Sie sich fragen, warum fängt Klimaschutz nicht mit B an? Nein, es ist nicht so, dass das Thema keine Rolle spielt, sondern es ist ein Querschnittsthema. Das Thema klimafreundliche Stadt muss sich durch alle Bereiche ziehen. Ob das in der Wirtschaftsförderung ist, in der Schulbauoffensive oder beim Thema, wie bauen wir den öffentlichen Nahverkehr aus, das ist das große Zukunftsthema. Und ich finde, das passt sehr gut zusammen mit dem Programm, was Olaf Scholz vorgestellt hat, nämlich zu investieren in Zukunftstechnologien, in den Klimaschutz, aber auch zu sagen, ich habe mir das so gemerkt, Olaf, in einer deiner ersten Reden hast du das Wort in dem ja ganz stark gemacht. Indem wir gute neue Arbeit schaffen, schützen wir das Klima. Indem wir Technologien fördern, die für neue, auch klimafreundliche Wege stehen, leisten wir einen Beitrag zu einer klimagerechten Stadt, zu einem klimagerechten Land. Und das müssen wir tun. Und ich finde immer bei aller Diskussion um die Energiewende, wir dürfen eins nicht vergessen. Es ist nicht nur die ökologische Dimension, es ist die ökonomische und vor allen Dingen, und da hat die Sozialdemokratie ein Alleinstellungsmerkmal, es ist auch die soziale Dimension. Wenn die Leute sich hier in Sachsen-Anhalt, die gerade vielleicht sich eine neue Heizung eingebaut haben, fragen, sag mal, wie sollen das eigentlich alles werden? Ich habe davor Sorge, meine Arbeit zu verlieren, mein Haus nicht so ausstatten zu können, wie es vielleicht jetzt dann angezeigt ist. Diese Sorgen müssen wir nehmen. Und es gibt nun mal auch Menschen, die sagen, biologische Ernährung ist super, aber wenn ich im Supermarkt stehe vor dem Fleischregal oder vor dem Eierregal, dann überlege ich mir, was ich mir leisten kann. Und diese Menschen sind auch die, die Sorge haben vor dem, was wir Energiewende nennen. Und da müssen wir uns drum kümmern, dass wir auch darauf Antworten finden, indem wir die Menschen mitnehmen und indem wir es so machen, dass die Energiewende auch sozial ist. Und da haben wir was gemeinsam, glaube ich, mit Olaf. Nicht nur an dem Punkt. Es freut mich zu sehen, dass man merkt, dass sich doch Bund und Länder ein bisschen angenehm miteinander überschneiden. Und ich wollte Berlin ja auch ja nicht schlecht reden. Ich bin selber ein Halber, also von daher um Himmels Willen. Na, dann ist ja gut. Ja, da hatte ich doch gehofft, dass wir da noch zusammenkommen. Und Herr Mayer, Sie haben ein bisschen Pech. Eigentlich ist es klar, es wird gewählt in Thüringen. Eigentlich ist es unklar, weil jetzt plötzlich dieser oder jener CDU-Abgeordnete an was immer hängt und nicht mehr will. Erstens mal, wie wahrscheinlich ist es, dass gewählt wird? Ich hoffe doch mal sehr, wir haben Demokratie. Und das andere ist, was heißt ist für Sie da? Da ist ja auch ein ganz anderer Weg anzupacken. Ach ja, was soll ich dazu sagen? Diese CDU. Ja, also ich meine, Olaf hat es ja schon ausgeführt mit Maßen. Das ist ja schon eine Verrücktheit schlechthin. Aber die CDU schafft es halt auch nicht, zu Vereinbarungen zu stehen, die wir geschlossen haben. Nach dem Dammbruch letztes Jahr, in dem ein Ministerpräsident mit den Stimmen der AfD gewählt wurde, war klar, wir müssen diesen Landtag neu wählen. Ja, und am klarsten hat das die SPD zum Ausdruck gebracht. Wir hätten gerne schon letztes Jahr gewählt. Ja. Jetzt ist es so, also man muss ja sagen, 2019 ist ja schon 2 Jahre her. Also jetzt ist es so, dass die CDU offensichtlich nicht zu dieser Vereinbarung steht und es ist ja an dieser Stelle jetzt tatsächlich wackelig. Aber eins kann ich sagen, wir stehen weiterhin dazu, wir kämpfen weiter für die Auflösung des Landtages und wir wollen wählen. Punkt. Mehr kann ich im Moment nicht dazu sagen. Unsere Position ist felsenfest und ganz klar. Was heißt das für Thüringen? Ich könnte mir jetzt ja, Franziska, die 5 Bs fand ich jetzt richtig gut. Jetzt könnte ich mir ja 5 Ts überlegen. Ja, wobei die Südthüringer mit dem T so ein Problem haben. Die sind ja fränkisch geprägt schon. Die können so ein T nicht so gut aussprechen. Also insofern lasse ich es mal lieber. Sondern für mich ist Folgendes klar. Wissen Sie, Thüringen ist halt leider auch von der Demografie hart getroffen. In Thüringen werden jeden Tag ungefähr im Durchschnitt 40 Babys geboren, aber es sterben am selben Tag halt auch leider im Durchschnitt 80 Menschen. Das heißt, wir schrumpfen. Bei uns gibt es viel Platz. Was ist jetzt gerade passiert in der Pandemie? Was haben wir gerade festgestellt? Wir können plötzlich alle Homeoffice. Ja, was man vorher ja irgendwie gar nicht so richtig die Wirtschaft gedacht hat, brauchen wir nicht oder machen wir mal zurückhaltend, die Mitarbeiter sollen alle in Betrieb kommen oder ins Büro, das geht jetzt plötzlich. Das heißt, es ist jetzt auch ein Arbeitsmodell möglich, dass man im Ballungsraum tatsächlich seinen Job hat, aber in Thüringen lebt. Und das ist für mich eine riesige Chance. Das heißt auch, und jetzt wird es ein bisschen langweilig, weil auch ich sage, wir müssen investieren. Jetzt ist die Zeit zu investieren. Ja, womit fangen wir natürlich am besten an? Haben wir auch schon mit dem Thema Infrastruktur, Breitband und so weiter. Weil wenn ich das Breitband
in die Dörfer bekomme, in die Kleinstädte bekomme, dann können die Menschen dort leben und arbeiten. Und es ist schön in Thüringen und vor allen Dingen die Lebensbedingungen sind in vielerlei Hinsicht einfach angenehmer wie in den Ballungsräumen. Zum Beispiel, also Berlin ist ein bisschen voll geworden die letzten Jahre. Tatsächlich, wer kann sich denn zum Beispiel dort noch ein Eigenheim leisten oder im Rhein-Main-Gebiet? Ja, bei uns geht das noch. Und das sind die Dinge, die will ich aufzeigen. Aber da geht es auch um weiche Faktoren. Ich will natürlich, dass die Lebensqualität im ländlichen Raum hoch bleibt. Das heißt, ich muss die Kommunen in die Lage versetzen, dass sie investieren können. Ja, in Dinge wie zum Beispiel touristische Infrastruktur, aber auch Vereinswesen, Kultur und so weiter. Weil das ist doch das, was die Menschen schätzen, wenn sie vor Ort dort leben. Bildung ist ein weiteres Stichwort. Also da muss investiert werden, am besten über die kommunale Schiene. Genau, ländlicher Raum ist wirklich ein gutes Stichwort, weil das eigentlich für außer Berlin alle hier Anwesenden gilt. Das ist ein immer größeres, wichtiges Thema. Und da kommen wir auch einfach nach Mecklenburg-Vorpommern wieder, nicht nur weil ländlicher Raum. Es ist überhaupt ein wunderschönes Bundesland. Sie haben das Glück, dass Sie dort regieren dürfen, mitregieren dürfen mindestens. Und was wird sich auch, nicht nur Investitionen, das kann man übrigens oft genug wiederholen, weil die Leute müssen es hören, es muss ja auch ein bisschen einpeitschen innerlich, dass man sagt, es gibt wirklich was nachher raus, wenn wir euch wählen. Was wird bei Ihnen passieren? Ja, das ist vielschichtig. Da könnte man jetzt anderthalb Stunden drüber sprechen. Was müssen wir machen, um sozusagen auch aus der Krise heraus stark zu werden und auch Dinge entwickeln, die nach vorne wirken. Ich bin Wissenschaftsministerin in Mecklenburg-Vorpommern unter anderem. Ich bin wirklich ganz begeistert von dem Regierungsprogramm, was sich die SPD auf Bundesebene gegeben hat, weil da machen wir das Thema Innovation, Forschung sehr stark. Und das ist wirklich ein Bereich, der in Ostdeutschland aufgrund der Wirtschaftsstruktur, wir haben eben viele kleine, mittlere und Kleinstunternehmen, da ist einfach Forschung und Entwicklung schwierig und noch nicht in dem Maße eben auch etabliert. Wir müssen uns angucken, wie wir unseren Wirtschaftsstandort in Ostdeutschland entwickeln nach vorne und zwar nicht aufholen, sondern Vorsprung. Ich glaube, der Begriff ist hier schon mehrere Male gefallen. Wir brauchen einen Vorsprung und deswegen mache ich mich stark dafür, dass wir zum Beispiel, wenn es um Exzellenzförderung geht des Bundes, dass wir in Ostdeutschland endlich auch unsere Forschungsstruktur, unsere Wissenschaftsstandortstruktur mit einbringen können, Verbundsforschung fördern können. Wir haben wirklich herausragende und Alleinstellungsmerkmale, gerade im Norden, ich sag mal Meeresforschung. Ich sage, wir haben natürlich ländlicher Raum, Sie haben ihn angesprochen, riesige, große Landwirtschaftsflächen, wo wir natürlich Smart Farming für uns ein ganz wichtiger Forschungsbereich. Wir haben gerade sehr viel Chancen über Fraunhofer da auch in die Forschung reinzugehen. Das sind Themen, die, wenn man ländlicher Raum denkt, vielleicht irgendwie, man denkt das hübsche, schöne Mecklenburg-Vorpommern. Stimmt, Tourismus, wichtig, ich lade alle ein, wir können wieder Urlaub machen bei uns. Aber es ist natürlich, um das Land wirtschaftlich voranzubringen, müssen wir diese Stärken, die wir haben, die aber noch nicht so richtig nach vorne kommen, müssen wir nach vorne bringen in den nächsten Jahren. Deswegen finde ich das Regierungsprogramm auf Bundesebene hervorragend, weil das genau die Punkte sind, die da aufgegriffen werden. Die brauchen wir in Mecklenburg-Vorpommern, auch für den ländlichen Raum, aber insgesamt für Ostdeutschland, weil wir da, glaube ich, eine Möglichkeit haben, bei uns im Norden sowieso auch Meeresforschung, einen Vorsprung zu gewinnen und nicht nur hinterherrennen, sondern eigene innovative Bereiche stärken, Mobilität, Riesenbeispiel. Ich sage, ich könnte jetzt anderthalb Stunden darüber reden. Es gibt also ganz viele Bereiche, wo wir große Chancen haben, große Kapazitäten, die wir und Potenziale, die wir jetzt mit der in die neue Zeit nach Corona hineinretten, aber auch stärken müssen. Ich möchte noch sagen, also das ist alles natürlich immer etwas verkürzt, weil wir gar nicht so viel Zeit haben. Es sind viele andere Dinge da auch noch dabei, das ist mir klar. Und ich wollte auch auf keinen Fall Mecklenburg-Vorpommern auf eine äußere Schönheit reduzieren, weil mir ist klar, dass das Land tatsächlich durchaus einiges an Innovationen zu bieten hat. Und wer mal Rostock sich ein bisschen angeguckt hat, alleine schon, oder die anliegenden Städte, der weiß, was da los ist. Und da reden wir über vieles. Und das ist aber eine gute Überleitung quasi gewesen, das Bundesprogramm zu loben. Da sind wir dann ein bisschen wieder bei Olaf Scholz, dem Spitzenkandidaten, dem Brandenburger eben dann jetzt auch, kann man eben auch dazu sagen, was nicht unwichtig ist, weil es ist mehr als ein Zeichen, es ist ein deutliches, klares Statement, das ist uns wirklich wichtig dort. Und da nochmal vielleicht ein bisschen zusammengefasst, was ist wichtig dort, aber überhaupt für Sie als Spitzenkandidat?
Mir ist wichtig, dass wir uns für ein besseres Miteinander in unserem Land einsetzen. Deshalb rede ich über Respekt und Anerkennung. Das sind aber keine abstrakten Begriffe. Habe ich schon mal als Frage gekriegt von dem einen oder anderen Medienvertreter, was ja auch okay ist. Die sollen ja kritische Fragen stellen und müssen das. Aber ich bin ganz klar und sicher, fast jeder Bürger, jede Bürgerin weiß genau, worum es geht. Weil das ziemlich viele umtreibt in dieser Gesellschaft, dass sie das Gefühl haben, dass ihre Lebensleistung, das, was sie machen, da, wo sie sind, nicht in gleicher Maße anerkannt wird, wie das eigentlich richtig wäre. Und man macht nichts falsch, wenn man Handwerksmeisterin in einer kleinen Stadt in Deutschland ist. Aber so ein bisschen ist der Diskurs in Deutschland in diese Richtung geraten. Und das müssen wir wieder zusammenbringen, indem wir sagen, Stadt, Land, aber auch unterschiedliche berufliche Perspektiven müssen so organisiert sein, dass alles funktioniert, aber dass wir uns auch auf Augenhöhe miteinander begegnen, dass nicht der eine sich als was Besseres als die andere empfindet, weil er reicher, vermögender, mit besserem Einkommen, mit einer anderen Ausbildung versehen ist oder am richtigen Ort lebt aus seiner eigenen Sicht. Und das, glaube ich, sind genau die Dinge, die wir ändern müssen. Und die haben natürlich auch was mit Ost und West zu tun und den Herausforderungen, die da stehen. Deshalb, glaube ich, ist das im ganz großen Sinne die wichtige Herausforderung im 21. Jahrhundert bei den klassischen, reichen Industrieländern, und zu denen gehört Deutschland nur ganz vorne an, wo überall solche Umbruchprozesse zu sehen sind. Und wir hier im Osten Deutschlands wissen ganz genau, was damit verbunden ist. Das haben wir schon diskutiert. Und die zweite Frage ist, dass wir den Fortschritt packen, dass wir die Zukunft packen, dass wir aber verstehen, dass das nicht von alleine kommt. Die politischen Wettbewerber erwecken immer den Eindruck, man müsste nur darüber reden, schon ist er da. Oder irgendwie ergibt er sich, und das ist auch schön. Aber ich glaube, wir sind jetzt in einer Phase, in der es genau anders sein muss. Das mit dem Breitband hat nicht geklappt, weil die falschen Gesetze vor 30 Jahren gemacht worden sind. So lange liegt das her, dass wir im Prinzip falsch abgebogen sind im Hinblick auf die wichtigen Weichenstellungen für die Frage, haben wir eigentlich eine flächendeckende Infrastruktur, die gut investiert wird. Das Gleiche gilt für den Mobilfunk, wo wir jetzt ein bisschen härtere Gesetze gemacht haben und wo ich mich auch sehr für eingesetzt habe. Aber dass das eigentlich flächendeckend sein muss und dass das überall funktionieren muss, das ist ja etwas, das man nicht mit Fördertöpfchen neben Fördertöpfchen alleine hinbekommt, sondern auch mit Klarheit in der Frage, dass das ein zentrales Anliegen ist. Das Gleiche gilt für die modernen Industrien, die wir jetzt entwickeln können. Aber das bedeutet, dass wir mehr Strom haben, dass wir mehr erneuerbaren Strom haben, dass wir die Leitungen bauen. Das kann alles nicht so funktionieren, wie das gegenwärtig geplant wird. Ich meine, wir leben doch in einem Land, in dem es offenbar erstmal unkommentiert geschehen kann, dass man auf der einen Seite der Zeitung lesen kann, dass die Dinge nicht fertig werden bis 2030 und manche erst 2040, aber wir von dem, was nicht fertig wird, noch viel mehr bräuchten, damit zum Beispiel unsere CO2-Minderungsziele was werden. Also es wurde gerade, und das ist für mich ein großes Beispiel dafür, eine Meldung veröffentlicht als Erfolgsmeldung. Der Nordlink ist fertig, also das Kabel zwischen Deutschland und Norwegen. Was dazu führt, dass wenn wir zu viel Windstrom haben, die auf ihren Wasserstrom verzichten und unseren Windstrom nehmen. Und wenn wir zu wenig Windstrom haben, sie uns ein bisschen was von ihrem Wasserstrom abgeben. Also aus den Wasserkraftwerken in den norwegischen Bergen. Alles super. Über die habe ich schon diskutiert, als ich anfing, Hamburger Bürgermeister zu sein. Und jetzt ist sie fertig. Und als kleine Nebenmeldung las sich in dieser Beschreibung die Meldung, der geplante Link in den Süden wird vielleicht erst 28 fertig. Was ja heißt, dass wir nicht nur das, was wir geplant haben, viel zu spät hinkriegen. Was soll denn aus all den Leitungen werden, die wir mit unseren Klimazielen verbunden, noch in der nächsten Zeit brauchen? Und da, glaube ich, brauchen wir mehr tatkräftige Frauen und Männer, so wie die, mit denen ich hier die Ehre habe, auf dem Podium zu stehen, und die dafür sorgen, wir packen das jetzt an, wir machen jetzt auch, damit das was wird. Und dann kann man dabei erreichen, dass dieser Fortschritt, dass die Zukunftsinvestition mit den neuen Technologien, mit elektrifizierter Mobilität, mit Batterien, mit der Frage von Wasserstofftechnologie, gerade auch hier im Osten Deutschland, neue, gute, erstklassige Arbeitsplätze schaffen. Herzlichen Dank. Also wir sind jetzt fast schon am Ende unserer Runde erst einmal angelangt. Das bedeutet aber, dass jetzt Menschen, also ich habe
zum einen schon Fragen hier, die Menschen gestellt haben, und zum anderen hörte ich aber, es ist dann jetzt jemand gleich zugeschaltet und da sehe ich das. Ich würde Sie ganz lieb bitten, Ihre Frage relativ klar, präzise und in nicht allzu langer Zeit zu stellen. Sie werden das gut hinkriegen, ich denke das. Bitte sehr, wir sind gespannt. Ja, viele Grüße aus Moritzburg in das schöne Halle. Ich wäre gerne bei euch, aber es ist halt so. Ich habe bei der Rede von Olaf natürlich immer ja, ja, ja gerufen, weil genau das ist es. Danke, Olaf, für diese Klarheit deiner Position. Das kennen wir, das ist auch wichtig, weil wir müssen Menschen überzeugen. Und nicht nur am Küchentisch, den du ja schon kennengelernt hast von mir, sondern auch die ganzen Gespräche, die du geführt hast, die ich auch geführt habe, bei meinen Arbeitseinsätzen zum Beispiel. Und dort habe ich eben genau die Menschen kennengelernt, die bisher vielleicht etwas anderes gewählt haben, aber die genau für unsere Themen ansprechbar sein müssen. Zum Beispiel die Reinigungsfachkraft, die zwei Jobs braucht, um überhaupt zu überleben und die froh war, als sie dann von der Grundrente von mir hörte, völlig überrascht war. Ich ahne aber auch, was sie wählt, weil sie war jetzt nie so begeistert von der Flüchtlingspolitik und von denen da oben auch nicht. Aber genau sie müssen wir ansprechen, weil das ist genau das, was du, Olaf, mit Respekt meintest. Die hat den Respekt verdient und eben nicht nur eine gute Rente, sondern die will jetzt auch einen besseren Lohn haben. Deshalb Mindestlohn auf 12 Euro und noch besser bitte Tariflöhne. Und was für mich eben auch spannend war, ich habe auch gearbeitet bei BMW und bei Volkswagen und dort haben die Kolleginnen und Kollegen über die Zukunft gesprochen, der Elektromobilität. Und was das mit ihrem Job macht. So. Und auch dort ist ein großer Teil, die wählen eher schwarz, weil sie denken, den unterstellen sie da eine Wirtschaftskompetenz. Dabei sind wir das doch, die Garantie geben, dass diese Transformationsprozesse gerecht gestaltet werden. Und da müssen wir eben auch weiter dranbleiben, weil wir sind doch die Einzigen, die jetzt, sagen wir mal, diese Klimawandel, Innovation und Arbeitsplätze zusammendenken. Und daraus eben unsere Zukunftsmission ableiten. Und deshalb dieses klare Statement auch von dir, Olaf, ist genau das, was wir benötigen. Wir brauchen einen Vorsprung Ost. Die Ossis kennen ja auch noch den Spruch, überholen ohne einzuholen. Hier geht es wirklich darum, dass wir klar machen, es hat etwas damit zu tun, den Menschen auch selbstbewusst zu sagen, wir rennen nicht hinterher. Wir haben eine eigenständige Entwicklung, weil wir das Potenzial haben. Hier in Sachsen, wo ich nun als Wirtschafts- und Arbeitsminister Verantwortung habe, setzen wir auf Elektromobilität, setzen wir auf künstliche Intelligenz, setzen wir auf das Thema Wasserstoff. Und genau da brauchen wir eben die Unterstützung eines Bundeskanzlers, der eben auch den Blick dafür hat, dass daraus ein Vorsprung generiert werden kann. Und das ist auch notwendig in einer Zeit, wo auch bei diesen Themen alle Regionen in Deutschland und Europa weiterarbeiten. Aber dort hätten wir mal wirklich eine Chance, gerade in Ostdeutschland Dinge voranzutreiben. Also von daher ist es jetzt nicht eine Frage, sondern eher ein Kommentar dazu, dass wir genau mit dem Thema Respekt und unserer Zukunftsmission eine Antwort geben, weil die anderen geben es nicht. Genau deshalb, Olaf, richtig, machen statt wünschen. Statement zu einem doch prominenten SPD-Mitglied, bitte. Ja, der Burger gefällt mir sehr, nicht nur am Küchentisch. Aber ich will ausdrücklich dazu sagen, dass es schon um diese Frage geht, kriegen wir das eigentlich hin? Und ich sehe, dass bei ganz vielen ein Verständnis dafür wächst, dass Wirtschaftsnähe vielleicht mehr was mit Maskendeals zu tun hat, als dass man sich um die Wirtschaft kümmert und dass sie wirklich läuft und dass Arbeitsplätze und Fortschritt dabei zustande kommt. Und die Wirtschaftskraft, die wir für Deutschland brauchen, die können wohl genau in diesem Augenblick vor allem die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten erkämpfen. Meine sehr klare Behauptung, eine weitere von der CDU geführte Regierung würde Deutschland Arbeitsplätze, Wohlstand und Wirtschaftskraft kosten, weil sie einfach nicht auf der Höhe der Zeit sind und das Falsche wollen. Also gerade ein paar Wochen ist es her, dass sie die Baurechtsänderung, das klingt so klein, die wir vorgeschlagen haben, damit das, was ich vorhin erzählt habe, sich ändert, man also schnell genug die ganzen Leitungen und die ganzen Erzeugungsanlagen errichten kann, abgelehnt haben. Sie haben sogar abgelehnt, dass man höhere Ziele für die Stromproduktion braucht, obwohl man nur einmal zu BMW gehen muss und zu Volkswagen oder Daimler oder allemal zu Tesla, ob man nur mal zu den Stahlwerken gehen muss oder zu den Chemiewerken. Die wissen alle, überall in Deutschland, was sie tun wollen. Die investieren auch schon, die treffen jetzt in diesen Tagen Entscheidungen.
Und sie brauchen dafür eine verlässliche Politik, sagt, ich garantiere, dass in dem Augenblick, in dem euer neuer Hochofen fertig ist, wir auch den Strom haben, den ihr dafür braucht. Das wird nämlich viel mehr als heute sein. Oder den Wasserstoff, den ihr dafür braucht, damit das funktioniert. Und die brauchen jetzt Politik, die gestaltend eingreifen will, damit die Voraussetzungen dafür da sind. Und sind ja hier einige unter den Zuhörern. Ich habe gerade mit Betriebsratsvorsitzenden von Stahlunternehmen gesprochen. Die alle diskutieren mit jedem einzelnen Kollegen vor Ort, jeder einzelnen Kollegin gegenwärtig die Frage, dass ein größeres deutsches Automobilunternehmen gerade einen Liefervertrag vorbereitet mit einem schwedischen Stahlproduzenten, der CO2-neutralen Stahl in kürzer Zeit anbieten will. Ich sage, diese Arbeitsplätze in Deutschland sind gefährdet, wenn zu lange die CDU da noch mitmischen kann. Wir brauchen endlich wirtschaftspolitische Tatkraft. Danke für das Statement. Und wir haben jetzt tatsächlich einen Zuschauer möglicherweise zugeschaltet. Wir werden gucken, ob es technisch geht. Sonst habe ich eine Frage. Er ist da, wunderbar. Herzlich willkommen, Olaf Ebert. Sie haben eine Frage an die Runde. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, ich bin zu hören und zu sehen. Meine Internetleitung ist leider etwas instabil. Ich denke auch zurück an den letzten SPD-Konvent, Ostkonvent und Gespräche mit Franziska Giffey und Katja Pähle zu Engagement und Demokratieförderung in Ostdeutschland. Ich denke, da hat die SPD in der letzten Legislatur sowohl auf Bundes- wie auch auf Landesebene schon viel erreicht. Auf Bundesebene haben Manuela Schwesig und Franziska Giffey das wirksame Patenschaftsprogramm Menschen stärken Menschen auf den Weg gebracht. Sie haben die Gründung der Deutschen Engagementstiftung ermöglicht. Sie haben den Ausbau geschaffen. Die Förderung an den Ausbau des Landesprogramms für Demokratie. Katja hat vieles angesprochen, auch was möglich war und was aber eben auch nicht möglich war mit dem Koalitionspartner CDU, wo eben die Positionen zu Engagement und Demokratieförderung oft grundlegend auseinandergehen. Und so frage ich in die Runde euch, was ihr euch eben vorgenommen habt für die nächste Legislatur, um eben zum Beispiel das Demokratiefördergesetz auf den Weg zu bringen und um ja das bessere Miteinander, wie Olaf Scholz es. Ich lese die Frage einfach jetzt noch mal frecherweise vor, wie Sie uns, damit wir das im Zusammenhang haben, und das würde ich an alle weitergeben wollen. Wie kann und will die SPD in der nächsten Legislaturperiode Engagement und Demokratieförderung für Vielfalt und Zusammenhalt vor Ort auf Landes- und Bundesebene gestalten? Ich würde wieder mal so anfangen mit Katja Pähle und dann, ich stelle immer dann rum. Bitte. Es ist ganz klar, dass wir ohne Engagement und auch ohne Demokratieförderung nicht vorwärts kommen. Unsere Gesellschaft lebt davon, dass Menschen sich in ihrer Freizeit engagieren und eigentlich das Wertvollste, was wir alle haben, verschenken, nämlich Zeit, Zeit und Energie. Und deshalb nehmen wir uns vor, dass Demokratieförderprogramm, das es hier ja als Landesprogramm schon gibt, das zu verstetigen, um tatsächlich die Initiativen im Land zu unterstützen, die an vielfältigen Stellen sich für Zusammenhalt einsetzen, gegen Rassismus und gegen Antisemitismus. Und wir wollen insgesamt bürgerschaftliches Engagement nochmal sichtbarer machen und auch besser wertschätzen, zum Beispiel über eine Ehrenamtskarte, mit der man auch ein bisschen was, ein kleines bisschen was an die vielen Engagierten zurückgeben kann, um ihnen auch zu zeigen, der Staat, die Politik nimmt wahr, was sie jeden Tag an vielfältigen Stellen leisten. Wir brauchen allerdings auch auf Bundesebene da eine klare Haltung. Und ich glaube, diese klare Haltung kann es nur geben, wenn es einen sozialdemokratischen Kanzler gibt. Nämlich Demokratieförderung weiter voranzutreiben, auf sichere Füße zu stellen und tatsächlich auch Demokratieförderung, so wie wir es jetzt bei uns in der Verfassung ja auch als Landesverfassung festgeschrieben haben, auch als Staatsziel mitzubegreifen. Denn wir müssen hier investieren. Es ist nicht ohne Grund, wissen wir, dass unsere Demokratie bedroht wird, dass es vielfältige Kräfte gibt, insbesondere am rechten Rand und auch
auf der rechten Seite der Parlamente, die unsere Demokratie immer wieder nicht nur in Frage stellen, sondern auch wirklich massiv herausfordern. Und den Menschen Sicherheit und Rückendeckung auch von politischer Seite zu geben, die sich dagegen stellen und die sich da einbringen, das ist, glaube ich, unser allgemein auch als Sozialdemokraten verstandenes Verständnis von guter Zivilgesellschaft und gutem Zusammenhalt. Danke. Ich mag diese Frage dann an Franziska Giffey weiterreichen wollen. Ja, vielen Dank. Naja, also wir haben ja in dieser Legislatur auf Bundesebene erreichen können, dass dieses große Bundesdemokratieförderprogramm Demokratie leben eine Verstetigung bekommen hat. Das ist erstmal schon mal nicht selbstverständlich, haben wir aber geschafft. Das ist auch dank Olaf Scholz deutlich aufgestockt worden und wird ja auch in den kommenden Jahren weiter aufgestockt werden. Und trotzdem haben wir einen Punkt, wo wir sagen, wir müssen beim Thema Demokratieförderung wegkommen von der Projektitis, sondern hin zu einer wirklich gesetzlichen Grundlage. Das ist ein Auftrag, den macht man nicht mal und lässt ihn dann wieder, sondern das ist eine Daueraufgabe, solange wir in der Demokratie leben. Und deswegen war ja unser Einsatz als Sozialdemokratie ganz stark gerichtet auf ein Demokratiefördergesetz. Das stand nicht im Koalitionsvertrag, aber es war ein wichtiges Ergebnis des Kabinettsausschusses gegen Rechtsextremismus und Rassismus, dass es so ein Demokratiefördergesetz geben soll und dass auch Eckpunkte dafür erarbeitet werden. Das haben wir getan. Wir haben diese Eckpunkte auch durchs Kabinett gebracht und eigentlich wäre jetzt dran gewesen das Gesetz. Man muss aber sagen, dass wir hier von Seiten auch des Bundesinnenministeriums eben nicht die Punkte bisher bekommen haben, die dafür nötig sind. Ich kann sagen, der Teil, den die sozialdemokratische Seite liefern sollte für dieses Gesetz, der ist fertig, der liegt vor. Es könnte gehen, aber ich fürchte einfach, dass die Legislatur zu kurz ist, um dieses Gesetz jetzt noch in die Wege zu bringen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir als Sozialdemokraten auch sagen, für die nächste Legislatur muss ein solches Demokratiefördergesetz kommen. Und die Eckpunkte, die bisher da sind, sind die Grundlage dafür. Aber das ist etwas, ich finde das ganz wichtig, dass das eine Zukunftsaufgabe ist, hier auch einen gesetzlichen Rahmen zu finden und das Ganze zu ergänzen durch die Bemühungen auf Landesebene, durch die Landesdemokratiezentren, durch die Partnerschaften für Demokratie, durch tatsächlich die Vor-Ort-Akteure, die sagen, Demokratie ist auch das, was direkt im Klassenzimmer passiert, was auf dem Schulhof passiert, was in den Kantinen der Betriebe passiert, überall dort, wo Menschen zusammenkommen und darüber sprechen, wie wir eigentlich zusammenleben wollen und wie wir auch denen etwas entgegensetzen, die der Demokratie feindlich gegenüberstehen, dass wir dort sagen, dort braucht es Stärkung all derer, die sich dafür einsetzen. Und das heißt eine starke Zivilgesellschaft, aber auch ein starker Staat, der sowohl auf Prävention setzt, aber auch auf ein klares Stoppsignal für diejenigen, die sich wegbewegen vom Boden unserer freiheitlichen und demokratischen Ordnung, die unser Land einfach zusammenhält und so lange Frieden auch in Deutschland bewahrt hat. Danke schon mal. Wir haben zwar jemanden zugeschaltet, aber ich würde erst einmal hier die Frage noch mit den übrigen verhandeln wollen und dann zu Ihnen übergehen, zu Ihrer Frage. Sehen Sie es uns bitte nach. Bitte sehr, Herr Mayer, ich würde mit Ihnen weitermachen wollen, wenn das okay ist. Schließen danach dann. Ja, vielen Dank. Also als Innenminister liegt mir das Thema natürlich ganz besonders am Herzen, Demokratie. Das ist ja vollkommen klar und ich 100% Unterstützung auch für das Demokratiefördergesetz. Prävention ist, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Element. Aber wir müssen auch über wehrhafte Demokratie reden. Ja, und da reden wir auch, und ich sage es ganz offen, über Repression. Das heißt auch, die Sicherheitsstruktur in Deutschland muss gestärkt werden. Wir reden über die Polizei, wir reden über das Thema Verfassungsschutz. Und die SPD stand schon immer für Sicherheit, nicht nur für soziale Sicherheit, sondern auch für persönliche Sicherheit, sage ich jetzt mal, und für Demokratie. Wer hat denn in seiner Geschichte so für Demokratie gekämpft wie wir? Ja, und da haben wir ein Alleinstellungsmerkmal und ich möchte das auch stark machen. In Thüringen konnte ich einiges bewegen beim Kampf gegen Rechtsextremismus. Jetzt merken wir plötzlich eine Anschlagsserie, mutmaßlich von links. Das heißt also, die Demokratie ist von verschiedenen Seiten immer wieder gefährdet. Und deshalb, wenn wir über Respekt reden, Olaf, dann auch, was Polizistinnen und Polizisten anbelangt, eine gute Bezahlung, ordentliche Arbeitsbedingungen, das ist das, was wir Sozialdemokraten uns auch ins Stammbuch schreiben sollten. Frau Martin, mögen Sie ergänzen bzw. fortführen? Ja, ich wollte eigentlich nur Franziska Giffey nochmal zustimmen. Wir brauchen dringend dieses Demokratiefördergesetz. Wir brauchen das auf Bundesebene. Das ist ja nicht in dieser Legislatur schon, ich sag mal,
steckt es beim Koalitionspartner, sondern wir haben es ja in der vergangenen Legislatur schon versucht auf den Weg zu bringen und da hat die CDU leider auch uns nicht gerade geholfen dabei und es ist leider so nicht gekommen. Und wir brauchen das dringend. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern sind unglaublich viele Leute engagiert vor Ort im ländlichen Raum gerade. Wir haben da sehr viele tolle Projekte seit vielen, vielen Jahren und übrigens auch seit, also sehr strukturell schon arbeitend. Wir haben dazu auch die richtigen Förderprogramme und eine Strategie im Land. Aber es ist eben so, wie einer meiner großen ehemaligen Vorsitzenden die, aus der SPD, den ich sehr schätze, einmal gesagt hat, Demokratie ist nicht, wenn alle außen drum sitzen, unten in der Arena sich irgendwelche wenigen abstrampeln, sondern Demokratie, da müssen schon alle mitmachen. Und das tun die Menschen vor Ort in einer unglaublich mutigen Weise. Ich will das nur mal sagen, wir haben Menschen, die sich wirklich die Stirn bieten, den Angriffen gegen die Demokratie. Wir brauchen diese Menschen, wir brauchen sie in der Schule, in der Kita, wo auch immer, die politische Bildung. Insofern brauchen wir dringend dieses Gesetz. Es ist wirklich, wir warten drauf und ich würde mich sehr freuen, wenn das dann in der nächsten Legislaturperiode auch kommt und es wird uns vor Ort bei der Demokratiearbeit sehr stark auch helfen, um die Menschen, die seit vielen, vielen Jahren arbeiten, auch in eine verlässliche Struktur, ihnen eine verlässliche Struktur zu geben. Herzlichen Dank. Olaf Scholz lasse ich jetzt einfach mal aus, weil wir haben ja gehört, er hat sich sehr dafür eingesetzt. Im Moment ist es ein bisschen an der CDU gescheitert, von daher, wir kommen noch drauf zurück. Aber wir haben jetzt einen zugeschalteten Gast, den ich jetzt gerne bitten würde, seine Frage zu stellen. Jetzt endlich, bitte sehr. Ja, mein Name ist Dirk Berner, ich komme aus Sahnitz in der Nähe von Rostock, gehört dem Landesverband Mecklenburg-Vorpommern an. Und ich würde gerne mal wissen von den Teilnehmern dort, ich war 2019 in Erfurt live dabei, wie uns der Bundesvorstand der SPD und auch die Landes-SPD hier in Mecklenburg-Vorpommern und auch, denke ich mal, den anderen Bundesländern unterstützen kann, dass die Ortsverbände wieder ein bisschen mehr Mitglieder bekommen und mit einbezogen werden in die Arbeit. Da fange ich diesmal einfach mit Olaf Scholz an, der eben ein bisschen ausgelassen wurde und der jetzt ausgelassen berichten kann. Ich habe mal einem großen Gremium, das sich mit einer Mitgliederwerbekampagne beschäftigte, die Frage gestellt, wer von denen hier anwesend, es waren 30 Leute, ist eigentlich geworben worden? Es war keiner. Alle sind jedenfalls nach eigener Idee aus eigenem Willen beigetreten. Und das spricht überhaupt nicht gegen Mitgliederwerbekampagnen, die wir mit großem Aufwand betreiben und auch immer wieder machen werden in den Landesverbänden auf Bundesebene und wo auch welche geplant sind. Am Ende müssen wir das schon hinkriegen, dass die Bürgerinnen und Bürger auf uns setzen, dass sie finden, das ist ein spannender Ort, wo man mitmachen kann. Und das ist jetzt meine Hoffnung, dass das große Gespräch, dass die Bürgerinnen und Bürger mit uns jetzt haben, wo Wahlkämpfe sind und wo es um die Zukunft des Landes geht, auch ein Moment ist, wo ganz viele sich motiviert fühlen, mitzumachen. So war das in der Vergangenheit und so wird es jetzt auch sein. Und dies ist ein ganz entscheidender Moment in der Geschichte der Bundesrepublik. Wir haben das erste Mal in der Nachkriegszeit die Situation, dass in der Bundesrepublik niemand kandidiert für das Kanzleramt, der schon im Amt ist. Es wird so sein, dass keine der Parteien Ergebnisse hat wie vor 30, 40 Jahren. Und damit ist alles offen und alles möglich. Und das heißt, das ist eine Zeit, in der ganz viele genau darüber nachdenken, was sie denn richtig finden. Und diese Gelegenheit sollte man jetzt nutzen. Ich freue mich jedenfalls auf dieses großartige Gespräch. Ist ja, kann man ja gern zugeben, auch wenn uns hier einige zuhören, für Politiker nicht immer ganz einfach, dass sich Leute für das interessieren, was wir so jeden Tag machen. Aber jetzt ist mal die Zeit und die nutzen wir. Und das sollten wir dann auch zugunsten von mehr Mitgliedern nutzen für die SPD. Danke sehr. Ich würde es gerne noch mal in die Runde geben wollen. Fange diesmal einfach mal ganz drüben an, von mir aus gesehen, mit Georg Mayer. Also, wo ist die SPD noch stark oder beziehungsweise wo ist sie besonders stark? Aus meiner Sicht insbesondere im kommunalen Bereich.
Also da sind wir doch da, da sind wir doch Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Landrätin und Landrat. Auch in Thüringen, wo wir auf Landesebene bei 8% liegen, aber wir stellen etliche Landräte, Landrätinnen, Oberbürgermeister, Bürgermeisterinnen und so weiter. Das ist doch unser Kraftzentrum. Und ich würde mir wünschen, auch in, sage ich jetzt auch mal in Richtung Bundes-SPD, guckt ein bisschen stärker noch auf die Kommunalos und gebt denen auch ein Forum, sodass das, was von unten kommt, oben gehört wird. Weil das ist so die Politik, die ist ganz nah an der Lebenswirklichkeit, da geht es darum, Probleme zu lösen. Das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, wenn die Menschen merken, die lösen mir meine Probleme, dann ist auch wieder, sag ich mal, auch eine Attraktivität gegeben, dort mitzumachen. Und natürlich müssen wir offen sein. Natürlich müssen wir für junge Leute auch Angebote machen, aber nicht nur. Ja, ich glaube, das ist ein Weg, um uns wieder stark zu machen. Danke sehr. Frau Martin, ich würde mit Ihnen einfach weitermachen wollen dazu. Ja, die Frage kam ja von einem Genossen aus meinem Landesverband. Insofern, ich weiß genau, wovon er redet. Wir haben wie Wahlkampf vor Ort, da braucht es Genossinnen und Genossen, die helfen, die Plakate kleben, die mit den Menschen ins Gespräch kommen, die in die Betriebe gehen, sprechen, wo auch immer Gespräch finden und suchen und vor allen Dingen werben für uns. Und selbst auch mit einer Haltung und einer klaren Meinung auch werben für unsere Politik. Und in einem Landesverband, wir sind ein großes Bundesland mit nicht so vielen Menschen und wir haben nicht überall, und das glaube ich gilt für mehrere Bundesländer, vor allen Dingen in Ostdeutschland, viele Genossinnen und Genossen, die Ortsvereine sind nicht überall mit ganz vielen aktiven Genossinnen und Genossen bestückt sozusagen. Da ist es manchmal schwierig, noch stärker an die Menschen heranzugehen, weil da bin ich ganz fest davon überzeugt, es ist jetzt die Hochphase von Politik, die Hochphase Wahlkampf, um für uns zu werben. Die Leute wollen auch mit uns sprechen, da brauchen wir die Leute und da brauchen wir natürlich dort, ich sag mal, irgendwie wird manchmal von den weißen Flecken geredet, aber dort, wo eben die Man- und Woman-Power in den Ortsvereinen nicht so stark ist, brauchen wir natürlich eine starke Unterstützung auch und da geht es natürlich auch um Finanzen. Wahlkampf kostet auch das ein oder andere. Und da brauchen wir die Unterstützung auch von der Bundespartei. Und das ist nicht ganz einfach, weil auch die machen gerade Wahlkampf und auf Bundesebene. Da müssen wir alle Hand in Hand arbeiten, uns gegenseitig unterstützen und gegenseitig miteinander Wahlkampf machen. Und deswegen weiß ich, wovon da gerade die Rede war. Und wir müssen einfach alle Stärken zusammenbringen und mit unseren Genossinnen und Genossen vor Ort reden und sagen, es ist Wahlkampf, wir brauchen euch, kommt mit auf die Straße. Ich denke, das ist ganz wichtig für die Länder, die ja doch viel ländlichen Raum auch haben. Das ist in Berlin etwas anders, Frau Giffey, aber leichter ist es dann ja trotzdem nicht. Naja, auch da gibt es Unterschiede zwischen Ost und West, das muss man sagen. Die Ost-Berliner Bezirke haben kleinere Kreisverbände und ich finde immer wichtig, dass wir, wenn wir eben uns auch überlegen, wo gehen wir hin, wo sind wir vor Ort präsent, ich finde generell wichtig, dass wir halt raus aus dem Konferenzsaal und wirklich vor Ort sein. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir machen gerade auch etwas Wichtiges. Wir sprechen darüber, was zu tun ist, aber danach müssen wir wieder raus. Und das heißt, auch im Osten präsent zu sein. Und deswegen ist es ja so bedeutsam, dass heute hier auch mal der Scheinwerfer wirklich auf die Situation im Osten gelenkt wird. Und in Berlin haben wir auch diese Herausforderung, dass wir eben nicht nur in Charlottenburg und Steglitz-Zehlendorf und Spandau unterwegs sein können, sondern wir müssen eben auch Treptow-Köpenick, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, nicht nur wir müssen, sondern wir wollen das auch. Und da auch gerade diejenigen Kreisverbände, Ortsverbände, Abteilungen, wie sie in Berlin heißen, zu bestärken, auch wenn sie kleiner sind, was zu machen. Und ein Stück weit auch dabei zu unterstützen, die Dinge, die uns wichtig sind, zu den Leuten zu bringen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und am Ende dahin gehen, wo Leute eh schon sind. Und wir werden jetzt ja wieder mehr Möglichkeiten haben. Wir werden die Feiern haben, wir werden die Begegnungen haben und wir werden auch ein Glücksgefühl von Menschen haben, die froh sind, dass es wieder einen Weg in die Normalität gibt. Und dann dort zu sein und ins Gespräch zu kommen, in der Außengastronomie, in den Vereinen, dort, wo wieder Sport getrieben werden kann, das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass wir nicht nur unter uns sind, sondern vor allen Dingen den Fokus drauf legen, wie kommen wir mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch und hören zu, gehen hin und packen dann an. Das ist, glaube ich, wichtig.
Die Erfahrung, danke. Die Erfahrung macht ja, denke ich, Katja Pähle gerade und macht sie jetzt auch noch eine Woche. Man ist ja dann doch sehr, im Moment gerade sehr nah an vielen Menschen dran, trotz der Einschränkungen, die es, wir reden über die Pandemie nicht, aber sie gibt es ja, da ist. Wie ist es für Sie in dem Fall? Ich habe das 5 Jahre schon gemacht, dass ich tatsächlich ganz viel im Land unterwegs war, aber vor allen Dingen hier in Halle, in meiner Heimatstadt, um mich mit Menschen in Vereinen, Initiativen zu unterhalten und als erstes immer mal zuzuhören. Also nicht nach dem Motto, da kommt jetzt der oder die Landespolitikerin und erzählt als erstes mal eine halbe Stunde, was man für glorreiche Ideen hatte und wie man sie umgesetzt hat, sondern erstmal zuzuhören und auch mitzubekommen, wo gibt es denn bei den glorreichen Ideen Umsetzungsschwierigkeiten und was kann man da verändern, damit es besser wird. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir über Partei und eine starke SPD in Ostdeutschland reden, ich glaube bei aller Sympathie fürs Willy Brandt-Haus, die große Idee aus dem Willy Brandt-Haus wird nicht kommen. Die große Idee kommt auch nicht aus den Landesvorständen, sondern die muss vor Ort entwickelt werden. Was passt in die jeweilige Region? Wer kennt wen? Wer spricht wen im Fußballclub an? Wer wirbt den einen oder die andere Unternehmerin, die klar sagt, jawohl, jetzt ist die richtige Zeit, um SPD-Mitglied zu werden? Partei lebt wie das politische System von unten. Im politischen System ist es die kommunale Ebene und in den Parteien ist das auch so. Ich habe die SPD kennengelernt als eine Partei, die aus den Ortsvereinen heraus stark ist. Mit Menschen, die vor Ort genau wissen, welche Probleme sind da, das weitertragen, dass wir auch tatsächlich aktiv sind. Die dann es auch schaffen, Mitglieder in den Stadtrat zu schicken, einfach weil sie gekannt werden. Und ich glaube, diese Arbeit müssen wir in den nächsten Jahren noch verstärken. Und es gibt ein Argument, zumindest sage ich das immer, Menschen, die mich fragen, na, was habe ich denn davon, wenn ich in Sachsen-Anhalt SPD-Mitglied werde? Wir sind ein leider, aber vielleicht auch zum Glück überschaubarer Landesverband. Das heißt, mit dem oder derjenigen zu sprechen, die hier Ministerin, Minister, Staatssekretär ist, die Chance ist sehr, sehr hoch. Einen direkteren Draht zur Politik gibt es nicht. Und deswegen kann ich da alle nur auffordern, jetzt auch beizutreten und diesen Wettbewerbsvorteil einfach zu nutzen und tatsächlich die kurzen Drähte glühen zu lassen, dann kann man Politik auch von unten verändern. Das klingt gut. Ich würde gerne ein Statement von Marika vorlesen. Dann habe ich noch eine letzte Frage, die ich für ganz wichtig halte, die auch von einem Zuschauer gestellt wurde. Marika hat etwas Wichtiges gesagt. Ich will es einfach vorgelesen haben. Es sollen noch andere zu Wort kommen. Demokratie muss von der Kita an überall und immer wieder gelehrt und geübt werden. Und die erfolgreichen Beispiele von demokratischen Aushandlungen und Prinzipien müssen deutlich gemacht werden. Demokratisches Handeln darf nicht als lästig oder hinderlich für die keine Mehrheit fanden, gesehen werden. Halte ich für einen wichtigen, interessanten Satz. Komme jetzt aber gleich da zu der letzten Frage im weitesten Sinne von Klaus-Dieter Weißborn. Wird die SPD mit der Auflage eines Gerechtigkeitsfonds die Benachteiligung der DDR-Berufsgruppen bei ihren gesetzlichen Rentenansprüchen endlich beseitigen? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage. Es gibt diesen Härtefallfonds im weitesten Sinne. Das ist eine ganz wichtige Frage. Ich würde Sie beginnen, natürlich beim Finanzminister anzulegen, bei Olaf Scholz. Bitte sehr. Also wir brauchen eine Lösung, einen Härtefallfonds, wie das jetzt vereinbart ist, der zustande kommt. Und das kann ich hier ganz klar sagen, der wird sicherlich nicht am Bundesminister der Finanzen scheitern. Das ist vielleicht die Botschaft, die ganz wichtig ist. Jetzt müssen alle mal gedanklich in die Pötte kommen, sich endgültig auf was festlegen. Und wir sollten die Gelegenheit jetzt auch nicht verstreichen lassen, denn sowas ist ja immer doch sehr langfristig. Aber es gibt jetzt ein Zeitfenster in diesem und vielleicht noch im nächsten Jahr, wo man die Mittel einfacher mobilisieren kann als in den Folgejahren für einen solchen Fonds. Und dieses Zeitfenster ist da. Ich will es nutzen als derjenige, der auf der Kasse sitzt und hoffe, dass alle anderen jetzt mithelfen, dass man nicht immer noch weiter die Dinge kaut, sondern mal sagen, so, das ist es jetzt und das machen wir. Aber es ist notwendig und ich kann sagen, dass es kaum ein Gespräch gibt, dass ich hier, in dem mich irgendwann die Frage kommt, im Hinblick auf einige Gerechtigkeitsfragen beim Überleitungsgesetz für die Renten. Ich kann die Themen auch sagen, obwohl es sehr, sehr viele sind, die da im Einzelnen zusammenkommen. Es geht um kleine und große Gruppen, aber jeder hat natürlich ein Anliegen, das sehr berechtigt ist. Und deshalb müssen wir jetzt die Lösung finden. Wir sollten den Sack zumachen. Ich jedenfalls bin bereit, da was reinzutun und es geht auch.
Ich glaube, das ist ein gutes, klares Signal erstmal, weil das ist ja tatsächlich eine Bundessache. Aber ich habe aber jetzt gedacht, eine Frage hast du noch? Sie durften eben, jetzt würde ich gerne die vier sozusagen aus den Ländern befragen, mit einer sehr schönen, einfachen Frage eigentlich, das mehrere interessiert hat. Was kann der Westen vom Osten lernen? Wir haben immer über das Umgekehrte geredet, aber ich finde, auch so rum kann es mal sein. Ich fange einfach mal wieder mit Katja Pelle, die sich ebenso freute, an und gebe es natürlich an alle anderen gerne weiter. Wir haben ja in den unterschiedlichen Diskussionen heute schon ganz, ganz viel davon gehört, was den Osten im positiven Sinne ausmacht. Ich greife mal einen Punkt raus. Vom Osten kann man lernen, dass Familie tatsächlich zwei Menschen braucht, die bereit sind, füreinander Verantwortung zu tragen und auch für Kinder zu tragen, und das in Gleichberechtigung und Partnerschaft. Das hat hier im Osten über viele Jahre funktioniert und ist auch durch die Strukturen, die der Staat, die Politik geschaffen hat, gut unterstützt worden. Und das als Selbstverständnis zu begreifen und nicht zu überlegen nach dem Motto, na, wenn du jetzt studiert hast, würdest du denn hinterher wirklich arbeiten gehen? Sondern das wirklich als Selbstverständnis zu begreifen, dass Männer wie Frauen ihren Platz in der Familie, in der Arbeitswelt haben und Politik auch dafür sorgen kann, dass das gut in Partnerschaftlichkeit gelingen kann. Ich glaube, das ist was, was wir als Osten uns auf die Fahne heften können und was der Westen gerne auch weiterhin übernehmen kann. Wunderbar. Frau Giffey, ich würde es an Sie weitergeben wollen. Na, vielleicht einfach ganz kurz, ja, mit den vorhandenen Ressourcen flexibel umgehen und wenn es schwierig wird, das Beste draus zu machen. Und das bedeutet, dass man einfach, ja, auch im Osten ja immer schon auch einen großen Erfindergeist hatte, eine große Flexibilität hatte und eine große Fähigkeit mit Dingen, die auch begrenzt verfügbar waren, trotzdem noch was Gutes rauszuholen. Und ich glaube, das ist etwas, was auch die Wertschätzung des Vorhandenen bedeutet und natürlich das Thema, ich sag mal, hier in Ostdeutschland, da fragt keiner mehr, ob denn eigentlich ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter etwas Unschaffbares ist, sondern das ist längst gelebte Praxis. Und was mir heute besonders gut gefallen hat bei dir, Olaf, du hast gesagt, warum kann man denn nicht auch einfach mal wieder zu dem Begriff der Polikliniken zurückkommen? Da weiß Ihnen wenigstens jeder, was gemeint ist. Und ich glaube, das ist ein großes Identifikationsthema auch für die Ostdeutschen. Und manchmal sind ja bestimmte Begriffe oder überhaupt eine verständliche Sprache in der Politik etwas auch sehr Wichtiges. Und vielleicht kann da doch das eine oder andere auch noch gelernt werden von in Richtung Ost nach West. Auch sehr erhellend. Und ich würde an Georg Mayer weitergeben wollen. Ja, wie gesagt, ich kenne beide Seiten gut. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, die Umstellungsbereitschaft im Kopf. Ja, Flexibilität, weil Ostdeutsche mussten sich von heute auf morgen auf was ganz anderes einstellen. Ein ganz neues System. Und im Westen ist oft die Denke nochmal, wieso denn was anders machen? Das haben wir doch schon immer so gemacht und es hat immer funktioniert. Und das ist genau das, was, glaube ich, das ist das, was Ostdeutschland noch viel stärker einbringen kann. Und dazu braucht es eben auch Führungspositionen. Ja, Menschen in Führung, die in Ostdeutschland sozialisiert sind oder beziehungsweise, sag ich mal, das miterlebt haben oder von ihren Eltern auch mitbekommen haben, das ist das, was ich glaube, was wichtig wäre. Das würde ganz Deutschland gut tun. Danke sehr. Und dann, last but auf keinen Fall least, Bettina Martin. Ja, ist ja schon ganz viel gesagt worden, aber ich hatte ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken, und ich habe an einen Spruch gedacht, den meine Eltern so ein bisschen als Lebensmotto hatten. Und zwar war das mehr Sein als Schein. Und das ist etwas, was ich zumindest im Norden dieses Landes, im Nordosten, wirklich in Bravour erlebe, dass die Menschen dort anpacken, machen, während vielleicht andere erstmal noch lange reden und sich erstmal selbst ins tolle Licht setzen. Und dieses mehr Sein als Schein ist etwas, was ich sehr schätze an meinen Landsleuten. Ich weiß gar nicht, ob das Ost oder West ist, jedenfalls ist es Mecklenburg-Vorpommersch. Und das finde ich toll und da können sich einige wirklich ein Stück von abschneiden. Danke. Und ich würde es trotzdem doch noch mal zu guter Letzt, weil er mittlerweile einfach schon lange Zeit in Potsdam ist und in Berlin ja eh schon, und da ist ja dann auch was da, Olaf Scholz vielleicht doch noch sozusagen als Schlusswort. Wie bietet sich diese Frage aus Ihrer Sicht dar? Dass es möglich ist, für die Demokratie zu kämpfen und sie einzusetzen, dass sie das tätige Werk von uns ist,
Das ist die Erfahrung, die der Osten gemacht hat. Und insofern hat er etwas zustande gebracht, was in der Geschichte Deutschlands nur sehr selten war, nämlich eine demokratische Revolution, die von unten getragen worden ist. Die hat es in unserer Geschichte als Deutsche seltener gegeben als in der Geschichte vieler anderer Länder. Und diese Erfahrung, glaube ich, ist eine, auf die alle hier sehr stolz sein können. Das war Ihr Werk. Das ist ein so exakt schönes Schlusswort, als hätten wir es besprochen, was wir wirklich nicht haben. Ich danke Ihnen sehr herzlich. Wir konnten nicht über alles Wichtige reden, aber ich denke, vieles ist beleuchtet worden. Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür. Ich drücke Ihnen natürlich herzlich die Daumen für den weiteren Wahlkampf, wünsche Ihnen alles Gute. Sorgen Sie dafür, dass die SPD als große Kogge im Norden, als großes Fahrzeug im Rest und von mir aus elektronisch betrieben, es ist egal, wichtig, groß unterwegs ist und es schafft. Ich drücke Ihnen Daumen und was ich gehört habe, klingt so gut, dass ich denke, die Chancen sind da. Herzlichen Dank erstmal an dieser Stelle an Sie. Und ich übergebe jetzt einfach mal wieder an die wunderbare Ilona Wuschek das Mikrofon. Danke. Ja, die Runde kommt noch mal wieder zum Abschlussfoto. Jetzt erleben wir noch den Einspieler aus dem rein zeitlich letzten Bundesland, was sich genauso darstellt, wie es hier schon angesprochen wurde, nämlich durchaus bodenständig, aber beileibe nicht nur. Film ab für Mecklenburg-Vorpommern. Gerade nach dieser herausfordernden Zeit brauchen wir eine soziale und solidarische Politik, die den Zusammenhalt in der Gesellschaft stärkt. Genau dafür stehen wir mit unserem Zukunftsprogramm. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir uns mit einem diversen Team für die Bundestagswahl aufgestellt. Wir haben erkannt, dass wir mehr echte Repräsentation in der Politik brauchen. Für Jung und Alt, für Männer und Frauen, unabhängig von der Herkunft. So wollen wir jetzt gemeinsam die Zukunft gestalten. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist eben doch wichtig, dass die SPD regiert und das auch für den Osten. Wir haben in den zurückliegenden Jahren viel für die neuen Länder auf den Weg gebracht. Drei Punkte will ich nennen. Da ist zunächst die Grundrente, eine Frage von Würde und Respekt vor Lebensleistungen. Die wirkt insbesondere im Osten. Da sind die Wirtschafts- und Strukturhilfen für die neuen Länder, die wir im gesamtdeutschen Fördersystem haben und dort aufstocken konnten. Und da sind die Strukturwandelhilfen, die wir im Rahmen des Kohleausstiegs als Bundesregierung auf den Weg gebracht haben. Von den 40 Milliarden fließen insbesondere 10 in die neuen Bundesländer. Geld, was dort dringend gebraucht wird, um den Strukturwandel voranzubringen und neue Arbeitsplätze zu schaffen. So, wir haben die Menschen gehört, die in Zukunft in ihren Ländern hoffen, verantwortliche Positionen zu übernehmen oder dieses schon haben. Wir haben den Kanzlerkandidaten gehört. Und wenn man den Zahlen Glauben schenken darf, dann hat es zumindest ja eines in Deutschland, nämlich ein eindeutiges Wechselgefühl. Zum Abschluss kommt die andere Doppelspitze der SPD. Wir hatten ganz zu Anfang Norbert Walter-Borjans, jetzt haben wir so eher am Ende Saskia, mein Gott, Saskia, das war ein langer Tag, Saskia Esskens. Und genauso wie Norbert Walter-Borjans ist sie auch in den Ländern unterwegs, in denen jetzt Wahlkampf ansteht. Frau Esskens, Ihr fast schon Schlusswort. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste. Der dritte Ostkonvent der SPD geht zu Ende und es war zum dritten Mal ein voller Erfolg. Wir haben uns diesmal zum Schutz vor Corona nur mit kleiner Besatzung in Halle getroffen. Einige waren wie Norbert und ich von Ferne zugeschaltet. Und umso größer war aber die Zuschauer und die Zuhörerschaft aus ganz Deutschland im Stream. So viel Wahrnehmung hatten wir noch nie. Mit dem heutigen Ostkonvent haben wir nochmal deutlich gemacht, wie viel Power in der SPD hier im Osten steckt und wie viel Ostdeutschland in unserem Zukunftsprogramm und in unserer DNA. Lars hat es gesagt, die SPD wurde in Leipzig gegründet, ihren Namen hat sie sich hier in Halle gegeben. Die starke Verbindung zu Ostdeutschland ist aber nicht nur historisch begründet. Starke SPD-VertreterInnen aus dem Osten zeigen nicht nur heute, nicht nur hier. SozialdemokratInnen kennen die Sorgen der Menschen und sie wissen, was die Menschen brauchen, um ihre Chancen selbst zu verwirklichen. Empowerment. Katja Pehle, Franziska Giffey, Manuela Schwesig, Bettina Martin und viele, viele andere Sozialdemokratinnen zeigen, dass Frauen ganz selbstverständlich ihren Teil der Gestaltungsmacht beanspruchen, dass sie bereit sind, ein besseres Land und ein besseres Leben zu gestalten.
in Ostdeutschland und anderswo. Wir haben heute gehört, welchen Respekt und welche Unterstützung die SPD Mädchen und Frauen entgegenbringt für gleiche und selbstbestimmte Teilhabe. Wir haben auch noch mal deutlich gehört, die SPD ist in allen Landesregierungen in Ostdeutschland vertreten. Das ist ein Gewinn für Ostdeutschland, wo Sozialdemokratinnen regieren, wo ihre Ministerinnen und Minister Verantwortung übernehmen, da geht es voran. Gute Politik für den Osten bedeutet, dass wir Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten überwinden und Gleiches auch endlich gleich behandeln. Gleiche Arbeit, gleicher und für alle besserer Lohn. Gleiche Lebensleistung, gleiche und für alle stabile Rente. Aber es geht uns nicht nur um den Ausgleich von Nachteilen. Olaf Scholz hat es gesagt, wir SozialdemokratInnen sehen die Chance für einen echten Vorsprung Ost. Einen Vorteil auf den Zukunftsfeldern, um die es jetzt im Wettbewerb der Regionen geht. Klimaschutz, Digitalisierung, Mobilitätswende und ein gerechtes Gesundheitssystem, das die Menschen in den Fokus nimmt. Der gesellschaftliche Wandel, der anstehende Wandel auch der wirtschaftlichen Strukturen profitiert von der Erfahrung aus der Wendezeit. Die Stärke des Ostens besteht doch in kreativen, auch Graswurzelideen und gleichzeitig in der Erfahrung, welche Rahmenbedingungen diese Ideen brauchen. Das wird den Menschen und den Unternehmen in Ostdeutschland neue Chancen eröffnen. Sie alle können davon profitieren, dass Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten dem Staat eine aktive Rolle abverlangen durch ganz gezielte strategische Investitionen und Fördermaßnahmen. Durch diese aktive, ganz gezielte Gestaltung des Wandels halten wir nicht nur die Klimakrise auf. Auf diese Art und Weise schaffen wir auch neue Entwicklungschancen und neue, gut bezahlte Jobs. Denn für uns in der SPD bedeutet ein guter Job zwar Lebensunterhalt, aber eben auch soziale Sicherheit, Sinnstiftung, echte Anerkennung und Respekt. Und deshalb müssen wir ran an den Niedriglohnsektor mit mehr Tarifbindung und mit 12 Euro Mindestlohn. Wir haben es gehört, die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro bedeutet für mehr als die Hälfte aller Beschäftigten in Ostdeutschland eine Lohnerhöhung um bis zu 25%. Mehr Verdienst bedeutet weniger Abhängigkeit von staatlicher Unterstützung und gleichzeitig schützt mehr Verdienst vor Altersarmut. Wir wollen auch, dass Tariflöhne wieder der Normalfall werden durch allgemein verbindliche Tarifverträge und durch tariftreue Gesetze. Gerade in der Pflege geht es dabei nicht nur um bessere Löhne, sondern auch um bessere Arbeitsbedingungen. Denn mit guter Arbeit, mit starken, verlässlichen Institutionen für Bildung und Betreuung stärken wir auch die Familien. Und wir stärken gute Chancen für die gute Entwicklung und Bildung unserer Kinder und Jugendlichen. Das ist gerade auch aus der Erfahrung der Pandemie heraus ein berechtigter Anspruch, eine klare Erwartung der Menschen an gute und verantwortungsvolle Politik. Und dafür steht die SPD. Gerechte Chancen und Respekt für alle Menschen, das sind wichtige Voraussetzungen für das Vertrauen in Staat und Gesellschaft und damit auch für den Zusammenhalt. Mit dieser Politik, aber auch mit klarer Kante gegen rechts, stärken wir unsere Demokratie. Das ist unser Kerninteresse, das ist unser Ziel, das sind wir, das ist die SPD. Lars und ich waren die letzten Tage in Sachsen-Anhalt unterwegs. Morgen und übermorgen sind Olaf und Norbert vor Ort. Wir sind hier unterwegs für ein starkes Wahlergebnis für Katja Pähle in Sachsen-Anhalt und natürlich auch für Olaf Scholz im Bund. Solche starken Wahlergebnisse, viele sozialdemokratische Mandate und damit die Kraft, progressive Regierungen zu bilden, das ist ja kein Selbstzweck. Wir wollen mitbestimmen, wir wollen mitgestalten, wir wollen regieren, um das Leben der Menschen zu verbessern. Miteinander und füreinander. Zur guten Politik gehört deshalb auch das Zuhören. Ich habe in den letzten Tagen mit Menschen überall in Sachsen-Anhalt gesprochen. Menschen, die mit ganz viel Engagement, mit harter Arbeit und gegen Widerstände ihre Ideen umsetzen. Für sich, für andere und für ihre Region. Alle diese Menschen verbindet, dass sie das Leben vor Ort in ihrer Heimat, ihrer Nachbarschaft, ihrem Betrieb, ihrem Freundeskreis, ihrer Stadt oder Region lebenswerter und schöner machen wollen. Wenn Menschen sich zusammentun, um Gutes zu schaffen, dann müssen wir als SPD in Kommune, Bund und Land dafür die Rahmenbedingungen schaffen. Von uns PolitikerInnen wird zu Recht erwartet, dass wir Wege freiräumen, dass wir Hindernisse beseitigen und Strukturen schaffen, damit Gelegenheiten, damit Chancen wahrgenommen werden können. Die Menschen fragen, wer schützt uns vor Altersarmut? Wer stellt sicher, dass
einen Termin beim Augen- oder Kinderarzt bald wieder leichter zu bekommen ist als ein Sechser im Lotto? Wer sorgt dafür, dass es genügend bezahlbare Wohnungen gibt? Wer sorgt für die Mittel und die Freiheit, dass wir unsere Dörfer und Kleinstädte mit Leben füllen können? Wer unterstützt im Osten unsere herausragende Forschung und Wissenschaft und die vielen Hidden Champions dabei, es noch erfolgreicher an die Weltspitze zu schaffen? Und wer kümmert sich dabei um gerechte Löhne, um gute Arbeitsplätze und mehr Wohlstand? Die SPD zeigt mit ihrem Zukunftsprogramm und sie zeigt mit ihrem Kanzlerkandidaten Olaf Scholz, mit Manuela Schwesig, Georg Mayer, Franziska Giffey und nicht zuletzt mit Katja Pähle. Wir Sozialdemokratinnen sind bereit, die starke, gestaltende Kraft für mehr Respekt und gute Zukunft hier in Sachsen-Anhalt zu sein. In Thüringen, in MacPom, in Berlin und auch im Bund. Wir gestalten Zukunft aus Respekt für Ostdeutschland, aus Respekt für dich. Wir danken allen, die dazu beigetragen haben, für diesen gelungenen Konvent. Und wir wünschen Katja Pähle und unseren Genossinnen und Genossen viel Erfolg für die Wahl am kommenden Sonntag. Glück auf! Danke an Frau Eskens. Und das Einzige, was wir jetzt leider nicht hinkriegen, auch wenn wir total hybrid sind, ist, dass sie hier auf die Bühne zum Foto dazukommen kann. Aber vielleicht kann man tatsächlich den Monitor mitnehmen. So, die, die Corona-konform analog aber hier waren, die bitte ich jetzt für das Abschlussfoto auf die Bühne. Man einigt sich noch, in welcher Reihenfolge, mit Abstand. Schwierige Aufgabe für die Fotografen, Menschen, die so auseinanderstehen, jetzt auf ein Bild zu bekommen. So, ich glaube, man darf auch während des Fotos weiterreden. Also, ich fange mal von mir aus gesehen hinten an. Ich bedanke mich bei Lars Klingbeil, der natürlich nicht aus Berlin, sondern aus Niedersachsen kommt. Ich bedanke mich bei Katja Pähle, die jetzt als Erste die Wahlen sozusagen an der Backe hat, schon in einer Woche. Ich bedanke mich natürlich beim Kanzlerkandidaten Olaf Scholz. Er hat noch ein bisschen Zeit, genauso wie Franziska Giffey, genauso wie, ich kenne eine Daniela Martin, eine Bettina an ihm in MacPom. Und bei Ihnen ist es immer noch nicht ganz sicher, vermutlich auch die Wahl dann in dem schönen Thüringen, vermutlich zur selben Zeit wie die Bundestagswahl. Das, was ja alle Demokraten sich wünschen können und wünschen, kann auch, sollte am Ende dieser Veranstaltung nicht fehlen. Gehen Sie wählen. Sie haben in einigen Bundesländern und im Bund die Chance dazu. Und da die hier versammelten Menschen sicherlich eine ziemlich klare Meinung dazu haben, wen sie wählen sollen, übergebe ich das Mikro am Ende an den Menschen, der hier auch angefangen hat, an Karamba Diaby, auch aus Halle. Ja, am 6. Juni bitte SPD wählen. Wenn wir eine starke SPD-Fraktion im Landtag in Sachsen-Anhalt haben wollen, dann bitte SPD wählen. Immerhin so viel donnernder Applaus, wie man in diesen Corona-Zeiten auf die Bühne bringen kann. Wir sehen nicht, wer da draußen ist. Aber Saskia Esken sagte, da seien eine Menge Leute dabei gewesen. Dann bedanken wir uns bei denen, die zugehört haben, bedanken uns bei denen, die mitgedacht und auch Fragen gestellt haben. Ja, und wünschen Ihnen einen schönen Restsonntag, ganz banal, und eine gute Wahlentscheidung. Schöne Grüße aus Halle.